Das ist die Dominieren statt Kämpfen Show. Ich war halt immer bereit zu lernen, bereit mitzumachen. Jede Woche Menschen, die Bahnbrechendes geleistet haben. Ich habe gelernt, wenn Scheiße am Boden liegt, dann lass sie liegen, fass sie nicht an, du könntest eventuell riechen danach. Ob eine Idee gut ist oder schlecht, das definiert man nicht selbst, sondern das definiert der Markt. Direkt zu dir nach Hause. Möglichmacher sein und positive Einstellung. Und hier ist dein Host, Dr. Julian Hosp, der Experte für smarte Abkürzungen im Leben. Herzlich willkommen zur heutigen Episode der Dominieren statt Kämpfen Show. Und mein heutiger Gast ist Joachim Ruhmohr. Joachim ist die Nummer 1 auf Xing, dem Online-Portal, wo es darum geht, professionell zu networken, professionell sich darzustellen. Es ist wie eine Online-Visitenkarte. Und jetzt schon mal ganz wichtig vorab. Dieser Podcast ist in zwei Teile geteilt. Es ist zwar nur eine Show, aber die erste Hälfte, da geht es vor allem um Xing. Es geht um das Online-Netzwerken. Es geht darum, wie man sein Profil perfekt aufbaut, wie man zweite Grade nutzt, wie man Networken nutzt, wie man sein Profil aufsetzt. Die drei wichtigsten Fehler in Xing. Und wir sprechen über professionelle Kontaktverwaltung. Und wen das interessiert, der sollte sich den Podcast auf jeden Fall von ganz Anfang anhören. Wer aber dann eher über Dinge reingeht, wie man geniale Gadgets fürs Internet zum Beispiel, geniale Gadgets am Computer, wie man verhandelt, wie man gut spricht. Wir sprechen über ein irres Hobby, wir sprechen über Baumklettern, wir sprechen über Dinge wie Blutsauger versus Blutspender. Wir sprechen über korrekte Ziele setzen. Wir sprechen über fantastische philosophische Themen. Der sollte einfach bei der Hälfte des Podcasts einfach vorspulen, einsteigen und bekommt dann das und alles mit. Jedenfalls, die Show ist unglaublich gut. Ich habe ganz viel gelacht. Ihr werdet es gleich hören und mitbekommen. Wir hatten extrem einen guten Austausch. Und auch wenn diese Show sehr lang ist, das weiß ich, ich garantiere euch, jede Minute daraus ist es wert. Es ist eine der besten Shows. Es hat auch einen Grund, warum Joachim so erfolgreich im ganzen deutschsprachigen Raum ist. Mit dem, ich sage danke an Joachim, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode, denn es ist eine richtig, richtig gute. Du erkennst, wie wichtig die richtigen 5 Menschen um dich herum sind? Du möchtest dein Leben genauso dominieren, anstatt immer nur zu kämpfen? Doch, wie geht das? Genau dafür hat Dr. Julian Hosp die Dominieren statt Kämpfen Mastermind-Gruppe gegründet, in der du exklusiven Zugriff auf Insiderwissen zu Gesundheit, Beziehungen, Netzwerken, Business, Finanzen und vieles mehr bekommst. Tausche dich zudem mit hochmotivierten Menschen aus und erweitere dein Netzwerk automatisch, ganz bequem von zu Hause aus. Schau gleich auf www.julianhosp.com/mastermind und buche deine kostenlose Intro-Stunde. Dominiere, anstatt nur zu kämpfen. Ganz kurz, bevor wir in die Show reingehen, 3 kurze Dinge. Erstens, wenn du eine regelmäßige E-Mail zur Show haben willst, mit Hintergrundinformationen, Fotos und Links, dann geh auf meine Webseite dominierenstattkämpfen.com, kämpfen mit AE, trag dich dort ein und ich schicke dir einmal pro Woche eine E-Mail zur Show. Das zweite, wenn du regelmäßig jeden Tag eine kleine motivierende Audionachricht bekommen willst, dann geh auf tab.25geschichten.de und hol dir Julians täglichen Audioblog, wo ich jeden Tag ein paar richtig tolle Sachen bespreche, immer ganz kurz und pünktlich in der Früh. Und das dritte, wenn du mehr Infos zu den ganzen Geschichten und Hintergrundinformationen haben willst, dann hol dir mein Buch 25 Geschichten für mein jüngeres Ich, wo ich darüber spreche, wie ich bestimmte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe und welche Auswirkungen die gehabt haben und was du daraus für dich mitnehmen kannst. Das Buch bekommst du am einfachsten über Amazon. Gehst du einfach auf 25geschichten.de und holst dir es direkt von dort. Ich würde mich total freuen, wenn du das machen würdest, auch wenn du mir ein Feedback auf Amazon hinterlassen würdest und auch ganz wichtig, weil du ja diesen Podcast wahrscheinlich am Handy oder am Computer hörst, lass mir doch ein Review auf iTunes und beschreib, was dir an diesem Podcast besonders gefällt. Es hilft mir und es hilft anderen Leuten, diesen Podcast auch zu finden und zu erkennen, um was es in dieser Show und bei diesen ganzen Gästen geht. Also jetzt aber, viel Spaß, wir steigen jetzt direkt rein. Joachim, herzlich willkommen zur heutigen Show. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Gerne, Julian. Bin schon ganz gespannt auf deine Fragen. Ja, allererste Frage mal. Stell dich mal ganz kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen. Ich weiß, dass viele, viele deutsche Österreicher, die kennen dich, aber stell dich trotzdem mal kurz vor. Ja, das ist immer relativ. Also es gibt Menschen, von denen ich denke, dass sie mich kennen müssten und andere, von denen ich nicht glaube, dass sie mich kennen. Ich bin Joachim Ruhmohr, der wohl bekannteste Xing-Experte, Land auf, Land ab in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 10 Jahren mit dem Thema Xing unterwegs
Und Xing ist Vernetzung, ist Online-Networking. Aber ich bin genauso auch mit der Thematik Offline-Networking unterwegs. Ich habe viele, viele Events im dreistelligen Bereich, Events auch veranstaltet, um Menschen zusammenzubringen. Gib halt Seminare, halt Vorträge, habe ein Buch zu Xing geschrieben. Ja, das ist so meine Grundthematik der letzten 10 Jahre. Super spannend. Wie bist du denn damals zu Xing gestoßen? Ich war tatsächlich in der, ja, wohl ersten, in der zweiten Einladungswelle. Also man spricht von bei Xing ja gerne von den Kontakten der Kontakte der Kontakte. Die Idee ist ja mit entstanden auf Basis eines Buches, des Buches Tipping Point. Jeder kennt jeden über 6 Ecken, sagt man, vielleicht mittlerweile sogar 5 Ecken. Und der Gründer Lars Hinrichs hat damals sein persönliches Netzwerk angeschrieben und darüber berichtet, dass es dort etwas Neues von ihm gibt, damals OpenBC. Und einer dieser Kontakte von ihm war ein Kontakt von mir. Also ich war damals schon Kontakt zweiten Grades vom Gründer von Xing und habe also in der zweiten Welle das mitbekommen und war dann Mitglied Nummer 326 auf dieser Plattform. Also ich bin Mitglied geworden noch vor dem offiziellen Start. Der offizielle Start war 1. November 2003. Und ich durfte im Oktober dann dort schon mit rein. Und so bin ich dazu gekommen. Ja, so bin ich zumindest mal auf die Plattform gekommen und gedacht, das ist ja mal ein spannender Ansatz. Wobei am Anfang war natürlich kaum jemand da. Also ich sag mal, Mitglied Nummer 326. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder pro Tag dazugekommen sind, vielleicht ein Dutzend. Also das hat dann doch noch eine ganze Zeit, über ein halbes Jahr gedauert, bis man die Plattform wirklich nennenswert nutzen konnte. Bist du da generell jemand, der was so auf diesen schnellen, auf diesen ersten Wellen mitschwimmt? Oder was hat dich jetzt an dem System so gereizt, dass du gesagt hast, wow, da investiere ich jetzt mehr Zeit und Energie? Also ich bin tatsächlich so ein, ich glaube, man nennt die First Mover, ne? Also wenn irgendwas Neues kommt, ich bin, ich will jetzt nicht sagen stündlich im App Store, aber ich bin im Prinzip permanent in verschiedenen Bereichen unterwegs und gucke, gibt es neue Möglichkeiten, gibt es neue Techniken. Wenn irgendwie was Neues rauskommt, dann schaue ich es mir zumindest an. Oft probiere es dann auch aus. Hab Navi zum Beispiel, kaufe ich mir mindestens alle 2 Jahre Neues, um einfach auf der neuesten Technologie zu sein. Insofern ja, ich bin definitiv jemand, der immer, wenn was Neues rauskommt, sofort mal schaut, was ist es, kann ich es gebrauchen, wenn ja, wie kann ich es gebrauchen, wie funktioniert es. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein iPhone zerlege, um zu sehen, wie es innen drin funktioniert, aber ich drücke schon sehr lange drauf rum, auf neuer Technik, um zu gucken, was macht dieses Ding. Also ich will nicht wissen, früher habe ich ja mal gesagt, mich nicht, welchen Weg der innen drin geht, aber ich möchte wissen, was es wird, also was kommt unten raus, ja, was ist drin da für mich, aber nicht, wie sieht es drinnen aus. Also das vielleicht noch zur Unterscheidung. Es gibt ja auch Leute, die zerlegen dann auch alles, um genau zu wissen, wie funktioniert es, aber ich möchte eigentlich nur wissen, was kann es für mich bewirken. Und was waren dann damals so deine ersten Schritte? Bist du gleich von Anfang an so richtig reingesprungen oder hast du am Anfang gesagt, okay, noch ist es jetzt nicht so interessant, aber es könnte was sein, ich beobachte es mal, oder warst du da gleich von Anfang an, dass du das irgendwie versucht hast zu formen oder damit zu arbeiten, dass du aktiv das Netzwerk hast aufgebaut, oder war das bei dir eher am Anfang? Nee, eher letzteres. Ja, also ich habe mir natürlich die Plattform angeschaut, habe gedacht, Mensch, das ist interessant, habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, das ist natürlich erst interessant, wenn da wirklich viele Leute drin sind. Und ich war zwar in einem größeren Netzwerk zu der Zeit auch und habe das auch darüber informiert, aber die kannte ich ja nun schon alle in dem Netzwerk. Also wenn die jetzt auf die Plattform gegangen sind, dann war das für mich natürlich noch nicht so spannend, weil die Kontakte waren ja schon da. Und insofern, deswegen hat es ein gutes halbes Jahr gedauert, bis ich wirklich dann intensiver mit Xing gearbeitet habe. Es waren so nach einem halben Jahr, weiß ich nicht mehr ganz genau, da waren dann irgendwann mal so 10, 20, 30.000 Leute drauf. Und dann wurde es natürlich langsam interessant, dass man gesagt hat, okay, wenn ich jetzt mal nach was Bestimmtem suche oder in den Kontakten meiner Kontakte mal schaue, dann fängt es dann langsam auch an, interessant zu werden, dass ich mal jemanden finde, den ich vielleicht dann auch, der für mich interessant ist. Wie funktioniert denn Xing? Hat es damals anders funktioniert als heute? Also ich kenne ja Xing, aber vielleicht kennt es ja ein Zuhörer nicht. Hat es damals anders funktioniert wie heute? Ich bin erst seit, ich glaube, 4 Jahren bei Xing oder 5 Jahren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Für mich hat sich jetzt auf der Plattform relativ wenig in diesen Jahren geändert, außer dass halt mehr und mehr Mitglieder dazu gekommen sind. Wie war das am Anfang im Vergleich zu jetzt? Also die Funktionsweise von Xing hat sich immens erweitert, aber dazu muss man es natürlich sich genau anschauen und genau anschauen, was passiert. Wenn ich immer auf dem gleichen Wissensstand bleibe und ich will es vielleicht mal, das tue ich gerne, um ein besseres Bild zu haben, ich weiß noch mit so einem Schweizer Messer,
Wenn ich mir eine einfache Version von einem Schweizer Messer kaufe, dann habe ich einen Brieföffner da dran, mit dem ich vielleicht auch mal ein Stück Brot oder Butter schmieren könnte. Ich habe einen Flaschenöffner, also so einen Weinflaschenöffner oder auch einen Bierflaschenöffner. Und wenn ich dann sage, okay, wunderbar, ja, das reicht mir und ich habe jetzt das Werkzeug verstanden, dann ist es okay. Wenn jetzt aber diese Firma dieses Messer weiterentwickelt, bringt eine neue Version raus und baut vielleicht auch Funktionen ein, die ich auf den ersten Blick nicht erkenne. Also in dem Originalmesser gibt es zum Beispiel so eine kleine Nadel, die muss man erstmal finden, ist aber da. Ja? Aber wirklich, das ist so, beim Spielen damit habe ich diese Nadel entdeckt. Dann habe ich gesagt, was ist das denn da für ein Punkt? Und dann, oh, da kann man was rausziehen. Ach, das ist ja eine Nadel. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man einen Splitter oder sowas im Finger hat, dass man mit der Nadel jetzt mal ein bisschen vorbohren kann. Ja? Aber die entdeckst du nicht, wenn du nicht entweder wirklich mit diesem Werkzeug arbeitest und es dir im Detail anguckst oder vielleicht auch die Beschreibung liest. Ich sag mal, wer liest von Online-Plattformen Beschreibungen? Ja? Wer liest von einem iPhone eine Beschreibung? Also man fängt damit an zu machen und hat ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Gedanken, was damit gehen müsste. Und wenn man das erreicht hat und dieses Ziel erreicht hat, dann, ja, dann ist es auch erstmal gut. Und die wenigsten gucken dann wirklich, was geht da vielleicht noch und fangen an, das zu zerlegen im Sinne von, ach guck mal, da ist ja noch was und was geht denn eigentlich damit? Und deswegen ist es, denke ich, für die meisten Mitglieder so, dass sich Xing im Laufe der Jahre gar nicht so entwickelt hat. Ja? Es ist ja für viele ein sich selbst aktualisierendes Adressbuch. Man kann ein Profil anlegen, man kann sich darstellen. Wenn man sich aber auch mit dem Profil nicht wirklich richtig beschäftigt, dann sieht das bei den meisten sehr nichtssagend aus, ja, wenig Aussagekraft. Und für viele ist Xing auch eher nur so ein Karriereportal, weil Xing selber damit auch sehr viel Werbung macht, als Karriereportal auch auftritt. Aber es ist aus meiner Sicht viel, viel mehr. Und das war es aber schon von Anfang an. Denn ich konnte von Anfang an schon sehen, wer kennt also diesen zweiten, den Kontakt zweiten Grades, ja. Also wer kennt jemanden, den ich auch kenne? Oder wen kennen denn die, die ich kenne, noch so? Denn der zweite Grad ist eigentlich so der spannende Grad, ja, wenn ich Verbindung irgendwo sehe. Also wenn ich dein Profil auf Xing zum Beispiel aufrufe, kann ich sehen, gibt es da jemanden? Haben wir Gemeinsamkeiten? Ja, gibt es Menschen, die du kennst, die ich auch kenne? Hast du deine Kontakte freigegeben? Man kann das sperren. Dann kann ich sogar sehen, wen kennst du, den ich auch kenne. Und dann muss man natürlich im Detail gucken. Also es wird auf Xing nicht angegeben, dass du mit jemandem studiert hast oder wie gut du ihn kennst. Ja, dass es ein ganz enger oder nur ein loser Kontakt ist. Man sieht einfach nur, dass eine Verbindung besteht. Aber wie diese Verbindung ist, kann man ja immer bei dem erfragen, den man kennt. Also bei dem in der Mitte. Wenn ich also bei dir jemanden finde, den ich gut kenne, kann ich den anrufen und sagen, Mensch, ich habe da gesehen, du kennst da den Julian und kennst du den gut, wie lange kennst du ihn, was ist denn das für einer, ja, macht es Sinn, da bei dem Podcast mitzumachen oder nicht? Ja, solche Dinge kann man abfragen und es ist je nach Situation, in der man steckt, natürlich spannend, genau diese Wege zu gehen. Also, wenn ich Karrierewünsche habe, ich habe vielleicht eine neue Firma, ich finde jemanden, der jemanden kennt, der da schon arbeitet, dann kann ich den mal fragen lassen, wie ist denn die Stimmung da? Oder ich kriege eine Einladung als Speaker auf ein Event, von dem ich noch nie gehört habe. Ja, und die sagen vielleicht, Mensch, ja, bei uns sind ganz tolle Gäste und Herr Rummer, und da haben sie ganz viel Marketingpotenzial. Dann kann ich gucken, wer ist da letztes Jahr aufgetreten. Ja, kenne ich jemanden, der da aufgetreten ist? Oder kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der da aufgetreten ist? Und so weiter. Also ich kann darüber wirklich sehr, sehr viel Information ziehen und kann natürlich bei einem Neukontakt darüber auch einen Vertrauensaufbau bewerkstelligen. Ja, also wenn wir einen gemeinsamen Kontakt haben und der erzählt mir, das ist ein ganz guter, und er erzählt auch dem anderen, ja, auch der Joachim ist ein ganz guter, dann wird dieses Vertrauen, was zwischen den beiden bestand, auf den neuen Kontakt quasi auch übertragen. Also in vielen Fällen funktioniert das. Hängt aber immer davon ab, wie gut ist der in der Mitte mit beiden anderen letztendlich auch vernetzt. Ja. Aber das ist etwas, was aus meiner Beobachtung wirklich nur Business-Netzwerke öffnen. Also auf LinkedIn ist ja der Wettbewerb von Xing, dort kann man solche Dinge auch sehen. Aber auf Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstigen Plattformen siehst du diese Information halt nicht. Und sie ist vor allem auch nicht durchsuchbar. Und das sind für mich persönlich die großen Besonderheiten von Xing. Gibt aber noch viele, viele andere. Auf was schaust du jetzt da zum Beispiel beim Profil? Also welche Dinge stechen dir da vor? Auf was schaust du da jetzt? Genau, würde mich jetzt persönlich auch voll interessieren. Na, es hängt natürlich immer davon ab, in welcher Situation stehe ich mit demjenigen, dessen Profil ich gerade aufrufe. Ist das ein möglicher zukünftiger Kunde? Ist es ein Kooperationspartner? Ist es jemand wiederum, der was von mir will? Ja, und da ziehe ich mir entsprechende Informationen dann raus. Ich schaue natürlich auf so Dinge, was sucht derjenige, was bietet derjenige?
Immer so ein bisschen auch mit Blick auf mein eigenes Netzwerk, ich sehr gerne Menschen auch fetze. Also wenn ich bei jemandem sehe, dass der eine bestimmte Sache bietet, ich weiß von einem meiner Kontakte, dass der sowas braucht, dann weiß ich, Mensch, die beiden können zusammenpassen und dann bringe ich die auch gerne mal zusammen. Je öfter ich das tue, desto mehr zahle ich quasi ein in meine, ja, in meine, ich nenne es jetzt einfach mal Bank, ja, welche Bank da auch immer dahinter steht. Manche nennen das die Bank des Universums, die Bank des Networkings oder was auch immer. Und je mehr ich dort einzahle in Form von Empfehlungen, desto mehr kann ich hinterher auch wieder rausziehen. Also die Felder, ich suche, ich biete, sind interessant. Für mich aber auch interessant solche Felder wie Interessen, ja, wobei leider sehr viele da so, ja, total nichtssagend sind. Ja, die machen das so wie in Bewerbungsunterlagen, Lesen, Reisen, Sport. Ich denke so, boah, super. Habe ich auch schon mal gemacht. Ne? Was soll also, da drinnen stehen? Was soll da drinnen stehen? Naja, ich meine, wenn wir genau diese Dinge jetzt nehmen, statt lesen könnte man ja auch reinschreiben, den Lieblingsautor oder die Lieblingsart dessen, was man liest, Belletristik, Biografien oder was auch immer. Ja, bei Reisen, in welches Land reise ich gerne oder wie reise ich gerne? Es gibt verschiedenste Arten zu reisen. Und bei Sport, was für ein Sport bitte, ja? Oder Laufen, ja? Ich meine, wie weit läuft man? Macht man Marathon oder was tut man da im Einzelnen? Also insofern gibt es da schon ein paar Sachen, die man hinterlegen könnte, die für andere interessant sind. Ja? Und auf denen sich auch wieder Gespräche aufbauen kann. Aber grundsätzlich, wenn ich natürlich einen Dienstleister zum Beispiel suche, gucke ich, bin ich hier richtig? Gibt es hier eine Lösung für mich? Ja, was ist das für einer? Gibt es da Referenzen? Kennt er jemanden, den ich kenne? Kann ich bei jemandem nachfragen, was das für einer ist? Also wie gesagt, das hängt letztendlich immer davon ab, in welcher Situation stehe ich gerade mit dem anderen. Wie viele Kontakte hast du mittlerweile bei Xing? Ich kann es ja nicht auf die Zahl, auf die 100%-Zahl sagen, aber es sind irgendwas über 11.000. Wow, das ist unglaublich, ja. Es ist eigentlich gar nicht so unglaublich, Julian. Es ist gar nicht so unglaublich, weil man muss daneben bedenken, dass ich Xing jetzt im 13. Jahr benutze. Und wenn wir mal 11.000 durch 13 teilen und das dann auf das Jahr runterrechnen, dann sind es zwar eigentlich immer noch viele, aber wir müssen auch bedenken, in welcher Position stehe ich, in welchem Bekanntheitsgrad stehe ich. Mein Buch ist zum Beispiel fast 20.000 Mal verkauft. Da steht dann irgendwo, ich glaube auf Seite 25 oder so, nehmen Sie gern mit mir auch Kontakte auf über Xing. Ja? Weil man muss bei den Kontakten, die man hat, einfach verschiedene Grade unterscheiden. Und wenn man Kontakte nutzen will, muss man einfach gucken, wie ist dieser Kontakt entstanden. Wenn jetzt jemand zum Beispiel mal ein Buch gelesen hat, hat er vielleicht Inspiration rausgezogen, hat was daraus gelernt. Ja? Und mit dem Autor eines Buches, was mich inspiriert hat, Kontakt zu haben, kann ja, im ersten Moment ist es vielleicht gar nicht so spannend, ja, aber vielleicht will ich auch eine Rückfrage stellen. Und wenn sich der Autor öffnet und sagt, nehmen Sie gerne Kontakt auf, ist das schon mal sehr positiv. Aber der andere Fall, wenn jetzt jemand mir Kontakt aufnimmt, weil er mein Buch gelesen hat und ich finde den irgendwann im Kontaktpfad zu jemandem, der für mich interessant ist, ich nehme dann zu jemandem Kontakt auf, von dem ich weiß, dass er mein Buch gelesen hat, dann habe ich einen ersten Kontaktansatz. Also ich kann ihn dann anschreiben und sagen, Mensch, Sie hatten mal Kontakt mit mir aufgenommen. Ich weiß, Sie haben im Jahr, keine Ahnung, 2005 oder was auch immer, mein Buch gelesen. Vielleicht erinnern Sie sich dran. Heute jedenfalls geht es um das Thema und dann spreche ich darauf an oder die und die Person, was auch immer. Denn in meinem Buch geht es ja auch um Netzwerken, um Kontakten, Kontakte nutzen und so weiter. Das heißt, die Grundthematik hat er ja verstanden. Und jetzt zeige ich ihm im Prinzip, wie das aussieht, wenn er mal in der Mitte steht zwischen dem einen und dem anderen und sagt, Mensch, bräuchte heute Ihre Hilfe, weil Netzwerken heißt auch andere um Hilfe bitten. Und nach meiner Erfahrung wird darauf in der Regel zu 90, 95% immer positiv reagiert. Ich habe das super selten, dass jemand sagt, nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf oder was auch immer. Also unfreundlich schon gar nicht und ablehnend in der Regel auch nicht. Höchstens mal, dass jemand sagt, Mensch, ich würde ihm gerne helfen, aber in dem Fall geht aus den und den Gründen nicht oder kenne ich doch nicht so gut oder was auch immer. Also es ist für mich immer entscheidend, wie ist der Kontakt entstanden. Denn die Kehrseite, es gibt ja auch sehr viele auf Xing, die haben auch 10.000 von Kontakten, haben die aber einfach nur durch wildes Kontakten hinzugefügt. Ja, es gibt also auch so Gruppen, Kontaktmaschinen oder was auch immer, wie die heißen. Ja, da ist man dann Mitglied und das ist man aber nur, damit man von möglichst vielen kontaktiert wird und möglichst viele Kontakte aufbaut. Da entsteht aber nichts zwischen den beiden. Also das sind einfach zwei komplett lose Enden, wo überhaupt kein Ansatz ist. Also der einzige Ansatz ist, wir sind beide in der Gruppe so und so. Wenn das dem einen oder anderen als Ansatz reicht, okay. Aber um jetzt wirklich eine Hilfestellung zu bekommen, weiß ich nicht.
Und von daher habe ich an vielen Stellen, auch auf Vorträgen zum Beispiel, sage ich immer, fügen Sie mich gerne im Anschluss als Kontakt hinzu. Wer weiß, wann es mal für Sie oder auch für mich nützlich sein könnte, so im Stil. Und darauf kommen natürlich viele Kontaktanfragen. Und wie gesagt, das über die Jahre gesehen, da ist es dann gar nicht mehr so viel. Von dem Buch, das du sprichst, da redest du von Xing optimal nutzen, oder? Ja, richtig, genau. Wo können das die Leute kaufen? Das ist auf Amazon erhältlich, ist beim Linde Verlag erschienen in Wien und kann über Amazon zum Beispiel bezogen werden im Buchhandel. Also ich sag mal, der Linde Verlag hat in der Regel so eigene Regale in den Buchhandlungen und darüber kann es bestellt werden oder eben bei Online-Buchhandlungen. Und Amazon sei jetzt nur stellvertretend für viele, viele andere genannt, weil es einem natürlich immer schnell in den Kopf kommt. Klar. Und dich auf Xing, ich glaube, wir sind ja auch vernetzt, also einfach Joachim Rumor eingeben, dann findet man dich ja sofort. Bis ja. Dann sollte man mich ziemlich schnell finden. Ja, ganz genau. Also man findet mich im Grunde genommen im Internet auch relativ schnell, wenn man Xing und irgendetwas dazu eingibt, zum Beispiel Xing-Profiloptimierung oder Xing-Weiterbildung oder was auch immer, dann sollte ich sehr häufig auch auf der ersten Seite Google tatsächlich erscheinen, weil ich auf meinem Blog mittlerweile über 1000 Artikel geschrieben habe, die sich irgendwie um Xing drehen und entsprechend gut gerankt bin bei Google. Ja, du bist ja auch du bist ja auch Xing-Trainer, ich glaube sogar, weiß nicht genau, wie das funktioniert, du hast ja eine Spezialkooperation mit Xing, oder? Dass du ja Trainer sogar ausbildest für Xing, was bedeutet denn das? Ja, was heißt ausbilden? Also wir haben über lange Jahre eine Kooperation gehabt, dass wir offizielle Xing-Seminare angeboten haben, sind aber zum Ende des letzten Jahres haben wir das beendet, weil das gesamte Seminargeschäft für Offline-Seminare ist in den vergangenen Jahren sehr zurückgegangen. Also es ist immer schwerer geworden, wirklich in der Fülle, wie wir es eine Zeit lang gehabt haben, Seminare zu befüllen und Teilnehmer zusammenzubekommen. Wir haben über die Jahre, wir haben 2008 damit angefangen, mit diesem offiziellen Standard. Und haben über die Jahre bis 2015 über 10.000 Teilnehmer gehabt und haben Jahre gehabt, wo wir also in einem Jahr schon über 1.000 Teilnehmer dann hatten, 1.500 Teilnehmer. Das ist aber zum Ende dann immer weniger geworden und wir haben über ganz Deutschland, Österreich und Schweiz eine Organisation gehabt und hatten halt immer wieder den Anspruch, diese Seminare komplett zu füllen. In der Hochzeit hatten wir 18 Trainer. Und das ist halt immer schwieriger geworden und da haben wir irgendwann entschieden, nee, komm, lass uns das beenden in der Form, weil natürlich auch die Ansprüche von den Trainern immer da waren, ja, jetzt habe ich wieder 4 Seminare angesetzt, wo sind die Teilnehmer? Und von daher ist diese offizielle Zusammenarbeit beendet worden, bin aber mit Xing nach wie vor eng verbunden und habe auch viele Verbindungen in die einzelnen Abteilungen, bin aber kein offizieller Trainer mehr, weil es den auch in dem Status nicht mehr gibt. Okay, verstehe. Wie du am Anfang Xing angefangen hast zu nutzen, war das dann eher einfach mal privat, dass du hergegangen bist und gesagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal mein Netzwerk erweitern, schauen wir, was passiert? Oder hattest du von Anfang an ganz, ganz klare Ziele, was du damit erreichen willst? Und der Grund, warum ich das jetzt frage, ist, weil jemand, der was jetzt da zuhört, vielleicht schon auf Xing registriert ist oder vielleicht noch nicht registriert ist, welche Motivation könnte der jetzt haben, dass der jetzt bei Xing anfängt, dieses Netzwerk zu nutzen? Die Hauptmotivation sollte sein, dass er netzwerken will, denn welches Ziel er im Einzelnen hat, das können ja ganz viele verschiedene sein, Karriere, Kunden finden, neue Mitarbeiter finden, was auch immer. Der Hauptgrund sollte sein, sich ein Netzwerk aufzubauen, denn Xing bezeichne ich tatsächlich, vergleiche nicht nur mit dem Schweizer Messer, sondern ich bezeichne es auch als Werkzeug fürs Networking. Und wenn du mich nach Zielen fragst, habe ich Ziele am Anfang gehabt? Ja, klar, weil ohne Ziele kann ich nicht netzwerken. Wenn ich ohne Ziele netzwerke, dann kriege ich zwar Kontakte, aber ich weiß ja gar nicht, warum und wen ich eigentlich Kontakte. Also man sollte sich auf jeden Fall, wenn man so richtig professionell anfängt zu netzwerken, schon im Klaren darüber sein, warum mache ich das eigentlich? Was will ich damit erreichen? Will ich einen Job finden? Will ich ein bestimmtes Produkt promoten? Will ich Kunden finden? Was auch immer. Und mit dieser Zielsetzung kann ich dann auf Xing natürlich auch sehr gezielt an Kontakte rangehen, kann bestimmte Positionen finden, kann mich mit Menschen entsprechend verbinden, kann mir Events raussuchen, wo vielleicht auch genau die Menschen sind, die ich brauche oder mit denen ich mich kontakten sollte. Denn aus meiner Beobachtung geht es in den letzten Jahren immer stärker dahin, dass die Menschen digital netzwerken. Also sie nutzen verschiedenste Plattformen, Xing, Facebook und so weiter, um sich mit Menschen zu verbinden, die sie noch nie persönlich kennengelernt haben. Und
Das kann natürlich ein Stück weit funktionieren. Es funktioniert ja auch. Ich kriege viele hunderte oder auch tausende Kontakte. Aber aus meiner Beobachtung so richtig zusammenarbeiten, sich gegenseitig empfehlen und gemeinsam auch an Projekten arbeiten, das fängt erst an, wenn man Minimum telefoniert, aber eher eigentlich sich wirklich persönlich kennengelernt hat. Solange ich keinen persönlichen Kontakt zu jemandem habe und den ich wirklich auch mal berührt habe, Vertrauen aufgebaut habe, geht das nicht los. Nur in dem Moment, wo ich das habe, wie verwalte ich den weiter? Wie bleibe ich mit dem in Verbindung? Wie kriege ich das mit, wenn er umzieht oder seine Firma wechselt? Ja, das hängt ja auch davon ab, wie groß ist mein Netzwerk. Wenn ich nur 50 Leute im Netz habe, dann schaffe ich das, jeden von denen einmal im Quartal möglicherweise sogar anzurufen, eine Mail zu schreiben, in Verbindung zu sein und alles gut. Wenn das 500 sind, wenn das 5000 sind, die ich im Netzwerk habe, schaffe ich das nicht mehr. Wie soll das gehen? Dann verliere ich ohne ein richtiges Werkzeug, verliere ich den Überblick. Und vor allem kann ich, wenn ich das alles nur manuell verwalte, irgendwie in Telefonbüchern oder Outlook oder was auch immer es da gibt, ich sehe ja nie, wer steht hinter den Kontakten, die ich bereits habe, der für mich auch noch interessant sein könnte. Also diese Kontakte zweiten Grades, die in Xing sogar durchsuchbar sind. Und das ist für mich immer eine der Hauptargumente, um mit Xing wirklich aktiv zu werden. Denn dort habe ich genau diese Möglichkeiten, mein Netzwerk nutzbar und durchsuchbar zu machen. Ja? Also durch diese Durchsuchbarkeit auch im zweiten Grad wirklich auch eine Nützlichkeit in das Netzwerk reinzubringen, weil ich vielleicht eine bestimmte Position brauche, jemanden in einer bestimmten Firma einfach einen Kontakt in eine Firma reinbrauche oder was auch immer. Ja, und das ist für mich das Hauptargument, sich mit Xing näher zu beschäftigen. Sein Netzwerk, was man ohnehin hat, jeder von uns hat ein Netzwerk, fängt bei Geburt an, da bin ich in der Familie, dann geht es über die Schule und Hobbybereich und so weiter. Überall lerne ich Menschen kennen und das ist immer mein Netzwerk, was ich habe, mit dem ich in Verbindung bin. Aber wie pflege ich das? Wie bleibe ich wirklich in Verbindung über die Jahre, über die Zeit? Bei dir steht im Profil zum Beispiel Hongkong drin, als Geschäftsstandort. Du wirst da nicht immer gelebt haben, denke ich mal. Ich weiß nicht, bist du da aufgewachsen, bist du da geboren, warst du schon immer in Hongkong oder warst du vorher woanders? Nur die letzten 5 Jahre, ja. Ja, so, jetzt habe ich dich vielleicht kennengelernt. Ich meine, ich kann ja mal deinen Lebenslauf kurz runterscrollen. Du warst irgendwann mal, ja gut, der geht nur bis 2010 zurück, aber vielleicht habe ich dich als Arzt kennengelernt. Ja, du warst in der Unfallchirurgie. Ich habe dich zu der Zeit kennengelernt, bestenfalls nicht als Patient. Du hast mir eine Visitenkarte gegeben, da stand das Krankenhaus drauf, deine E-Mail-Adresse vom Krankenhaus, deine Dienstnummer, steht das auf der Visitenkarte. Ja, nur jetzt hast du dann irgendwann mal dieses Krankenhaus verlassen. Und hast was anderes gemacht. Jetzt habe ich deine Visitenkarte noch, aber das nützt mir nichts mehr. Da steht zwar der Name noch drauf, aber alle Angaben auf dieser Visitenkarte, die ich vielleicht auch in mein Outlook übernommen habe, sind veraltet. Darunter erreiche ich dich nicht mehr. Und da weiß auch möglicherweise gar keiner mehr, wo du jetzt zu erreichen bist. Erst mit langem Rumfragen vielleicht. Sind wir über Xing verbunden? Habe ich den Kontakt zu dir? Xing meldet mir sogar neues Unternehmen, neue Firma, neue Adresse, was auch immer, wenn ich das will, kann ich diese Information bekommen. Beziehungsweise man kann das als Sender dieser Information noch abschalten. Aber es macht ja eigentlich keinen Sinn, seine persönlichen und direkten Kontakte nicht über solche Dinge auch zu informieren. Also lässt man es eigentlich an und dann sehe ich, was bei meinen Kontakten passiert. Ja, und selbst wenn ich es nicht mitbekommen habe, in dem Moment, wo ich auf Xing einen Namen aufrufe, sehe ich sofort, wo bist du jetzt, in welcher Firma bist du? Ich habe deine neuen Kontaktangaben, ja, und ich sehe einfach, was bei dir in den letzten Jahren passiert ist. Ja, da erinnerst du mich mal wieder, dass ich mein Xing-Profil updaten sollte und da mal genau reinschauen sollte. Das ist tatsächlich etwas, was, wenn ich angesprochen werde auf die 3 größten Fehler auf Xing oder sowas, dann ist einer dieser 3 Punkte auf jeden Fall ein veraltetes und ungepflegtes Xing-Profil, was leider sehr, sehr vielen Menschen passiert, wo ich immer denke, Mensch, Leute, das ist eine Online-Identität, die hiermit aufgebaut wird. Und wenn ich nach dir google und deinen Namen Google eingebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dein Xing-Profil oben als erstes angezeigt wird, weil Xing einfach in Google sehr gut platziert ist mit den persönlichen Profilen. Und dann rufe ich das auf und kriege uralte Informationen an der Stelle, die überhaupt nicht mehr passen. Also da kann ich immer nur sagen, wenn jemand sagt, Mark Xing hat sich für mich nicht so entwickelt, wie ich das dachte und da bin ich jetzt nicht mehr so aktiv, schreibt dem Xing-Support und lasst euer Profil inaktiv schalten. Oder nehmt euch die Zeit und pflegt es. Ja, und pflegt zumindest die aktuellen Dinge ein, die aktuellen Daten, den aktuellen Stand, weil nichts ist schlimmer als veraltete Daten, veraltete Bilder und Informationen, mit denen ich nichts mehr anfangen kann.
Wie oft updatest du dein Profil? Immer, wenn sich was ändert. Ja, immer, wenn ich der Meinung bin, ich müsste hier mal wieder was Neues reintun. Also beim Umzug sowieso, klar. Bilder mache ich alle 2 bis 3 Jahre neu. Wobei sich das bei meinem Aussehen und meiner Frisur, muss das nicht unbedingt sein. Aber da ich mit meinem Profilbild an vielen Stellen und sehr viel arbeite, ist es einfach so ein persönliches Bedürfnis, so nach 3 Jahren einfach mal was Neues zu sehen. Ich benutze tatsächlich dieses Profilbild überall in WhatsApp, auf allen meinen Business-Seiten, in allen Profilen, die ich irgendwo habe. Weil das ist für mich so ein durchgängiger Wiedererkennungseffekt. Ne? Also man hat einfach so ein durchgängiges Bild überall. Halte ich für sehr wertvoll. Wobei ich im privaten Bereich dann wieder, also meinen ganzen Hobbyportalen, in denen ich unterwegs bin, da nutze ich ein anderes Bild, um da auch eine klare Abgrenzung zu haben. Wobei WhatsApp ist dann schon wieder schwierig. Ne? Da kommunizierst du halt mit privaten Kontakten, aber auch mit geschäftlichen Kontakten. Da habe ich dann eher auch das geschäftliche Bild drin, weil lieber so rum als andersrum. Ja. Du hast aber das ist tatsächlich, da gibt es verschiedene Zeiträume einfach. Bilder, wie gesagt, alle 2, 3 Jahre und andere Informationen, Umzüge, Sonstiges, wenn sich das ändert. Und ansonsten gucke ich mindestens alle 3 Monate mein Profil durch und schaue einfach alle Angaben durch. Passt das noch alles so? Ist das noch alles so Stand, wie es mir gefällt? Oder ist irgendwo wieder ein Punkt, den ich umstellen muss? Ja, guter Punkt. Das werde ich jetzt auch machen. Alles gut. Du hast von 3 Fehlern gesprochen. Erster Fehler, dass das Profil veraltet ist. Was sind die anderen 2? Naja, ein zweiter großer Fehler ist, auf Anfragen und Nachrichten nicht zu reagieren. Ja, also den Kanal zu Xing so weit abzuschneiden, dass wenn dann mal eine Anfrage darüber reinkommt, dass man darauf nicht reagiert. Also ich schicke meinen Kontakten zum Beispiel mindestens einmal im Jahr, wenn ich den Geburtstag frei bekommen habe, schicke ich eine besondere Geburtstagsnachricht. Also ich mache mir da einmal im Jahr wirklich echt Gedanken und mache auch ein bisschen Arbeit und Aufwand, eine Geburtstagsnachricht zu produzieren. Ich lasse das jetzt mal so stehen, was ich genau damit meine. Wer es wissen will, sollte sich halt als Kontakt mit mir verbinden und der Geburtstag freigeben. Der kriegt dann irgendwann mal diese besondere Geburtstagsnachricht. Aber da kriege ich dann teilweise Wochen später Reaktionen im Sinne von, ach ja, habe es jetzt gerade erst gesehen, ich bin ja nicht so oft auf Xing, wo ich dann immer denke, oh mein Gott, das ist doch technisch nun kein Problem, eine Weiterleitung auf Mail zu machen. Die ist sogar standardmäßig eingeschaltet. Man muss sie bewusst ausschalten. Also man muss bewusst die Kommunikation von Xing an einen selbst abschalten und schaltet damit aber natürlich auch die Kommunikation von allen anderen ab. Ja? Das heißt, wenn jemand mir über Xing eine Nachricht schreibt, dann kriege ich, wenn ich das will, halt eine E-Mail parallel. Da muss ich Xing überhaupt nicht aufrufen. Das muss ich dann immer nur dann tun, wenn da wirklich irgendwas reinkommt. Wenn ich aber bewusst das abschalte in den Einstellungen, kriege ich halt überhaupt nicht mit, wenn irgendjemand über Xing mit mir kommuniziert. Und ich finde es hochnotpeinlich, 6 oder 8 Wochen später dann auf zu reagieren im Sinne von, ja, ich bin nur noch selten auf Xing und tut mir leid und so weiter. Ja, tut mir leid, mir tut es auch leid. Ja. Wenn ihr Technik benutzt, dann solltet ihr sie verstehen oder es lieber lassen. Also da bin ich irgendwie, merkst du, da wäre ich emotional. Ne? Verstehe ich. Also Ich finde es auch fürchterlich. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute irgendwie dann so einen Vibrationsalarm in ihren Handys haben. Ich sage, mach doch mal den Mist aus. Und dann kommen sie dann kleinlaut, ja, ich weiß nicht, wie es geht. Wo ich dann denke, so, dann benutzt sowas nicht oder beschäftige dich so weit damit, dass der andere nicht damit nervst oder zumindest weißt, wie es geht. Ja. Aber Technik einzusetzen, das ist so, als wenn du dir ein Auto kaufst und nicht weißt, wie du den zweiten Gang schaltest. Ja, dann fährst du immer irgendwie mit 30 über die Straßen und nervst andere hinter dir, weil du nicht vorankommst. Das wird keiner machen. Ja, da wird Führerschein gemacht und dann weiß man, wie das geht. Aber das wird ja auch vorgeschrieben vom Gesetzgeber. Social-Media-Nutzung, Technik-Nutzung, das nutzt halt jeder irgendwie mal. Und ja, dann, wie gesagt, schalt's lieber ab. Finde ich den zweiten großen Fehler. Und das dritte, naja, da es gibt nicht mehr so den dritten Punkt. Da muss man dann irgendwann gucken, in welcher Situation steht derjenige. Aber wenn du einen dritten Punkt unbedingt haben willst, ist massives Spamming auf Xing. Also so wie Cross-Postings. Ich schreibe einen Beitrag und puste den in 50 Gruppen durch. Ja, es gibt Menschen, die sind in mehreren Gruppen als Empfänger. Ja, die kriegen dann diese Postings halt nicht einmal, sondern eben auch 10-mal, 20-mal. Das nervt ohne Ende. Oder eben wildes Rumgespamme irgendwie auf Xing. Man meldet sich an und schreibt dann alle möglichen Leute an mit seinem Produkt und sie sind ja auch sicher immer daran interessiert, das und so weiter. Das sind einfach absolute No-Gos, macht man nicht.
Das sind richtig gute Punkte, ja. Wenn jemand, also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Leute, die vielleicht technisch wirklich nicht so versiert sind, wie könnten denn die, wenn die jetzt nicht zu dieser, du bist ja sehr autodidaktisch wahrscheinlich, du lernst dir das ja alles selber, weil sonst wärst du ja nicht so ein First Mover. Wie würdest du, oder was würdest du Leuten sagen, die jetzt nicht so autodidakt sind, alles selbst lernen können, wie können denn die, wo könnten denn die das besser lernen? Wird das alles über dein Buch erklärt oder was gibt es denn da für Tipps und Tricks, wie die eben diese wichtigen Dinge lernen können? Naja, im Grunde genommen gibt's viele Möglichkeiten. Klar, Bücher sind der eine Weg, mein Buch, es gibt noch weitere Titel zu Xing. Es gibt mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, an jeder Ecke Seminare zu Xing. Ich biete selbst auch Seminare an mit besonderem Fokus der Lead-Generierung. Also ich fokussiere mich in Seminaren momentan auf Menschen, die eben sagen, ich will mit Xing Kunden gewinnen, ich will neue Leads generieren. Da habe ich meinen Hauptfokus drauf. Wenn jetzt jemand einen neuen Job sucht, wäre der in meinen Seminaren falsch, ja. Da gibt es aber auch Seminare für, es gibt Karriereberatung, letztendlich mal im eigenen Netzwerk gucken, ja, einfach mal die eigenen Kontakte durchgucken und mal schauen, wer hat dann da so auf Xing ein Profil, wo ich sage, hey, das sieht aber mal gut aus. Wer hat dann mal so ansatzweise 3- oder 4-stellig Kontakte und wer hat vielleicht auch einen Aktivitätsgrad von 100%? Und wer von denen, die ich so gefunden habe, ist denn jemand, mit dem ich ganz gut kann? Könnte man auch im ersten Schritt mal einfach einen eigenen Kontakt fragen, wie nutzt du Xing und was machst du da genau? Wieso bist du so aktiv? Welche Erfolge hast du? Also das wäre so ein allererster Schritt auch mal in die Richtung. Aber letztendlich muss das jeder für sich entscheiden, wenn jemand eben gerne aus Büchern liest und soll sich entsprechende Bücher kaufen, bestenfalls vielleicht auch mal 2, 3 und die durcharbeiten. Auf YouTube mittlerweile, Format selbst einen YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos da drin sind, ist auf meiner Webseite rumor.de im Bereich Mediathek, sind aber auch eine ganze Reihe verlinkt. Also einfach Videos, wo ich sage, Mensch, die sollte man auf jeden Fall sich angeschaut haben. Und das sind alles Quellen, wo man wirklich exzellent sich in dem Bereich weiterbilden kann. Also es ist nicht so, dass das so ein Buch mit 7 Siegeln ist, sondern es ist mittlerweile unwahrscheinlich viel Literatur gibt's dazu. Viele Beiträge, man kann sich auch alles ergoogeln. Ja. Wie gesagt, 1000 Fachbeiträge habe ich in meinem Blog geschrieben. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich das schlau zu machen. Und ich kann es nur immer wieder empfehlen, bevor ich auf allen Plattformen irgendwie so ein bisschen präsent bin, so von wegen, naja, da muss man ja auch sein, soll ich mir lieber gut überlegen, wo macht es für mich wirklich Sinn, wo ist meine Zielgruppe, welche Plattform spricht mich am meisten an, womit arbeite ich gerne, und dann sollte man da Vollgas geben und die anderen vielleicht lieber abmelden. Oder zumindest so einstellen, dass man, wenn jemand auf einen zukommt, dass man zumindest eine Grundpräsenz hat und das Ganze auch aktuell ist. Ah, das ist also interessant. Also du sagst dann wirklich hergehen, okay, lieber 100% Xing und dort dann wirklich das Ganze zu 100% professionell machen, als wie eben überall nur so ein bisschen sozusagen, wo der Fokus hingeht, geht auch dann die ganze Energie hin. Naja, ich teile mich ja ansonsten auf, ne? Also wenn ich jetzt meine, ich müsste auf Twitter, auf Facebook, auf Snapchat, auf Xing, auf LinkedIn, auf Google Plus und ich weiß nicht, was man sonst noch alles einschalten könnte. Wie heißt das andere Ding noch? Jetzt kommt wieder so eine Gedächtnislücke, von der ich vorhin sprach. Instagram. Ja? Instagram, genau. Und ach, was es alles gibt. Wenn man wirklich der Meinung ist, man müsste überall präsent sein, dann hat man aber auch irgendwann den ganzen Tag damit zu tun, überall präsent zu sein. Wenn man das sich als Beruf nimmt und sagt, mein Beruf ist, ich bin Social Media Präsenzmensch oder so, dann ist es okay. Aber wer kann das schon? Wer hat schon die Zeit, neben seinem eigentlichen Beruf, diese ganzen Präsenzen aufrechtzuerhalten? Ja, und überall wirklich einen vernünftigen Job zu machen, vor allem sich mit diesen Tools auch auszukennen, weil nur ein Profil anlegen, ja, gut, das geht schnell. Hier und da mal eine Nachricht beantworten, das kriege ich auch noch irgendwie hin. Ja, aber wenn ich mir gerade auf Xing die meisten Profile anschaue, dann sage ich mir, Leute, also ich habe noch nicht viele wirklich gute Profile gesehen in meinem Leben. Also es gibt eigentlich gar kein Profil, wo ich nicht mindestens 2, 3 Sachen nennen kann, wo ich sage, Mensch, das passt nicht, ja, das sollte anders sein oder so würde ich das nicht machen. Stechen da Sachen vor allem hervor, wo du sagst, genau da, also du hast davor über die Fehler gesprochen, aber sind da vielleicht so Sachen, wo du sagst, da merkst du, okay, der ist Experte, der kennt sich wirklich aus oder ja, der ist zwar okay, aber also da ist schon noch Luft nach oben. Ja, es gibt so ein paar Felder, die einfach immens wichtig sind. Wir können die auch kurz durchgehen. Also es fängt beim Profilbild an. Ja, am Profilbild sehe ich häufig schon, wie ernst meint das derjenige eigentlich mit seiner Präsenz. Also wie wichtig ist ihm das eigentlich? Weil wenn mir eine Online-Präsenz, wenn mir mein eigenes Online-Profil wichtig ist, dann stelle ich auch ein professionelles Bild ein.
Und das Argument, ja, ich hatte gerade kein anderes, ja, dann musst du halt mal zum Fotografen mal eins machen lassen. Also wenn ich mit meiner Online-Präsenz wirken möchte und präsent sein will, Präsenz zeigen will, dann muss ich dort auch vernünftig auftauchen und nicht irgendwie so ein, ich habe da mal irgendwo so einen schnellen Schuss von mir, den habe ich mal ein bisschen reingestellt und zurechtgeschnitten und der ist da jetzt, ja. Das ist es einfach nicht. Bild sollte professionell sein, sollte vernünftig rüberkommen, weil über das Bild wird das erste Vertrauen aufgebaut. Da ist ganz viel Kommunikation drin. Ja. Also bei mir haben zum Beispiel beim Profilbild, ich werde sehr, sehr häufig gefragt, oder es geht sehr häufig um meine Körpergröße. Ohne dass ich das jetzt mal, ohne dass ich mal in die Tiefe gehe. Ich will da jedem die Überraschung lassen. Aber wenn man mein Bild online sieht, verschätzt man sich sehr schnell mit meiner Körpergröße. Das habe ich irgendwann sogar für Vorträge und Seminare als Beispiel genommen, um zu zeigen, sehen Sie, ja, also ich frage dann manchmal in Seminaren, wer hätte gedacht, dass ich kleiner bin, wer hätte gedacht, dass ich größer bin, und da melden sich immer eine ganze Reihe, wo ich dann sage, naja, aber Sie haben doch nur mein Bild gesehen. Ja, aber, ja, das Bild kommuniziert. Das Bild kommuniziert einfach Dinge, die können für mich gut oder schlecht sein. Die können positiv oder negativ sein. Es fängt so mit Unschärfe an im Bild. Ja, dann ist derjenige für mich eher unklar, undeutlich. Das fängt mit, also ne, verschwommene Bilder. Je unprofessioneller das Bild wird, desto eher hat man auch den Eindruck, der ganze Person ist nicht professionell. Es ist wie mit Webseiten. Ja. Wenn die nicht professionell gemacht sind, dann kaufe ich eher da, wo ich wirklich eine Top-Webseite habe. Wenn ich zwei zur Auswahl habe und alles andere gleich ist, dann entscheide ich mich dort eher für den professionelleren Aufbau. Und das ist beim Profilbild das Gleiche. Geht dann im Unternehmensnamen weiter, also die Aussage daneben. Ja. Bei dir steht da zum Beispiel Buchautor und Unternehmer, 25 Geschichten für mein jüngeres Ich. Das steht aktuell da. Also wenn jetzt ein Podcast-Hörer dein Profil aufruft, steht da ja vielleicht schon was anderes, weil du es danach jetzt überarbeitet hast. Ich werde jetzt danach da reinarbeiten. Ja, aber also mach's jetzt bitte nicht parallel, weil sonst kannst du mir gleich gar nicht mehr Fragen mehr stellen. Ja, diese Motivation erscheint häufig, wenn ich dann mal solche Fehler bei jemandem direkt anspreche. Oh, da muss ich gleich ran. Ja, und manchmal höre ich dann auch beim Telefonieren mit Leuten, ja, Sie können jetzt aktualisieren, ich habe es gerade geändert. Wo ich dann denke so, ey, was machst du gerade? Telefonierst du mit mir? Oder optimierst du gerade dein Profil? Ne? Konzentrier dich mal auf eins. Aber du merkst es vielleicht selber, wenn ich das vorlese, passt das gerade wirklich zu dem, was du nach außen hin darstellen willst? Respektive passt es zu der Zielgruppe, die du auf Xing erreichen willst? Unter deinem Namen steht dann zum Beispiel auch Julian Horst ist Doktor der Medizin. Ist das eine Aussage, die wichtig ist für deine Zielgruppe, für das, was du erreichen willst, ja oder nein? Wenn nein, lass es weg. Ja, weil wozu muss es drinstehen? Jedenfalls an der präsenten Stelle da oben. Denn ich will im ersten Moment immer wissen, bin ich hier richtig? Ja, und wenn ich dich nicht als Doktor der Medizin brauche, dann ist die Angabe für mich eigentlich in dem Moment nicht so relevant. Weil du meinst, dass wenn Leute auf mein Profil gehen, dann meinen die vielleicht, dass ich immer noch als Arzt arbeite, obwohl das jetzt ja schon seit 5 Jahren nicht mehr relevant ist. Naja, das kommt eigentlich in dem Moment erst hoch, weil ich das darunter lese. Aber ansonsten ein Doktortitel, ich meine, es gibt Doktortitel in allen möglichen Fachbereichen. Ja? Warum sollte ich, nur weil jemand einen Doktortitel vorne hat, davon ausgehen, dass der Arzt ist? Das tue ich ja normal nicht. Mhm. Also ich würde jemanden, der einen Doktortitel hat, nicht unbedingt ansprechen und sagen, in welcher Fachrichtung sind Sie denn Arzt? Das heißt, besser wäre, wenn ich dort zum Beispiel nur den Doktortitel hinschreibe oder was wäre jetzt da dein Vorschlag? Ich meine, du hast einen Doktortitel, dann lass ihn auch drin. Aber ich würde jetzt nicht drunter schreiben, wenn du nicht als Arzt arbeitest, dann würde ich das auch nicht unten drunter schreiben. Okay. Dann hat das keine Relevanz für den Moment. Ja, weil man fragt in der Regel ja dann nicht nach, in was haben Sie denn Doktor gemacht oder so. Das macht man dann vielleicht mal im persönlichen Gespräch, dann kann man es erklären. Aber ich muss es hier nicht auf den ersten Blick direkt präsentiert bekommen, zumal es für das, was du jetzt aktuell anbietest, überhaupt nicht relevant ist. Guter Punkt. Ja, insofern würde ich es dann weglassen. Ja, sondern ich muss im ersten Moment immer die Frage beantwortet bekommen, bin ich hier richtig, gibt es hier eine Lösung für mich? Also das sind so die beiden ersten Fragen. Und bin ich hier richtig, sollte bestenfalls über den Firmennamen schon rauskommen. Also über die Angaben, die rechts neben dem Bild stehen. Ja. Oder die auch in welchem Profil immer stehen. Wir müssen das gar nicht mal unbedingt nur auf Xing fokussieren. Das geht eigentlich in allen Bereichen. Visitenkarten, Webseiten, Facebook-Profile, egal wo ich bin, irgendwo gibt es immer so eine Kurzaussage zu mir. Ja, und das sollte ich relativ schnell rausfinden können, bin ich richtig? Oder auf einer Visitenkarte,
Ja, oder was ist das eigentlich? Also neben dem Namen sollte irgendwie nicht nur der Titel und ein völlig unklarer Firmenname stehen, sondern bestenfalls auch, was, ne, passt das jetzt gerade auf meine Situation oder nicht? Hm. Sei mal ehrlich, also wie ist mein Profilfoto? Ganz ehrlich. Als was willst du dich vermarkten? Als Redner auf Großbühnen? Sicher ein großer Teil, ja. Ja. Ja, dann ist es schon okay, aber man sieht eigentlich nur, dass du redest, weil du ein Kopfmikrofon hast. Ja, das ist immer so das Klassische, oh, der muss Redner sein, der hat so ein Headset-Mikrofon. Aber ansonsten, die Bühne selber kann man nicht wirklich erkennen. Auch nur so ganz sporadisch, dass hinten eine Leinwand dahinter ist. Man sieht nicht, welche Publikumsgröße ist. Könnte auch eine Seminarsituation sein. Also wenn so ein Bild, dann eher im Portfolio weiter unten, aber nicht als Profilbild. Okay, und als Profil. Profilbilder sollten wirklich immer so sein, dass ich die Person, wenn ich sie auf der Straße treffe oder in einer Terminsituation sehe, dass ich weiß, ah ja, guck mal, der ist das, den habe ich wiedererkannt aufgrund seines Profilbildes. Das ist bei dir sehr schwierig. Du hast ganz viel Schwarz auf deinem Profil, es ist sehr dunkel. Ja, und die eigentlichen Bereiche, wo man dich wiedererkennt, also dein Gesicht, das ist dann noch von der Seite her, also auch schwierig. Und das nimmt ja nicht mal 10% des Gesamtbildes ein, dein Gesicht. Und alles andere hat keinen Wiedererkennungswert. Guter Input, ja. Werde ich danach tauschen, ja. Guter Input, danke. Also ich finde Profilbilder auf egal welchen Plattformen als Botschaft nach draußen, ich möchte die Person gerne erkennen können da drauf. Und ich möchte einen Eindruck von der Person haben. Ja, und vielleicht noch so ein bisschen, wenn man sich mal Profilbilder anguckt, wir haben vorhin schon so ein bisschen über Vertrauen gesprochen. Vertrauen ist für mich ein ganz wichtiges Wort im Zusammenhang mit Netzwerken. Ich muss Menschen vertrauen können. Ich habe mich deswegen auch mit dem Vertrauen als solches ein bisschen mehr beschäftigt. Es gibt da so ein Hormon, mit dem auch viel geforscht wird, Oxytocin. Das produziert der Körper aber auch selbst, wenn man mit anderen lacht, unter anderem. Das heißt, ein Bild, auf dem ich lächle, auf dem ich freundlich aussehe, schafft natürlich mehr Vertrauen als ein Bild, auf dem ich irgendwie, ich gebe mir mal gerne das Beispiel der Parfumwerbung. Ja? Also jeder kennt im Fernsehen Parfumwerbung und wie die Models da irgendwie über den Laufsteg laufen oder wie die gucken. Und das ist so ein Blick, wo ich immer denke so, oh Mann, warum musst du jetzt so gucken? Kann ich ein bisschen freundlicher gucken? Ne? Hat er was zu verbergen oder was auch immer? Also alles, was irgendwie ich finde das schon fast ein fieser Blick. Wobei Models, glaube ich, angewiesen sind, möglichst nichts sagen zu gucken, um nicht vom Produkt oder der Klamotte abzulenken. Finde ich aber total schade. Ich finde es viel schöner, wenn ein Model eben auch fröhlich ist und einfach zeigt, hey, mir geht's gut, ja, ich trage das gerne oder ich fühle mich gerade wohl. Das siehst du den meistens aber nicht an. Also ich habe in der Regel nicht den Eindruck, sich wohlfühlen. Aber das sollte auf so ein Bild irgendwo auch rüberkommen. Es muss kein totales Lachen sein, es muss kein Lachflash haben auf dem Bild. Aber freundlich aussehen ist schon ganz nett. Und wenn man die Zähne zeigt, ein bisschen lächelt, sieht man auf jeden Fall freundlicher aus. Super Input. Werde ich auf jeden Fall anpassen, ja. Ja. Wenn ein neues Mitglied auf die Plattform kommt, was würdest du diesem Mitglied, nachdem es das Profil eingerichtet hat, was sind so die ersten Schritte was ist deine Empfehlung? Wie kommt das Mitglied zu neuen Kontakten? Soll es irgendwelche Gruppen beitreten? Was sind da vielleicht so 2 oder 3 Tipps, was für ein neues Mitglied jetzt relevant sein könnte? Lass uns noch ganz kurz beim Profil bleiben, weil ich hatte gerne gesagt, es gibt ein paar Punkte. Es gibt noch 2 Punkte, die ich auf jeden Fall kurz thematisieren möchte. Und zwar auch ganz großer Fehler, der Profilspruch. Ja, bei dir steht drin, was du alles bist. Aber damit weiß ich noch nicht unbedingt, ob du jetzt eine Lösung für mich hast. Also Profilspruch, das ist das Feld unter dem Bild, wo so viele auch gar nichts drinstehen haben. Beziehungsweise wenn jemand was drinstehen hat, hat er ganz oft ein Zitat da drinstehen. Meine Empfehlung, schreibt einen kurzen Satz da rein, worum geht's hier? Also so ein Lösungsansatz für einen Besucher. Ja? Was habe ich für ihn oder wer bin ich, was stelle ich da? Ja, vielleicht auch eine eigene Mission oder sowas, aber kein Zitat. Zitate bringen mich nicht weiter. Und das vierte Feld, was für mich Wichtigkeit hat, ist das sogenannte Portfolio. Das hast du genutzt, allerdings hast du dort einfach nur ein PDF reingehängt und zwar dein Lebenslauf. Den Lebenslauf sehe ich aber eigentlich schon in den Profildetails. Und mit dem PDF, ja, es ist nichts sagen. Es ist ein graues Feld, es ist nicht durchsuchbar, es sind keine Bilder, es ist da kommen keine Emotionen. Ich kann da nur empfehlen, um mal zu sehen, wie kann ein Profil anders aussehen, wenn derjenige, den es jetzt interessiert, sich auf Xing angemeldet hat oder schon angemeldet ist, tatsächlich wirklich mal mein Profil aufrufen, mal reinschauen.
weil ich habe im Portfolio Bilder und du, Julian, vielleicht in Kürze ja auch, also vielleicht wird auch dein Profil in die Richtung gehen. Ja, ich kann dir da gerne auch mal das ein oder andere Musterprofil da mal zuschicken, wo du dir ein bisschen was rausschauen kannst. Oder auch bei mir auf der Webseite findet man Musterprofile, habe ich definitiv im Bereich Angebote, Profiloptimierung. Es gibt bei mir einen Menüpunkt Angebote und dort gibt es den Unterpunkt Profiloptimierung, weil ich das auch im Auftrag für andere mache. Und da habe ich so ein paar Beispielprofile mal drin. Und das, da kann ich nur empfehlen, sich die anzuschauen, weil dann weiß man sofort, was ich meine mit Emotionen und Bildern und so weiter. Ja, also gerade, wenn du sagst, Mensch, Vorträge ist für mich ein wichtiges Thema, dann kannst du wirklich ein riesengroßes Vortragsbild in dein Portfolio reinbringen, was man auch sofort sieht. So ein Beispiel habe ich auch in diesen Profilbeispielen auf der Webseite. Ja, ich sehe es, ja. Ja. Wo hast das du geht Angebote? Halt, wo steht das mit Angebote? Wo findet man das? Das ist oben in meinem Menü, in der Hauptmenüleiste gibt es den Punkt Angebote und dann der zweite Menüpunkt Xing Profiloptimierung. Und da sind dann, wenn man ein Stückchen runterscrollt, sind Beispiele für gute Profile. Ich finde das Angebote-Ding nicht. Ich finde nur, Profildetails, Portfolio, weitere Profile im Netz, Kontakte, Gruppen. Ah, okay, Moment, du bist auf meinem Xing-Profil. Ja. Ja, der Punkt Angebote, der findet sich auf meiner Webseite. Ah, okay, okay. Rumor.de. Ah, okay. Ja. Dazu musst du auf meine Webseite gehen, weil ich kann das Xing-Profil, das kann ich nicht individualisiert im Sinne von, ich baue jetzt mal diese Menüpunkte um, die es da gibt. Das sind feste Menüpunkte von Xing. Und man könnte natürlich im Portfolio die eine oder andere Webseite anteasern, was ich auch mache in meinem Profil. Aber grundsätzlich, das, wovon ich jetzt gerade spreche, diese Beispielprofile finden sich bei mir auf der Webseite. Super. Verstehe. Ja, okay. Und ein Beispiel Speaker, ich habe auf der Webseite des Boris Schwarz als Beispiel Speaker. Wenn man da drauf geht, dann sieht man richtig große Bühnenbilder von ihm. Also dieses Format vom Portfolio bei Xing sind immer Kacheln, einzelne Kacheln, drei Stück nebeneinander, so quadratische Kacheln. Aber man kann eben auch drei Stück nebeneinander oder auch drei und nochmal drei, sechs oder auch neun Kacheln zu einem großen Bild kombinieren. Das ist dann der Trick, um wirklich auch größere Bilder an der Stelle zu transportieren. Das muss man vorbereiten im Grafikprogramm, aber dann hat man ein wirklich richtig schickes und ungewöhnliches Profil. Man kann sogar auch noch Videos reinbringen in das Profil, Texte, Verlinkungen, PDF auch, aber das würde ich, wenn überhaupt, nur ganz unten machen. Also ich würde immer wirklich Text reinbringen, weil der wird durchsuchbar. Und dann habe ich mit einem guten Bild, einer klaren Aussage im Firmennamen, einem schönen, schmissigen Profilspruch und einem guten Portfolio, habe ich wirklich ein schönes, aussagekräftiges Profil, was aus der Masse heraussticht. Und was man sich auch länger anschaut. Und das ist ganz wichtig tatsächlich als erster Schritt, wenn du mich fragst, Mensch, was sollte man machen, wenn man sich auf Xing anmeldet als allererstes? Sein Profil vernünftig aufbauen. Das ist wirklich das Allerwichtigste, weil das Profil ist immer sofort aufrufbar. Ich bin immer sofort mit wenn ich irgendwo auf einen Namen von jemandem klicke, habe ich immer sofort sein persönliches Profil. Und das muss einfach passen. Ja. Das muss auch Spaß bringen, sich das anzuschauen. Also dieses Trockene, ich suche, ich biete Berufserfahrung. Da gucke ich doch nicht lange drauf, da bin ich nach 3 Sekunden wieder weg. Mhm. Da ist keine Aussagekraft drin, da halte ich nicht, keine Emotion, gar nichts. Ah, super Input, ja. Ja, ich schaue mir das gerade von Boris Schwarz gerade da, bin ich gerade auf seiner Portfolio-Seite und es ist genauso, wie du das beschreibst, ja. Also ja. Für alle Zuhörer, ich hoffe, wenn ihr euch das dann anhört, dann sieht mein Profil genauso aus. Und, aber ja, das ist eine richtig gute Lektion, ja. Wow. Mhm. Ja, das machen wirklich sehr wenige. Auch das auf der Seite links oben, Timo Bucher und Hamburg Wasser, das ist auch sehr schön aufgebaut. Der ist Angestellter, der ist Key-Account-Manager von dem Unternehmen. Ja, aber hat das sehr schön dargestellt, was genau ist Hamburg Wasser, also wo bin ich hier gelandet, was bieten die an und was genau macht jetzt diese Person, auf dessen Profil ich gerade gelandet bin, was kann ich jetzt bei dieser Person genau bekommen? Das sind immer so für Angestellte auch der Tipp, erstmal die Firma in den Vordergrund bringen, bei welcher Firma bin ich hier gelandet und dann bei welchem Mitarbeitertyp bin ich hier gelandet. Ist das der Richtige für mich? Ist das mein richtiger Ansprechpartner? Und wenn ja, was kann der jetzt wirklich für mich tun? Und bei Selbstständigen natürlich das eigene Produkt, beim Speaker, klar, Bühnenbilder, Referenzen und so weiter, Kontaktmöglichkeiten, all das sollte ins Profil rein. Super. Ja, und wenn ich das habe, ich meine, die Frage hast du schon gestellt, ich will sie jetzt aufgreifen, du hast gesagt, was mache ich als nächstes, wenn das Profil fertig ist? Netzwerk aufbauen. Tatsächlich ist Netzwerk aufbauen und zwar ist meine erste Empfehlung immer, das eigene Adressbuch zu nehmen oder alle Adressbücher, die man irgendwo hat und Name für Name oben in der Xing-Suchleiste einzugeben. Also wirklich zu gucken, ist der oder diejenige, die ich in meinem Adressbuch habe, ist die auf Xing?
Das macht Xing mir sehr leicht, weil in dem Moment, wo ich einen Namen richtig eingebe, wird der darunter direkt auch angezeigt. Also Xing hat eine sehr schnelle Datenbank mittlerweile dahinter. Ich gebe einen Namen ein und es werden schon sofort Beispiele gezeigt. Habe ich den Namen richtig geschrieben und es kommt kein Ergebnis, dann brauche ich auch nicht weiter zu suchen, weil keiner trägt sich auf Xing ein und schreibt seinen Namen bewusst falsch. Ja? Also da brauche ich nicht zu gucken, ist der vielleicht noch irgendwie anders geschrieben auf Xing. Wenn ich es natürlich nicht genau weiß, wie er geschrieben wird, klar, dann muss ich nochmal suchen. Gibt es sehr viele mit gleichem Namen, das kann ja auch passieren, dann muss ich einfach den letztbekannten Ort eintragen, vielleicht den Firmennamen, wenn ich den weiß, bei dem der ist. Ja, wobei die Kontakte, die ich in meinem Adressbuch habe, von denen sollte ich eigentlich auch wissen, wo sie gerade sind oder wo sie gerade arbeiten. Und dann muss ich mir halt Stück für Stück ransuchen. Habe ich den dann gefunden? Dann machen natürlich viele einfach so eine Kontaktanfrage ohne Text, leider. Meine Empfehlung, erstmal das Profil angucken und auf dem Profil gucken, Mensch, kann ich irgendwas heute für den tun? Sucht er was, wo ich einen Tipp geben kann? Bietet er was, wo ich vielleicht ihm einen Kontakt vorstellen kann, der Kunde bei ihm wird? Hat er Interesse, von dem ich noch nichts wusste? Hat er im Lebenslauf vielleicht einen neuen Eintrag, was ich gar nicht mitbekommen habe? Hat er vielleicht ein besonders tolles Profilbild, wo ich ihn für loben kann? Oder. Also ich empfehle immer, irgendetwas auf dem Profil zu finden, auf das ich Bezug nehmen kann in der Kontaktanfrage. Warum? Es kostet ja Zeit, ja. Es ist ja Aufwand. Der Vorteil ist folgender. In dem Moment, wo ich jemanden eine Kontaktanfrage schicke mit so einem Verweis auf das eigene Profil, im Sinne von, Mensch, hab gesehen, du suchst das und das, ich hätte da vielleicht jemanden für dich, der da helfen kann, merkt der andere definitiv, ich habe mir Zeit für ihn genommen, ich habe ihm also etwas gegeben, meine Zeit, ich war auf seinem Profil und ich bin sogar bereit, noch mehr für ihn zu tun. Also ich gebe sehr viel in diese Beziehung in dem Moment rein. Das schafft auf der Gegenseite eine hohe Motivation, sich auch mit meinem Profil zu beschäftigen. Im Vergleich schicke ich nur eine Kontaktanfrage ohne Text, kriege ich in der Regel eine Kontaktbestätigung ohne irgendwas zurück. Der macht auch nicht viel mehr, als ich ihm bereit bin, gegeben zu haben. Je mehr ich im ersten Schritt in diesen Kontakt reingebe, desto mehr bekomme ich aus dem Kontakt auch wieder zurück. Und das ist ein Fehler, der gerade am Anfang von vielen gemacht wird. Wir bauen ihr Netzwerk schnell auf, fügen ihr alle möglichen Leute hinzu, nehmen aber nicht groß Bezug, kriegen auch schnell Kontakte, gar kein Problem. Aber da ist keine Energie drin, da passiert nichts. Ja, da geht nichts los. Es beginnt dann nichts. Wenn ich aber jemanden eine Kontaktanfrage mit Bezug aufs Profil, vielleicht mit einer Idee, mit einem Lob, mit einem Hinweis, mit einem Verweis, noch was für ihn zu tun, also einfach das Angebot, Mensch, wenn du willst, stell dich gerne noch dem oder dem vor, dann merkt der andere Mensch, der, ne, da ist wirklich, der will Netzwerken, ich kümmere mich auch mal drum, ne, ich guck mal, was kann ich für ihn tun. Wer sich mit Vertrieb beschäftigt, hat vielleicht schon mal was von der Vertriebstechnik Dankesschuld gehört. Hört sich ein bisschen fies an, aber genau das steckt letztendlich dahinter. Und die kann ich hier sehr schön in dem Moment aufbauen. Ja, und kann wirklich mit meinen Kontakten einen Start hinlegen, dass die wirklich merken, hey, dem ist das hier ernst, der will nicht einfach nur mal schnell seine Kontaktliste erhöhen, sondern der will hier wirklich netzwerken. Ja, der will, dass wir gemeinsam hier irgendwas bewegen. Wie und wann verlegst du dann das Gespräch auf offline? Weil du hast ja gesagt, also ganz wichtig oder ganz tief wird dann die Verbindung erst, wenn man diese Person unter Anführungszeichen angegriffen hat, mal richtig Auge zu Auge gesehen hat. Wie und wann verschiebst du denn dann das dann in den offenen Bereich? Ja, wie verlege ich das Ganze offline? Also man muss natürlich immer in die Situation reingehen, wen habe ich jetzt dort neu angefragt? Also wir sind ja noch in der Situation, was mache ich jetzt so als ersten Schritt, wenn mein Profil fertig ist und ich habe empfohlen, die eigenen Kontakte erstmal direkt hinzuzufügen. Da gibt es natürlich jetzt Kontakte, mit dem habe ich jetzt gerade gestern erst ein Bierchen getrunken oder habe ich letzte Woche erst auf einer Veranstaltung irgendwo getroffen oder was auch immer. Dann gehe ich zwar trotzdem diesen Schritt, übers Profil ihm vielleicht noch einen besonderen Hinweis zu geben, um da zu starten, aber der Offline-Kontakt ist ja da. Ich bin ja mit ihm in Verbindung. Dann wird es aber auch Menschen in meinem Adressbuch geben, von denen habe ich vielleicht seit 2 oder 3 Jahren nichts gehört. Und da muss man jetzt einfach schauen, wie wichtig sind mir die? Nehme ich das vielleicht als Anlass, dann ein Telefonat zu führen, den Kontakt aufzubauen? Oder auch dann wirklich ins Offline zu bringen. Oder lasse ich es erstmal so stehen? Ja? Denn spannend wird diese Frage im Grunde genommen erst bei den Personen, mit denen ich über Xing in Kontakt komme, die ich vorher noch nicht kannte. Denn mit den Personen aus meinem Adressbuch habe ich ja eigentlich schon eine Offline-Verbindung. Sonst wären die ja eigentlich gar nicht in mein Adressbuch gekommen. Also irgendwo bestand ja vorher schon etwas vor Xing. Das heißt, wie gehe ich zum Beispiel mit Menschen um, die bei mir den Kontakt anfragen, die ich gar nicht kenne? Das ist ein spannender Ansatz an der Stelle. Ja. Was mache ich mit denen? Denn viele
reagieren immer genau auf den Kanal, auf den sie angesprochen wurden. Also wenn über Xing eine Anfrage kommt, dann wird auch über Xing wieder geantwortet. Das erlebe ich häufig in Seminaren, wenn ich dann frage, was machen Sie denn, wenn Sie eine Kontaktanfrage von einem wildfremden Menschen kriegen? Da sind ganz viele Antworten, aber alle Antworten drehen sich irgendwie um Xing. So im Sinne von, den Kontakt nehme ich gar nicht an oder ich schreibe erstmal eine Nachricht. Ja, ich bestätige einfach ohne Nachricht oder. Aber es ist immer irgendetwas auf Xing. Und ich bohre dann meistens so lange, bis dann irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, dass ich vielleicht auch nach etwas suche, was mit Xing nichts zu tun hat. Und die eine mögliche richtige Antwort ist, wenn ich eine Kontaktanfrage von einem wildfremden Menschen bekomme, dass ich den vielleicht im nächsten Schritt einfach erstmal anrufe. Weil in dem Moment, wo mir jemand eine Kontaktanfrage stellt über Xing, gibt er mir immer seine Daten frei. Im Regelfall. Ja, passiert nicht bei jedem. Manche haben auch ihre Kontaktdaten gar nicht eingetragen. Dann können sie auch nichts freigeben. Aber im Regelfall, in dem Moment, wo eine Anfrage reinkommt, habe ich die Kontaktdaten. Von vielen, sogar die Handynummer, E-Mail-Adresse, alles dabei. Ja. Und natürlich muss man gucken, ist der überhaupt interessant für mich? Also um Gottes Willen, ich gebe jetzt nicht den Tipp, bei jeder Kontaktanfrage, die reinkommt, direkt immer anrufen und ein Telefonat führen. Sondern natürlich immer vorher erstmal gucken, ist es ein möglicher Kunde, ist es ein möglicher Dienstleister, Kooperationspartner, Arbeitgeber, Mitarbeiter, was auch immer. Also ist das irgendwie jemand, der für mich interessant sein könnte? Wenn das der Fall ist, dann empfehle ich allerdings tatsächlich, zum Telefon zu greifen und die Person anzurufen und in ein Gespräch zu gehen und wirklich ein Telefonat zu führen, weil was man innerhalb von 5 Minuten in einem Telefonat alles klären und erfahren kann, dafür muss man wahrscheinlich an die 5, wenn ich 15 Nachrichten hin und her schicken. Ja, und häufig ist es dann so, wenn mir Menschen sagen, ja, ich schicke denen erstmal eine Nachricht, wenn eine Kontaktanfrage gekommen ist. Und was passiert als nächstes? Ja, meistens nichts. Ich kriege auch gar keine Antwort drauf. Also das Online-Hin- und Herschreiben liegt auch vielen nicht. Da haben wir keine Lust zu und das ist auch alles zu langwierig. Und nee, beim Telefonat ist es direkt. Ich kann direkt fragen. Ich kriege viel mehr Informationen. Ich kriege viel mehr Kommunikation. Also wenn du diesen Podcast zum Beispiel 1:1 abtippen würdest und jemand würde das lesen, würde das komplett anders rüberkommen, als wenn man sich das Ganze anhört. Weil meine ganze Tonnage, meine Stimmlage, mein vielleicht mal leiser sprechen, vielleicht auch mal eine Gesprächspause machen. All das ist im Text nicht drin. Es ist im gelesenen Text nicht drin. Und auch in einer Nachricht über Xing kann es nicht drin sein. Deswegen meine Empfehlung, wirklich ins Telefonat zu gehen. Und was ich darüber hinaus dann regelmäßig mache, wenn ich in einer anderen Stadt bin, ich bin jetzt nächste Woche, morgen. Morgen fliege ich zum Beispiel, fliege ich nach Frankfurt. Und morgen Abend habe ich ein Networking in Frankfurt angesetzt. Ich habe einen Geschäftskontakt in Frankfurt, der hat einen Business Club da unten. Und habe gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Können wir bei dir in die Räume? Ich lade ein paar Leute ein. Er war sofort offen, weil er auch ein Netzwerker ist und sagt, Mensch, kann ja für mich nur gut sein. Wer weiß, wer da kommt. Vielleicht sind das auch interessante Kontakte für mich. Und das ist genau der Ansatz, nachdem ich das mache. Ich lade dann Kontakte in der Region einfach ein und sage, Mensch, bin dann und dann da, zu dem und dem Ort für 2 Stunden, kommen Sie gerne dazu, wir machen lockeres Networking. Und dabei entstehen häufig aus bisherigen virtuellen Kontakten, Menschen, mit denen ich nicht viel Bezug hatte, plötzlich Menschen, ja, mit Gesicht, mit allem drum und dran, die man berührt hat. Und daraus entstehen sehr häufig dann auch direkt Geschäfte. Ja, weil man hat sich kennengelernt, man hat zum Thema gesprochen, man kriegt einen Impuls. Und dann kann man im persönlichen Gespräch sofort die nächsten Schritte planen. Und wenn man dann wieder telefoniert oder schreibt, ist das eine ganz andere Basis, die man daraus hatte, als wenn man dieses persönliche Treffen nicht hatte. Also das sind so 2 Tipps, die ich auf jeden Fall gebe, ins Offline zu kommen, zu telefonieren mit nicht bekannten Menschen und auch regelmäßig sich wirklich mit seinen Online-Kontakten offline zu treffen. Sei es auf Networking-Events oder auf eigen organisierten Events. Das sind unglaublich super Tipps, wirklich. Und ich merke das gerade so an mir selber, wie viele hunderte Fehler ich da selber mache. Und das ist echt wirklich spannend. Was würdest du jetzt aber jemandem sagen, und ich kenne da viele Leute, die sagen, boah, anrufen, einen fremden Menschen, das traue ich mich nie und nimmer. Oder auch vielleicht eine Frau, weißt du, ich kenne viele Mädels, die was sagen würden, na, also ich rufe jetzt da, ich gebe doch jetzt nicht einfach meine Telefonnummer einem Fremden her, was weiß ich, was der danach mit mir macht, oder? Wie würdest du auf so einen Einwand jetzt irgendwie reagieren oder antworten? Naja, wir müssen immer sehen, auf welcher Plattform sind wir gerade. Wir sind auf Xing. Auf Xing geht es ums Business. Und es ist immer die Frage, welche Anfrage ist gekommen? Wie war die Tonnage der Anfrage? Worum ging's? Und was ist das für ein Mensch dahinter? Ja, und in dem Moment, wo ich eine Kontaktanfrage von jemandem kriege, habe ich dem ja meine Daten noch gar nicht gegeben. Und ich sitze normalerweise, also
wie gesagt, kommt immer auf die Zielsetzung drauf an. Aber ich sitze ja normalerweise entweder in meinem eigenen Business, in meinem Büro oder vielleicht auch bei einem Arbeitgeber, für den ich einen bestimmten Job mache. Und dort habe ich eine Büronummer. Und normalerweise ist diese Büronummer auch irgendwo auf einer Webseite, sprich die Zentralnummer. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen heraus jemand anderen anruft, wird in der Regel auch seine Durchwahl nicht angezeigt, sondern die der Zentrale. Also gerade in größeren Firmen ist es in der Regel so, damit man eben nicht die direkte Durchwahl der Mitarbeiter hat. Ja. Wenn ich ein eigenes Unternehmen habe, im eigenen Büro und im eigenen Anschluss, habe ich in der Regel auch eine Webseite und auf dieser Webseite gibt es ein Impressum und in diesem Impressum stehen meine Telefonnummern. Also was verberge ich da an der Stelle? Beziehungsweise ja, ist ja schon veröffentlicht. Ja. Es geht mir ja nicht darum, dass ich jemanden auf dem Handy mit meinem privaten Handy anrufe und mal ein lockeres Gespräch führe. Ja. Wir sind ja nicht auf einer Flirt-Plattform oder Tinder oder was auch immer, sondern es geht hier um den beruflichen Kontext. Und ich rufe auch in einem beruflichen Kontext dann an, weil ich will erfahren, warum ist die Kontaktanfrage erfolgt, was kann ich für ihn tun, ja, was kann der andere für mich tun. Das ist ja Ziel und Kern des Gesprächs und nicht ein lockeres Kennenlernen im Sinne von, ja, ihr Profilbild sah ja ganz ansprechend aus, vielleicht können wir mal einen Kaffee trinken gehen. Hä? Das ist ja nicht der Ansatz. Ja? Und darum geht es ja auch nicht. Also dann würde ich es verstehen, dass man sagt, nee, ich gebe doch hier meine Telefonnummer nicht her. Wir sind im Business-Kontext. Xing ist Business. Das heißt, der klare Unterschied jetzt zu einer Plattform wie Facebook ist, vielleicht gib mal so zwei oder drei Unterschiede zu Facebook, die man vielleicht auf Facebook gewohnt ist oder immer regelmäßig macht, das was auf Xing ein absolutes No-Go ist. Du bist jetzt gerade unterbrochen. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt noch hörst. Ich höre dich ganz gut. Also okay, ich okay, stelle ja, meine sorry. Frage nochmal. Also würde ich sagen, weil bei dir brach es bei ab. Ich denke mal, du wolltest sagen, was auf Facebook ein absolutes No-Go ist. Aber es kam ab nichts mehr an. Kein Problem. Also was sind, also ich glaube, die meisten Leute sind ja mit Facebook sehr vertraut. Was sind denn jetzt zwei oder drei Dinge, die auf Xing ein absolutes No-Go sind? Das was aber Leute auf Facebook regelmäßig machen oder sehr gewohnt sind. Gibt es wirklich ein absolutes Ding, was da immer gemacht wird und da geht es gar nicht? Ich tue mich so ein bisschen schwer mit Pauschalisierung, Julian, weißt du, weil es gibt so viele unterschiedliche Situationen, in denen Menschen sind und so viele unterschiedliche Zielsetzungen, die man mit der einen oder anderen Plattform hat. Und ich bin auch absolut nicht derjenige, der sagt, jeder muss auf Xing und für jeden ist Xing die richtige Plattform. Oder ich kann es nicht verstehen, wenn jemand nicht auf Facebook ist oder was auch immer. Also solche Pauschalisierungen liegen mir nicht. Und insofern tue ich mich mit solchen Fragen auch immer schwer. Was ist ein absolutes No-Go? Weil was für den einen ein absolutes No-Go sein könnte, ist für den anderen völlig in Ordnung und normal, weil es einfach in seine Zielsetzungen, in sein Weltbild und in seinen Umgang mit Menschen geht. Also mal als Beispiel, in der Eventbranche duzt man sich. Das ist völlig normal, dass ein Tontechniker, ein Bühnentechniker und ein Künstler und so weiter, die duzen sich ja alle im Hintergrund. Ist auch in manchen Hobbybereichen richtig. Und das wird auch auf Xing gemacht. Es gibt auf Xing eine Gruppe der Eventwerker als Beispiel. Da ist du das völlig normale Umgangston. Oder auch in der Startup-Szene ist das sicherlich wesentlich verbreiteter und normal. Gibt aber andere Bereiche, wo das ein absolutes No-Go wäre, das zu tun. Also vielleicht mal von meiner Nutzung, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, dann bin ich tatsächlich sehr stark oder auch direkt im Du, weil ich mal einfach sage, das ist hier eine Plattform, wo das normal ist, das macht man so. Wenn ich auf Xing unterwegs bin, bin ich immer, wenn ich die Menschen noch nicht kenne, im Sie. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das ein No-Go ist. Also wenn mich jemand auf Xing mit Du anschreibt und ich weiß nicht, wer das ist und wo der herkommt, dann ist das für mich jetzt nicht so, wie wir sagen, Gottes Willen, das geht gar nicht. Also mit dem will ich jetzt auch nichts zu tun haben, weil der hat mich jetzt hier geduzt. Ja? Sondern dann gucke ich mal einfach an, aus welcher Branche kommt der, aus welchem Hintergrund kommt der. Und ich sag mal, im Extremfall schreibe ich dann eine Nachricht mit Sie zurück, um einfach auch die Distanz zu wahren und zu sagen, nee, hier, also ne, ein Bier haben wir noch nicht zusammen getrunken. Ist aber auch sicherlich eine Generationenfrage. Sieht man mein Bild jetzt vielleicht nicht an, aber ich bin vor ein paar Monaten 50 geworden. Und das ist einfach eine Generation, wo das vielleicht auch noch ein bisschen eher so ist, dass man sagt, du, wir haben noch kein Bier zusammen getrunken, also ne, lass uns mal beim Sie bleiben. Und andere Generationen sagen, hey, komm jetzt, hab dich mal nicht so. Ne? Also, wo ist jetzt das Problem? Wir duzen uns jetzt einfach mal. Ja. Wir müssen vielleicht in die Funktionsweise so ein bisschen tiefer einsteigen. Also Dinge, warum ich vielleicht eher Xing und nicht Facebook nutze, das ist vielleicht der interessantere Ansatz, als zu sagen, was geht hier und was geht da nicht. Was mir auf Facebook zum Beispiel immens stört, ist, dass ich, wenn ich dort neue Kontaktanfragen kriege, bei manchen Menschen überhaupt keine Chance habe, rauszufinden, was macht der eigentlich genau?
Also auf dem privaten Profil habe ich dann alle möglichen Dinge, aber in der Regel nichts, was wirklich mit dem Business zu tun hat. Ich habe auch kein Profil, wo wirklich solche Dinge drinstehen im Sinne von Firma, Position, ich suche, ich biete oder sowas. Das hat Facebook alles nicht, sondern da ist immer Tagesding. Und wenn dem gerade was Schlimmes passiert ist, dann ist seine Timeline voll mit diesen schlimmen Dingen, aber ich weiß von ihm gar nichts. Ja? Oder wenn es jemand ist, der eben gerne seinen ganzen Tagesablauf postet, dann ist das schön, dann weiß ich, was er über den Tag gemacht hat. Ich weiß aber nicht, was er anbietet. Ja, und ich habe halt irgendwie auf diesen Plattformen immer eher den Business-Hintergrund, weil, sag mal, einen Freundeskreis habe ich und der erweitert sich einfach durch meine Hobbys, aber nicht durch Online-Plattformen. Ja. Also ich brauche keine Online-Plattform, um neue Freunde zu finden. Deswegen nutze ich alle Online-Plattformen entweder, um wirklich Business zu machen oder mit den eh schon bestehenden Freunden, die ich habe, in Verbindung zu sein. Aber nicht, um neue Freunde zu entwickeln. Und das ist etwas, wo ich häufig auf Facebook den Eindruck habe, dass Menschen Facebook genau dafür nutzen, um ihren Freundeskreis zu erweitern, neue Gesprächspartner zu finden, um eben persönliche Dinge zu besprechen oder was auch immer. Und da sage ich, das ist zum Beispiel für mich nichts, weil ich muss Leute persönlich kennenlernen, das muss irgendwie anders entstehen. Und dann ist Facebook etwas, um in Verbindung zu bleiben, aber nicht, um die Verbindung zu bekommen. Und Xing ist für mich überhaupt nicht mehr der Kanal, wo ich jetzt sage, da baue ich jetzt neue Freundschaften auf, wobei diese durchaus entstehen können. Ja? Wenn ich jemanden geschäftlich kennenlerne und der hat das gleiche Hobby und man trifft sich dann vielleicht auch mal zum Motorradfahren oder zum gemeinsamen Klettern oder was auch immer, dann kann daraus durchaus eine Freundschaft und auch eine tiefe Freundschaft entstehen. Aber ich baue auf Xing keine neuen Kontakte auf, um solche Freundschaften daraus werden zu lassen. Das ist etwas, was entsteht, aber es ist nicht das eigentliche Ziel, was ich mit Xing habe. Sondern immer der Business-Ansatz. Und das ist, glaube ich, so der grundsätzliche Unterschied für viele in der Nutzung, dass sie Facebook mehr so im wirklich privat haben und auch mehr der Mensch im Vordergrund steht und auf Xing steht mehr im Vordergrund, was für eine Position hat der Mensch, was macht er eigentlich, was bietet er an, wie passt er in mein Netzwerk, passt er überhaupt rein und so weiter. Mhm. Ist aber leider auf Fanpages auf Facebook genau das Gleiche. Also wie oft ich irgendwelche Freundschaftsanfragen kriege und 5 Minuten später, wenn man bestätigt hat, kommt dann direkt, der hat sie eingeladen, die und die Fanpage gefällt mir zu markieren. Und ich denke, hey Freund, ich kenne dich doch überhaupt nicht. Und wenn ich auf deine Fanpage gehe, weiß ich überhaupt nicht, worum es geht. Ja, weil da alles Mögliche drauf ist, aber keine klare Aussage, welches Produkt ist es jetzt hier eigentlich? Warum bitte sollte ich das dann mit gefällt mir markieren? Also das ist so ein Ansatz, den ich zum Glück auf Xing in der Form nicht beobachte, der da weniger passiert. Und deswegen ist mir das auch näher. Ja. Wobei es gibt noch eine Eskalationsstufe bei Facebook. Das ist dann dieses, der und der hat sie der und der Gruppe hinzugefügt. Wo du dich ja gar nicht wehren kannst. Ja. Und ich denke so, ey, was soll das? Frag mich doch wenigstens vorher. Ja. Also Menschen, die das bei mir tun, der nicht nur sich direkt aus der Gruppe austrete, es wird in der Regel auch sofort eine Entfreundung stattfinden. Das ist eine unglaubliche Unart. Menschen einfach irgendwelchen Gruppen hinzuzufügen, ohne sie zu fragen. Und überhaupt, dass diese Funktion existiert auf Facebook, regt mich auf ohne Ende. Ja, finde ich fürchterlich. Geht gar nicht. Auf Xing geht es nicht, oder? Nein, 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 nein. Auf Xing muss ich selbst entscheiden. Ich kann zwar andere in Gruppen einladen, die kriegen dann auch eine Einladung, aber die können dann diese Gruppe aufrufen und können dann entscheiden, will ich hier rein oder nicht. Und dann werden sie Mitglied oder eben nicht. Aber das ist eine eigene freie Entscheidung. Gibt keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche Menschen irgendwo zwangs zu adaptieren oder was auch immer. Ja. Würdest du das Leuten empfehlen, dass sie das, dass sie das machen, dass sie Leute einladen oder zu Gruppen oder ist das nicht, oder wie würdest du das anbieten? Naja, es ist also die Funktion Gruppen auf Xing ist eine tolle Funktion, weil ich den Austausch zwischen Experten oder auch im Hobbybereich sehr schätze. Aus verschiedensten Gründen. Also ich mag Gruppen auf Xing am liebsten und den Austausch dort am liebsten, weil es keine oder sehr wenig Fake-Profile auf Xing gibt. Und wenn, dann werden die in der Regel sehr schnell entlarvt. Du hast auf Xing keine Avatare oder Kunstnamen. Ja, da gibt es keine Susi 78, die mit Peter 14 diskutiert. ja, ist ja so. Ja. Also wenn ich noch ein paar Jahre zurückgehe, wo es Social Media noch gar nicht gab, sondern diese Internetforen, die es ja zum Teil heute auch noch gab, da war ja kein Mensch mit seinem Klarnamen drin. Ja. Da war da teilweise eine Kommunikationsart, die ist ja im Laufe der Jahre nicht besser geworden. Und auch auf Facebook ist dann Mr. Un und Nachname bekannt oder sowas. Ja, also du musst ja
eigentlich muss man schon, aber du kannst ja auf Facebook einfach mit irgendeinem Pseudonym reingehen und dann kannst du dich da auslassen und es ist ja gruselig. Auf Xing, wenn jemand das tut, wird er relativ schnell gemeldet, weil die Leute es einfach nicht wollen, so etwas. Also irgendwelche Hetzereien oder Pöbeleien oder sowas. Dann auf Xing sehr schnell geahndet. Und wenn du in Gruppen auf Xing bist, hast du halt immer wirklich Leute mit Klarnamen. Und die wissen, dass sie mit Klarnamen da drin sind, mit ihrem persönlichen Profil. Sie wissen, dass alles, was sie in Gruppen schreiben, letztendlich jederzeit wiedergefunden und teilweise auch im Internet gefunden werden kann, je nach Einstellung der Gruppe und je nach persönlicher Einstellung. Man kann das verhindern, aber Grundeinstellung ist, dass eigene Artikel in offenen Gruppen auch im Internet findbar sind. Und da hast du halt, ich habe das noch nie erlebt auf Xing, dass zum Beispiel jemand schreibt, die Frage hatten wir hier schon 25 Mal, benutzt gefälligst die Suchfunktion hier in der Gruppe. Es kann ja nicht sein, dass das immer wieder gefragt wird. In Internetforen ist das Standard, ja. Read the fucking manual. Ja? Also RFM ist oder RTFM, das liest du in jedem fünften Beitrag irgendwie. Auf Xing gar nicht, weil Experten sich freuen, wenn sie eine Frage, auch wenn sie zum 10. Mal gestellt wird, einfach als erstes dann die Chance haben zu antworten, weil damit haben sie ihre Reputation, damit haben sie die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Und da hat noch nie jemand, habe ich irgendwo gelesen, ja, benutzt die Suchfunktion. Ne? Was soll die Frage hier? Nee, passiert nicht. Damit baue ich ja auch mir nicht gerade eine Expertise auf, wenn ich so etwas bringe, ja? Sondern ich beantworte halt einfach die Frage. Die Hilfsbereitschaft ist insofern sehr hoch in den Expertengruppen in der Regel. Ich habe einen Austausch auf Augenhöhe, ich habe keine leidigen Diskussionen, ich habe keine Pöbeleien, das habe ich alles nicht. Und deswegen schätze ich Xing-Gruppen sehr. Die Frage ist nur, baue ich eine Gruppe auf? Ja, also wenn du sagst, lade ich andere in Gruppen ein, das mache ich eigentlich nur, weil ich eine eigene Gruppe habe, die ich wachsen sehen will. Und da ist immer die Frage, welchen Ansatz habe ich mit der Gruppe? Ja, welche Zielsetzung habe ich? Habe ich also wirklich ein eher altruistisches Denken, dass ich sage, ich will hier eine Expertengruppe aufbauen, ich möchte mich mit anderen austauschen? Ja, und da es die noch nicht gibt, baue ich die jetzt mal auf und moderiere die auch. Oder habe ich eher den werblichen Ansatz, dass ich sage, ich möchte auf mich aufmerksam machen? Nur welchen Zweck hat dann die Gruppe? Ja, also was ist das dann für eine Gruppe? Ich, der Redner? Werden Sie jetzt Mitglied? Ja, also das ist es nicht. Ne? Oder irgendwelche Produktgruppen oder so. Ja, was habe ich denn für einen Content? Immer wieder Werbung für das Produkt? Warum soll ich da Mitglied werden? Ja. Also da muss man sich schon gut Gedanken drüber machen, wie fülle ich die Gruppe, welche Inhalte soll die Gruppe haben. Man soll sich immer die Frage stellen, würde ich jetzt angesprochen werden, in dieser Gruppe Mitglied zu werden? Welche Vorteile habe ich denn als normales Mitglied, wenn ich hier drin bin? Hat das für mich wirklich einen Vorteil? Bringt es mir irgendetwas? Und wenn ja, was? Wenn ich diese Fragen sauber beantworten kann und die ersten 30, die ich einlade, womöglich auch sagen, ja, das habe ich verstanden und ja, deswegen komme ich da auch gerne rein. Dann kann es durchaus sein, dass die Gruppe erfolgreich wird. Wenn ich aber nur Werbung im Kopf habe oder keine klaren Ziele für die Gruppe, dann ist das in der Regel von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das ist hochinteressant. Wie machst du das damit, wenn du so viele Leute hast? Setzt du dir Erinnerungen oder schreibst du dir irgendwo Notizen rein, dass du dann auch irgendwie zusätzlich Sachen dir noch merkst? Oder wie machst du das? Also in Anführungszeichen, wie schaffst du es, dass diesen riesen Kontaktepool oder diese Networking-Bank, wie du es bezeichnet hast, wie schaffst du das, dass du die so versorgst, wie du die versorgen willst? Ja, also zum einen habe ich von Anfang an, seitdem es die Funktion gibt, das ist, glaube ich, schon seit mehr als 10 Jahren, gibt es die Funktion des Taggens oder Kategorisierens, so wie es im CRM-System auch der Fall ist, dass ich einfach meine Kontakte kategorisieren, taggen kann mit Stichworten. Und das kann ich auf Xing auch machen, sehr frei. Kann beliebig viele Stichworte an meine Kontakte vergeben. Und ich habe zum Beispiel so Stichworte wie, ist der selbstständig oder angestellt? Ist das ein virtueller Kontakt oder kenne ich den schon? In welchem Postleitzahlenbereich ist der? In welcher Großstadt ist der vielleicht? War der und wann war der in meiner Vorträge, in meiner Seminare? Hat er eine Beratung von mir bekommen? Also das ist alles so, ich habe eine ganze Reihe von Tags, die ich vergebe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wie morgen in Frankfurt dann ein Networking-Event mache, dann kann ich natürlich darauf gefiltert nur die Kontakte aus dem Postleitzahlbereich 6 einladen. Weil was interessiert es jemand aus Stuttgart oder Berlin, dass ich in Frankfurt abends für 2 Stunden irgendwie Networking mache? Ja, das interessiert mich nicht mein ganzes Netzwerk. Insofern kann ich mit dem Kategorisieren schon mal sehr gut in meinem Netzwerk filtern. Bei den Personen einzeln nutze ich dann die Notizfunktion. Jedes Profil hat eine Notizfunktion. Und dort hinterlege ich dann durchaus bei Menschen, mit denen ich noch wenig oder gar keinen Kontakt habe, so ein erstes Telefonat, bei dem noch nichts rausgekommen ist, da schreibe ich in ein Notizfeld. Das sieht der andere nicht. Das sieht der andere nicht, genau. Das ist nur für mich, auch die Kategorien sehe nur ich.
Wenn jetzt allerdings gesagt wird, Mensch, lass uns mal in 2 Wochen wieder telefonieren oder lass uns mal in 3 Wochen Termin abstimmen oder schicken Sie mal weitere Informationen oder was auch immer. In dem Moment übernehme ich den Kontakt in meine Kontaktverwaltung. Ja, ich habe da auf dem Mac eine spezielle Verwaltungssoftware, wie wohl jeder, der mehr Kontakte hat. Und in der werden dann diese Kontakte weiter verwaltet. Da werden dann die Mails zugespeichert, Notizen, Termine und so weiter und so fort. Was verwendest du da für eine Kontaktverwaltung? Das ist eine spezielle für den Mac und die nennt sich Daylight. Daylight. Und Daylight, ja. Und Light, wie das Licht? Light nicht wie leicht, sondern L-I-T-E, Daylight. Ja, Daylight, okay. Die macht, okay. Interessant, schaue ich mir auch an, weil das interessiert mich nämlich selber auch, ja. Ja, ist also, da könnten wir, über dieses Tool können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Überhaupt über Gadgets und so weiter. Es gibt also manche in meinem Netzwerk, die nennen mich auch Mr. Gadget, weil ich immer für alles irgendwie eine App oder ein Tool oder ein Werkzeug habe und auch nie hundertprozentig zufrieden bin. Also es gibt immer wieder Situationen, dass ich mich durchaus nach neuen umschaue. Daylight setze ich jetzt seit 2 Jahren ein und glaube nicht, dass ich mich innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre umentscheiden werde, weil ich habe lange nach einer guten Kontaktverwaltung gesucht. Und das Ding ist wirklich, wirklich richtig mächtig und gut auf den Mac abgestimmt. Bindet sich in Mail ein und in Kalender. Ich kann mit allem synchronisieren. Ich habe es auf dem iPhone und so weiter. Also das ist ein Tool, kann ich wirklich empfehlen. Ja, das schaue ich mir unbedingt an, weil ich suche ja ewig schon nach. Also ich habe auch immer schon eben nach so einer Kontaktverwaltung gesucht. Und da gibt es eben leider, also ich habe noch nichts Gutes gefunden. Deswegen hochinteressant, dass du mir das jetzt sagst. Und ja, also, arbeitest du mit Mac? Ja, ich bin Mac. Gehe ich davon aus, ja. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Und da war für mich der Punkt, wo die Entscheidung gefallen ist. Der Umgang mit Mails. Ja, wenn du auf dem Mac, im normalen Mac Mails empfängst, wie verwaltest du die? Fängst du an, die Ordner anzulegen? Ja, genau. Dann, wie kriegst du die mit den Kontakten? Ich meine, ich hatte auch eine Kontaktverwaltung, wunderbar, aber du kriegst die Mails nicht zu den Kontakten dazu. Also Outlook, ja, auf Microsoft, wenn man das Tool zum Beispiel anwendet, dann ist die Mail immer zum Kontakt gespeichert. Ja, sobald das Outlook mal verstanden hat, die Mailadresse gehört dem und dem, speichert auch die Mails dazu und ich kann beim Kontakt die Mails sehen. Das geht auf dem Mac mit der Standardsoftware in dem Sinne nicht, jedenfalls nicht mal so eben. Und wenn du dann auch sagst, Mensch, ich habe eine Wiedervorlage, ja, ich will mir ein To-Do für den setzen, und ich habe jetzt auch noch einen Termin dafür, dann wird es langsam richtig tricky. Ja, dann gibt es zwar auch den einen oder anderen Weg, aber dass das wirklich alles zusammenspielt, das habe ich nie so richtig hingekriegt. Und Daylight bietet ein oder hat ein Plugin, was sich oder eine Erweiterung, die sich in das Mail-Programm einnistet. Da hast du eine zusätzliche Spalte ganz rechts. Und bei jeder Mail kannst du immer entscheiden, die möchte ich gerne in Daylight speichern. Und dann schlägt er dir automatisch den dazu passenden Kontakt vor. Wenn der nicht da ist, kannst du ihn an der Stelle direkt anlegen. Das heißt, und du kannst direkt zu der Mail auch Termine anlegen, du kannst zu der Mail direkt Aufgaben anlegen, Projekte, Ziele und so weiter. Und das hat mir ermöglicht, wirklich mittlerweile einen fast permanent leeren Mail-Eingang zu haben. Das ist ja mega cool. Weil ich immer die Mails sofort in Daylight wegsortiere und dadurch immer alles in Kommunikation auch auf allen meinen Endgeräten, iPad, iPhone, Mac, überall immer sofort auch zur Verfügung habe. Mega cool. Also das lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen. Und es ist noch es gibt einen deutschen Anbieter, also es ist keine deutsche Software, aber es gibt in Deutschland eine Firma, die sich auf dieses Produkt spezialisiert hat, die dafür Support und Service und alles anbietet, die auch sehr schnell im Support und Service sind. Und ja, schönes Produkt an der Stelle. Hast du sonst noch ein oder zwei Gadget-Tipps? Aber da würde ich gerne, also wenn du nochmal mir die Zeit gibst, dann würde ich gerne mal einen ganzen Podcast nur über Gadgets machen. Ich glaube, das wäre richtig eine geile Show. Aber vielleicht hast du ja noch ein oder zwei. Wobei, das ist immer so eine Sache. Also ich bin unter anderem als Dozent in der Unternehmerakademie. Und der Leiter hat auch gesagt, Mensch, und du hast immer so viele Tools und so weiter. Und kannst du da was bringen? Ja. Habe ich gesagt, ja, theoretisch, praktisch ja. Das Problem ist nur immer, und das Problem werden jetzt auch der ein oder andere Hörer haben, wenn ich kein Mac, kein iPhone einsetze, sondern eben Windows oder auch Android, ja, dann sind einige Tipps, die ich gebe, wie Daylight zum Beispiel, völlig unbrauchbar. Ja. Die sollen umsteigen, das heißt, sage ich immer. Ja, das sage ich ja eigentlich auch immer, ja. Und ich habe mittlerweile so, es gibt auch keine Argumentation mehr dagegen. Also selbst der Preis ist kein Argument mehr. Aber ich sag mal, wenn ich in der Firma bin irgendwo, da kann ich nicht zu meinem Abteilungsleiter gehen und sagen, geh mal zum Chef und sag mal, der soll mal 5000 Macs anschaffen, ja, weil wir jetzt irgendwie hier alle umsteigen. Das ist in großen Firmen, ist das wirklich vom Budget her langfristig gesehen eigentlich der richtige Schritt. Ja, weil
PCs kaufst du alle 2 Jahre neu. Ein Mac kannst du auch nach 5, 6 Jahren immer noch genauso benutzen wie am ersten Tag. Und das sollte man sich im Finanzierungsbereich einfach mal einen Augenblick überlegen, was das bedeutet. Ja, auch wenn der im ersten Schritt teurer ist. Aber in großen Firmen ist das einfach so ein Riesengap dann an der Stelle, dass es nicht gemacht wird. Und deswegen ist das Argument, dann kauf dir halt ein. Ist immer ein bisschen schwierig, ne? Also bei Selbstständigen gar kein Ding. Ja, kauf dir halt ein, dann weißt du, was du hast. Aber ansonsten, ja, was kann ich noch empfehlen? Es gibt ein Tool, was ich wirklich fast permanent nutze, was ich schon oft weiterempfohlen habe. Das ist das Tool Say and Go. Say and Go ist eine App, die sollte es aber auch für Android geben. Das ist eine App, die tut wirklich nichts anderes. In dem Moment, wo du sie startest, fängt die an aufzunehmen und zeigt dir eine kleine zurücklaufende Uhr, 15 Sekunden. Du kannst mit einem Swipe das nochmal auf eine Minute verlängern, aber mehr als eine Minute geht nicht. Und die nimmt, du startest die App und die fängt sofort an aufzunehmen. Und du kannst entscheiden, wenn du sagst, Aufnahme beenden, was dann passiert. Es gibt 3 Möglichkeiten. Erstens, die Aufnahme wird an Evernote geschickt. Zweitens, die Aufnahme wird an die Dropbox geschickt. Drittens, und das nutze ich, die Aufnahme wird an eine E-Mail-Adresse geschickt. Und damit steuere ich tatsächlich meine Assistenz. Ja, das heißt, die Aufnahmen, die da reingehen, landen immer im E-Mail-Eingang meiner Assistenz. Und wenn ich unterwegs bin und eine Idee habe oder irgendwie mir gerade was einfällt, dann starte ich diese App, quatsch das rein. Und das kann ich sogar machen, wenn in einem persönlichen Gespräch mir jemand gegenübersteht. Ja, dann kann ich sagen, Mensch, klar, Moment, gute Idee. Und nein, ich notiere mir das mal gerade. Wenn du jetzt anfängst zu tippen, ist das total Panne, finde ich. Ja, also wenn mir jemand gegenübersteht und fängt dann an, sein iPhone zu tippen, dann denke ich immer, was tippt der da? Ja, was soll denn das jetzt? Wie lange soll denn das dauern? Ja? Wenn ich aber in mein iPhone reinspreche, kriegt der andere mit, was ich sage. Und ich habe das dann oft, dass ich zum Beispiel sage, Mensch, ganz kurze Info an dich, ich habe gerade einen Tipp gekriegt von, und dann sage ich den Namen dazu, gucke ihn an, nicke ihm zu, ja, der hat mir empfohlen, warte mal eben, wie ist das noch? Und dann halte ich ihm mein iPhone hin, dann sagt der das da rein, also ne, ich mache daraus noch einen Dialog, recherchiere das mal bitte oder was auch immer. Ja, dann drücke ich auf den Knopf und dann kommt meistens, was haben Sie da gerade gemacht? Ja, weil, schreiben ist jedem klar, aber was haben Sie da gerade benutzt? Und dann zeige ich das und dann sind die noch total so, oh, das ist ja toll, das installiere ich mir auch. Also ich nutze das zum einen, um es wegzuspeichern und zum anderen, um es noch zu verbreiten und anderen einen Tipp zu geben. Das ist so wieder meine Natur, ne? Immer der Erklärbär und ich gebe gerne Sachen weiter und habe das nicht alles nur bei mir, sondern Wissen gehört in die Welt. Ja, und nutzt das in dem Moment dann wirklich gleich, um diesen Tipp auch wieder zu verbreiten und habe eben nicht diese Problematik mit Schreiben und so weiter und so fort. Und wenn das eine Idee ist, die ich selbst brauche, manchmal sage ich dann auch rein, du, leg mir mal ein To-Do an, Montag, 19 Uhr, das und das. So, dann schreibt ihr das in Daylight rein und bei mir poppt das dann am Montag um 19 Uhr entsprechend auf. Daylight ist mehr benutzerfähig und sie liest das dann oder hört das in Mail dann ab, organisiert das entsprechend und macht das durch. Also das ist ein Tool, gerade wenn man mit kleinen Teams arbeitet oder auch nur für sich alleine, ja, zwischendurch, du hast 1000 Ideen, du hast oft nicht die Möglichkeit, dir schnell was aufzuschreiben. Handy in die Hand, zählen, go starten, stoppen, fertig, nächster Schritt. Super App, ganz also kleines Tool, große, große Wirkung. Super. Mhm. Gleich notiert. Ja, und vielleicht, ich meine, das ist noch so ein Anti-Gadget-Tipp eigentlich. Man sollte sich mit seinem Handy beschäftigen und sich überlegen, welche Apps dürfen mir eigentlich eine Push-Nachricht senden und dürfen das auf ihrem App-Symbol vor allem signalisieren. Wenn ich so manche Handy-Bildschirme sehe, auf jedem zweiten Symbol ist irgendeine Zahl, ich würde verrückt werden. Mhm. Ich würde total verrückt werden, vor allem, wenn ich dann Handys sehe, die bei jeder Push-Nachricht auch noch brummen oder bimmeln oder was auch immer. Mein Handy ist permanent lautlos, es ist permanent nicht Vibration, es ist immer das Erste, was ich abschalte, das habe ich nie an und es liegt immer auf dem Display. Das heißt, mein Handy befiehlt mir nicht, wann ich es zu nutzen habe, sondern ich entscheide, wann ich es nutze. Und das ist bei vielen mittlerweile andersrum, so schön die ganzen Gadgets auch sind, aber viele sind mittlerweile Knechte ihrer Smartphones. Ja. Bald es brummt oder bimmelt, wird sofort in die Hand genommen. Könnte ja was Wichtiges sein, könnte ja was Dringendes sein. Hey Leute, vor ein paar Jahren hatten wir das alles nicht. Da gab es auch dringende Dinge, die haben uns auch irgendwie erreicht. Ja, also ich meine, mal ein bisschen durchlockern. Mal vielleicht die einzige Ausnahme, du bist Arzt in Bereitschaft. Ja? Dann ist es okay, dann darf das Ding laut sein, dann darf es brummen und vibrieren, dann ist es dringend, da hängt ein Menschenleben dran, okay. Aber ansonsten, mein Gott, wie wichtig manche Leute meinen dann zu sein, ständig brummt und klingelt das. Und vor allem mitten in Gesprächen zum Teil. Ne? Und die greifen dann auch noch hin und gucken drauf. Also ich habe das schon mehr als einmal gemacht, dass ich mich umgedreht habe und erstmal ein Stück weggegangen bin, um dem ganz klar zu zeigen, das geht hier gar nicht.
Also bis hin zu Gesprächsabbrüchen, ja, wo ich einfach sage so, oder auch ganz übel, aber jetzt driften wir ein bisschen ab, aber das vielleicht noch kurz, was mich auch total nervt. Du stehst irgendwo am Tresen, ja, in einem Hotel, beim Mietcenter oder was auch immer. Du stehst da, du bist persönlich gekommen, der redet mit dir, das Telefon klingelt und was macht der? Klar, Moment bitte, und geht ans Telefon. Ich würde am liebsten regelmäßig über den Tresen springen, das Telefon aus der Hand reißen, das Ding aus der Wand reißen und sagen, Alter, geht's noch? Wie unfreundlich ist das bitte, das Telefon jemandem, der persönlich vorm Tresen steht, vorzuziehen? Das finde ich unglaublich. So frei nach dem Motto, naja, der läuft mir ja nicht weg, da gehe ich jetzt erstmal ans Telefon. Geht gar nicht, finde ich. Geht gar nicht. Ja, aber mich nervt es auch in Meetings, wenn Leute Meetings abheben am Handy. Ja, stimme ich dir voll zu. Wie oft habe ich das? Ich rufe irgendjemanden an. Ja, Roma, ich kann gerade nicht. Ich bin gerade im Meeting. Ich denke, ja, und? Das hätte ich jetzt auch gemerkt, wenn du nicht dran gegangen wärst, dass du gerade nicht kannst, ne? Es ist unglaublich, es ist eine unglaubliche Art, aber es ist natürlich Vibrationsalarm, dann blitzt das Ding vielleicht noch wie wild, das nervt die anderen, dann gehe ich lieber schnell ran und beende das Gespräch auch gleich wieder. Ich stehe ja voll zu, mein Bildschirm ist ein bisschen abgedriftet, genau darum geht es eigentlich, also ich liebe das ja in diesen Shows, dass wir echt da richtig, richtig tief reingraben können und mein Handy ist genau gleich, also immer lautlos, ich habe keine Notifications, null, das gibt es bei mir gar nicht. Sondern, weil ich will auch nicht, dass andere Leute meine Zeit stehlen. Sonst dominieren ja die meine Zeit. Das will ich ja nicht. Ich will ja sagen, was mache ich jetzt? Und nicht, dass andere Leute mir da irgendwie mich da bevormunden. Ja, und es ist natürlich auch eine Erziehungsfrage, ne? Ich meine, wenn ich immer permanent erreichbar bin und immer sofort auf Mails reagiere, dann ist es kein Wunder, wenn mich jemand anruft und sagt, ich hatte Ihnen vor 10 Minuten eine Mail geschickt und habe noch keine Antwort bekommen. Was ist denn da los bei Ihnen? Wenn ich meine Kontakte so konditioniere, dass sie das von mir gewohnt sind, dann drehen sie natürlich am Rad, wenn es mal nicht passiert. Wenn ich aber von vornherein, das hat die Anitra Eckler, die kannst du dir auch irgendwann mal einen Call holen, ist auch eine ganz, ganz tolle Person, die hat... Anitra Eckler. Anitra Eckler. Ja. Wie schreibt man sich den Nachnamen? Eckler mit Doppel-G, E-G-G-L-E-R. Eckler. Die tritt immer auf mit einem T-Shirt, da steht drauf, fuck your selfie. Ja, und sie ist ein Verfechter der, hoffentlich kriege ich es jetzt richtig auf die Reihe, digitale, also nicht hier alles digital, sondern geht mal wieder ein bisschen raus aus der Nummer. Ja, also entdigitalisiert euch mal wieder. Sie hat beispielsweise E-Mail-Öffnungszeiten und die kommuniziert sie auch. Ja, die kommuniziert an ihre Kunden meine E-Mail-Öffnungszeiten, montags 10 bis 11, 16 bis 17 Uhr, mittwochs, was weiß ich und so weiter. So wie Ladenöffnungszeiten. Steht unter ihren E-Mails, steht das drunter, E-Mail-Öffnungszeiten dann und dann. Dass der Kunde ganz genau weiß, du, wenn du mir Montagnachmittag eine Mail schickst, die wird halt erst Dienstag um 9 geöffnet. Vorher öffne ich die nicht. Ja, E-Mail-Öffnungszeiten. Und wenn man das konsequent durchzieht, dann hat man ein wesentlich entspannteres Leben. Ja, also die sagt ganz klar, schaltet öfter mal ab. Wie verhinderst du das? Also ich habe das zum Beispiel nicht öffentlich, weil ich dann, also das wundert mich, dass du das jetzt öffentlich hast, weil ich denke mir dann, kriegst du dann nicht ständig Anfragen von Leuten, mit denen du jetzt eigentlich gar keinen Telefontermin haben willst. Und ich habe dann irgendwie Angst, dass mein Kalender unnötig voll gebucht wird und andere Leute, die, mit denen ich eigentlich wirklich einen Termin ausmachen möchte, dass die dann nicht die Termine bekommen, die eigentlich frei wären. Ja, also es ist ja nicht so, dass wenn du da reingehst und den Termin einträgst, dass der dann als fester Termin in meinem Kalender steht. Das ist bei mir dann eine Terminanfrage. Das wird ja nicht 1:1 in meinen Kalender getragen und dann ist es so. Und der ist blockiert. Das ist eine Terminanfrage. Und mir steht ja immer noch frei, diesen Termin zu bestätigen oder auch abzulehnen. Also es ist ja keine Verpflichtung. Wenn jemand auf die Seite geht und was einträgt, habe ich ja nicht die Verpflichtung, das anzunehmen. Okay, verstehe, wie du das machst. Also ich verstehe das als Terminanfrage. Und auf der anderen Seite mache ich natürlich auch telefonische Beratung, also Online-Beratung. Und Beratung und dann Einzelberatung gehst, dann wird dieser Kalender dort auch wieder verlinkt. Und man muss ja auch reinschreiben, warum will man mit mir telefonieren? Und wenn derjenige reinschreibt, Profilberatung oder was auch immer, dann weiß ich ja, okay, ich rechne die Stunde ab. Mhm. Vielen Dank für den Termin. Klar, gerne können wir telefonieren. Ja, weil ich verdiene in dem Moment dann auch Geld mit dem Termin und bei dem Telefonat. Ja. Und also ich habe es noch gar nicht gehabt, dass jemand das Ding nutzt. So von wegen, ja, ich wollte einfach mal eine Runde mit ihm quatschen. Okay. Ich habe keinen bestimmten Grund und auch ich wollte einfach mal ihre Stimme hören oder sowas. Vielleicht bin ich dazu paranoid. Okay, dann. Okay. Das habe ich noch nicht gehabt. Mal probieren. Okay. Nee. Also das. Und selbst wenn, du kannst das ja auch als versteckten Link machen und nur den zuschicken, wo du sagst, okay, ja, da nehme ich das. Ich nutze es zum Beispiel auch bei Seminaranfragen.
dass ich einfach sage, Mensch, gehen Sie auf den Kalender. Und die Seminare, die ich schon habe, sind in der Regel auch längerfristig dort eingetragen. Sodass, wenn Sie dort komplett freie Tage sehen in den nächsten 4 bis 6 Wochen, dann haben Sie eine große Chance, dass der Tag auch wirklich frei ist und dass Sie den als Seminartag dann auch buchen können. Mhm. Und die Tage, die dort wirklich nicht angezeigt werden, da brauchen Sie auch gar nicht zu fragen, weil an denen kann ich dann auch nicht. So, dann spare ich auch schon mal einiges an Zeit an der Stelle. Und ich gebe ja auch meinen Kalender an der Stelle nicht frei. Also du siehst ja auch nicht, was mache ich in den übrigen Zeiten. Klar, verstehe ich, ja. Ja, einfach nur die Zeiten angezeigt, wo ich verfügbar wäre für ein Telefonat. Dass es darüber hinaus noch mehr Zeiten gäbe, wo ich verfügbar bin. Ja, wenn ich zum Beispiel in einem Auto sitze und du sagst, Mensch, Joachim, lass mal wieder eine Runde einfach so quatschen. Dann sage ich, du komm, ich sitze morgen um 11 für eine Stunde im Auto, dann ruf mich einfach an und quatschen wir. Aber solche Termine sind natürlich online nicht verfügbar, weil ich weiß ja nie genau, was der von mir will, brauche ich meinen Computer dafür und so weiter. Ja. Insofern sind das wirklich die Zeiten, wo ich auch wirklich sage, die habe ich mir ganz bewusst für solche Gespräche über die Woche freigehalten. Oder halte sie mir frei. Ja, na, macht Sinn, verstehe ich, wie du das machst. Dann werde ich das jetzt auch mal probieren, da ein bisschen vielleicht auch öffentlicher machen, weil bei mir ist das eben alles mal ein bisschen versteckt, weil ich ja immer Angst gehabt habe, aber offensichtlich, und du wirst da sicher noch mehr Erfahrung haben, ist die Angst nicht wirklich berechtigt, ja. Nee. Also ich habe auch meine Telefonnummer ja alle veröffentlicht. Es ist jetzt nicht so, dass hier alle naslang das Telefon klingelt. Das war in der Anfangszeit, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Statusgeschichte oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich hab durchaus in den letzten 1-2 Jahren auch schon mal so Aussagen von Kunden gehört. Nee, Herr Ruhmer, Beratung bei Ihnen. Also ich gehe nicht immer gleich zum Professor. Da reicht auch erstmal der normale Hausarzt oder so, oder? Ich denke so, manche nehmen vielleicht mit mir auch gar nicht Kontakt auf, weil der Expertenstatus mittlerweile vielleicht sogar zu hoch ist, der Bekanntheitsgrad oder so, dass sie denken, brauche ich gar nicht anrufen, den erreiche ich eh nicht. Kann natürlich sein, das weiß ich nicht, weil meine Telefonnummern sind überall veröffentlicht und es ist jetzt nicht so, dass hier den ganzen Tag das Telefon klingelt und ich permanent von irgendwelchen Anfragen überschüttet werde. War am Anfang aber tatsächlich anders. Also ich habe am Anfang immer mal so Anfragen gehabt, ja, schön, dass ich Sie erreiche, ich habe mein Passwort für Xing vergessen, können Sie mal kurz helfen? what? nee, kann ich nicht. Ja, Sie sind doch da, aber bei Xing. Ich sage, nee, ich bin nicht bei Xing. Ne? Also das war in der Anfangszeit viel, viel mehr. Sowas habe ich jetzt lange nicht mehr erlebt. Wie machst du generell, dass du Frage zuerst so, wie verdienst du zurzeit dein Geld? Also was ist dein Hauptberuf, dass du Geld verdienst? Wenn dich jetzt jemand fragt, wie verdienst du dein Geld oder was ist dein Beruf, was würdest du sagen? Also es teilt sich tatsächlich relativ geschmeidig und entspannt auf in den Bereich Seminare, Beratung und Vorträge. Also das kann man tatsächlich alles drei so nennen. Und mittlerweile mache ich auch Online-Vorträge, gebe Online-Seminare, Online-Beratung sowieso, aber natürlich auch offline. Also es gibt jetzt nicht den einen Bereich, der wirklich 80-90% meines Einkommens ausmacht. Und es ist wirklich je nach Kunde und je nach Situation. Die ganzen Infos zu deinen Webinaren, Events, die finden Sie bei dir auf der Webseite oder wo finden Sie? Alles auf der Webseite, ja. Ja, es gibt die Menüpunkte Angebote und Seminare und das ist da zu finden, ja. Wie schaffst du den Schnitt zwischen Privatleben und Beruf? Wie gehst du mit Familie, mit Sport, wie schaffst du das dazu vereinen, dass du diese drei Bereiche privat, also irgendwie Familie, Freunde, Sport, dein eigener Körper und den Beruf, wie vereinst du die drei Dinge? Also zunächst mal dadurch, dass ich ein abgeschlossenes eigenes Büro habe, was mit meinem Privathaushalt nichts zu tun hat und auch in entsprechender Entfernung liegt, also noch nicht mal einen Kilometer entfernt, aber es ist zumindest so entfernt, dass ich nicht mal eben rübergehe. Ja, es sind irgendwie knapp 800 Meter oder sowas, die ich hier mich bewegen muss, um zum Büro zu kommen. Und das auch ganz bewusst, weil Homeoffice, finde ich, ist schon mal so der erste Schritt in, ich habe keine klare Trennlinie. Das heißt, wenn ich im Büro bin, bin ich im Büro, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Und das ziehe ich auch sehr konsequent durch. Also es ist sehr selten, dass ich zu Hause mich wirklich mal hinsetze, meinen Mac aufklappe und irgendwas Berufliches mache. Wenn sich der Heizungsmonteur angekündigt hat zur Heizungswartung und ich nicht genau weiß, wann er kommt, ja, dann arbeite ich vielleicht mal zu Hause. Weil was soll ich sonst da machen? Dumm rumsitzen tagsüber? Nein. Aber ansonsten fahre ich wirklich konsequent ins Büro. Wie schaffe ich das, dass ich regelmäßig meinen Ausgleich finde, meinen Sport finde? Das schaffe ich dadurch, dass ich ein Hobby habe, was mich einfach total anfixt. Also ich habe ein Hobby, das könnte ich wirklich, ich könnte aufstehen und sofort in mein Hobby gehen. Ich könnte es den ganzen Tag machen und abends todmüde ins Bett fallen und am nächsten Tag genauso weitermachen. Es ist einfach, das ist ein Hobby, wenn ich nochmal entscheiden könnte und nochmal jung wäre, würde ich das sogar auch dann zum Beruf machen. Das ist das Baumklettern.
Das habe ich gesehen. Baumklett. 40 Meter hoch, gell? Bis zu 40 Meter hoch, ja. Also ich war gerade gestern war ich wieder unterwegs, ja. Ich weiß, vorgestern hatte ich noch eine OP, aber vorgestern, Freitag. Aber mir wurde gesagt, ich kann wieder alles machen, wenn ich mich fit fühle. Insofern, jo. Und gestern war ich gerade erst wieder auf 25 Meter Höhe in der Buche. Kam auch ein bisschen Wind auf, war wieder sehr spannend. Das ist einfach ein Hobby, es ist nicht gleich. Weißt du, wenn du joggst, dann klar kannst du mal in eine andere Richtung laufen, aber irgendwie die Bewegung ist immer gleich. Du läufst halt immer irgendwie vorwärts und in eine Richtung und auf einer Ebene und machst vielleicht nochmal Volkslauf mit. Natürlich gibt es vielleicht auch mal im Schuhbereich eine kleine Entwicklung, dass mal eine neue Schuhform gibt oder so, aber es entwickelt sich jetzt nicht so wahnsinnig und so schnell. Beim Baumklettern ist es tatsächlich so, es gibt ohne Ende Material, es wird auch ständig was Neues rausgebracht. Das ist wirklich ein sehr, sehr innovativer Bereich, weil es gibt einen Berufszweig dazu oder sogar zwei. Es gibt einmal die Industriekletterer, Windkraftanlagen, Antennenanlagen, Fernsehtürme und so weiter, hohe Gebäude, da brauchst du ständig Industriekletterer. Haben einen hohen Bedarf an guten technischen Gerät, um zu klettern. Und es gibt professionelle Baumpfleger, die mittlerweile auch sehr professionell geworden sind. Es gibt Baumpflege-Weltmeisterschaften und so weiter. Und da ist auch eine hohe Innovationskraft drin. Und ich benutze das Ganze halt hobbymäßig. Ja. Ich benutze also all dieses Material aus dem Industrie- und Baumpflegebereich hobbymäßig. Kommt natürlich bei der ganzen technischen Entwicklung auch gar nicht mehr hinterher. Ist auch eine Budgetfrage. Ja. Man kann sich ja nicht jeden Monat irgendwie für 100 oder 1000 von Euros neues Material kaufen. Aber man kann sich zumindest immer wieder damit beschäftigen. Man kann sich mit anderen austauschen. Jeder Baum ist anders. Du hast immer wieder neue Herausforderungen. Und das ist wirklich etwas, was mich regelmäßig dazu bringt, meinem Hobby auch nachzugehen. Ja, beschreib das mal. Ich kann damit, also ich bin jemand, der hat ab 4 oder 5 Meter so panische Höhenangst. Ich komme da gar nicht weiter, oder? Aber jetzt erklär mir mal bitte, wie der Ablauf davon ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Und also was macht man da oben? Ja, es ist tatsächlich so, dass du im Baum mit Höhenangst weniger ein Problem hast, weil wenn der Baum belaubt ist und du bist erstmal ein paar Meter drin, hast du gar nicht mehr so die freie Sicht auf den Boden. Also wenn man sich mit Bäumen, ich beschäftige mich auch mit Bäumen insgesamt, auseinandersetzt, es kommen am Waldboden in gut belaubten Wäldern nur 3% Sonnenlicht an. Ja, also der Blick von ganz oben nach ganz unten ist in der Regel komplett verstellt. Das heißt, wenn du auf 25 Meter Höhe in einem Baum bist, dann ist das vergleichbar mit der 8., 9. Etage eines Hochhauses. Wenn du aber aus der 8., 9. Etage eines Hochhauses rausguckst, ja, und ich die Aufforderung kriege, jetzt seil dich mal hier in dem Hochhaus ab und steig hier runter, dann würde ich sagen, im Baum sage ich, ja, was ist das Problem? Weil das ist eine ganz andere Sache. Also mit Höhe im Baum ist was ganz anderes. Du bist aber gesichert, oder? Ja. Also das ist etwas, ich kriege manchmal so spöttisch so ein bisschen so ein Lächeln. Ja, das habe ich als Kind auch gemacht. Von wegen so, ja, du hast doch keine Ahnung. Du hast doch absolut keine Ahnung. Als Kind warst du nie auf 25 Meter Höhe, erzähl mir doch nichts. Ja. Also wie läuft es ab? Tatsächlich, Baumpfleger klettern ja auch nicht frei im Baum. Das können sich gar nicht erlauben. Es gibt eine Berufsgenossenschaft, wenn da was passieren würde, wird keine Unfallversicherung der Welt zahlen. Ja, es gibt da also ganz heftige Bestimmungen, Arbeitsplatzsicherung und so weiter. Und nach diesen Bestimmungen arbeite ich zwar nicht komplett, aber zumindest wende ich alle Bestimmungen an, die bei denen es um mein Leben geht. Also ich sag mal zum Beispiel Arbeitsplatzsicherung, ja, also das ist das Umfeld und dass da keiner ist, dem was auf den Kopf fallen kann und so. Darauf muss ich nicht achten, weil ich säge im Baum nichts. Es fällt nichts runter. Ja? Also das sind also Dinge, die kann ich missachten. Aber alles, wo es um mich geht, persönliche Schutzausrüstung, da gehe ich schon tatsächlich nach den gleichen Regeln, wie ein Professioneller unterwegs ist. Weil mein Leben hängt dran. Ja? Und es läuft so ab. Im Prinzip ist es ein bisschen vergleichbar mit dem Alpinsport. Wobei auch wieder komplett mich, denn im Alpinsport klettere ich an Händen und Füßen. Das heißt, ich bin im Berg und mein Gurt und mein Seil sichert mich eigentlich nur. Das heißt, das sorgt dafür, dass ich nicht aus dem Berg rausfalle. Oder wenn ich falle, dass ich eben gesichert falle und nicht runterfalle. Das ist eine reine Sicherung. Beim Baumklettern und beim Industrieklettern sorgt das Seil dafür, dass ich überhaupt hochkomme. Weil wenn ein Baum erstmal 10 Meter lang nur Stamm hat, wie soll ich da hochkommen? Ich muss also irgendwo im Baum einen Anschlagpunkt finden. Das wird gemacht mit so einem kleinen Wurfbeutel, der hat so 300-400 Gramm. Da kommt so eine Pilotschnur dran, so eine ganz leichte Dynema-Schnur. Die ist so 2,2 Millimeter stark. Und mit der wirft man diesen Wurfbeutel in den Baum über einen Ast. Der kommt dann wieder runter und dann kann man da dran das eigentliche Seil zum Aufstieg befestigen. Und das ist nichts anderes, dieser ganze Aufstieg und so weiter. Das wird in Höhlen angewendet, das wird, wie gesagt, von Industrieklettern angewendet.
aber auch im Baumsport. Mit dem steige ich dann erstmal in den Baum rein. Und im Baum geht es dann auch mit entsprechender Seiltechnik vorwärts. Also Vorstiegstechniken, Baumklettersysteme, umlaufende Systeme. Das sind alles die Bezeichnungen dafür, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ich würde empfehlen, in dem Bereich wirklich mal YouTube zu nutzen und dort Baumklettermeisterschaft einzugeben. Da wird es einiges an Videos geben aus Australien, Deutschland, USA, wo man mal so ein bisschen einen Eindruck kriegt, was bedeutet es eigentlich, in so einem Baum wirklich zu klettern, professionell zu klettern, in den Kronbereich zu gehen, in den Außenastbereich zu gehen. Also nicht nur klammernd am Stamm zu stehen, sondern sich wirklich im Baum zu bewegen. Und das ist die eigentliche Herausforderung, nicht das Hochkommen. Das ist irgendwann, geh mal eben hoch. Aber sich im Baum dann an bestimmte Punkte zu bewegen, sich vielleicht dort oben eine Hängematte einzubauen, ja, also wirklich im Baum zu agieren, das führt so weit, wenn es passt, dass man sogar von Baum zu Baum dann oben unterwegs ist. Also nicht mehr Waldboden, sondern von Baum zu Baum klettert. Ich habe ein Video gesehen, das ist ein bisschen länger sogar, von zwei Typen, die haben eine Woche lang Baumurlaub gemacht. Die haben da oben übernachtet mit Zelt und die sind wirklich von Baum zu Baum geklettert und sind eine Woche lang oder ein paar Tage, irgendwie haben die gar nicht den Boden berührt. Es geht, technisch geht das alles. Das ist eine riesen Herausforderung. Was gibt dir das? Also bei mir ist immer so, wenn ich zu einem Baum hingehe, das ist unglaublich, und ich umarme so einen Baum, das ist unglaublich, was dieser Baum für eine Energie hat, und ich spüre es voll. Ja. Ist das bei dir, was gibt dir das? Ist das auch so, wie das jetzt bei mir und Anführungszeichen im Kleinen ist? Oder ist das jetzt bei dir nochmal viel mehr? Das ist, glaube ich, viel mehr, weil ich mich wirklich mit dem Baum noch viel intensiver beschäftige. Ja? Also das ganze Klettern im Baum passiert so, dass es so baumschonend wie möglich passiert. Und jeder Baum ist für mich ein Unikat. Und ich bin immer wieder dankbar für die Vielfalt, die es in diesen gewachsenen Bäumen gibt. Und auch der ganze Wald, also wenn ich allein schon im Wald spazieren gehe, du hast ein ganz anderes Klima im Wald. Also ich kann jedem, der sich erholen will, nur empfehlen, geht auch mal wirklich durch einen dichten Laubwald. Du hast da Klimaverhältnisse, da kann wirklich draußen, kann die Sonne brennen wie sonst was, und trotzdem hast du im Wald unten am Boden, wenn er gut zu ist, wie gesagt, 3%, ne, kommen unten noch an, hast du ein Klima, hast du eine Kühle, und da sind ganz andere Verhältnisse. Also das merkt man sofort, deswegen gehen ja viele auch zum Erholen in den Wald, und ich mache das halt ein bisschen intensiver, ich gehe auch noch in den Wald rein. Ja, also in den Baum letztendlich rein. Aber es gibt noch einen ganz anderen Grund, warum ich damit eigentlich angefangen habe. Also es gibt mehrere, aber es gibt einen wichtigen Grund. Ich hatte irgendwann die Situation, und in der stehen vielleicht auch andere, die jetzt gerade zuhören, dass mir der Job keinen Spaß mehr gemacht hat. Respektive keine Herausforderung mehr war. Ich hatte meine Expertise irgendwann mal aufgebaut. Ich habe 2006 mit Xing angefangen. Da bist du irgendwann an so einem Punkt, wo du sagst, naja, jetzt kommt einfach keine Frage mehr, die mich irgendwie vom Hocker reißt. Es kommt auch nichts mehr, was mich irgendwie jetzt hier, klar, eine neue Funktion, die hast du aber innerhalb von ein paar Minuten auch, hast du die gefressen. Dann ist auch wieder gut, dann ist es schon wieder durch. Und auch Seminare, ich habe an die 600 Seminare gehalten, hunderte von Vorträgen. Du hast irgendwann keine Situation mehr, die dich herausfordert. Ja. Also mir ist, glaube ich, alles schon passiert. Ausgefallene Beamer sind noch das kleinste. Stromausfall, Xing nicht erreichbar. Ach, weil Leute, die wegrennen. Und ach, ich habe alles erlebt. Ja. Und dann ist es keine Herausforderung mehr. Ne? Und dann stehst du irgendwann da und hast jetzt entweder die Möglichkeit, dir einen komplett anderen Job zu suchen oder dir irgendwas zu suchen, was dich herausfordert. Ja. Und bei mir war es lange Zeit auch das Motorradfahren, aber da habe ich irgendwann ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo ich gedacht habe, alter Schwede, es ist einfach saugefährlich. Ich bin in eine Kurve gefahren, ich hatte meinen Sohn hinten drauf und uns kam ein Auto entgegen, und der hat nicht gut aufgepasst und ist ein bisschen aus der Kurve getragen worden, auf unsere Spur. Also du warst in der Außenspur, er war in der Innenspur. Genau. Und ich musste dann wirklich mein Motorrad ein bisschen aufstellen. Das war total knapp, dass wir aneinander vorbei sind. Ein bisschen weiter raus, 10 Zentimeter, und er hätte uns voll von der Maschine gerissen. Und da habe ich gemerkt, ich habe beim Motorradfahren einfach keine hundertprozentige Kontrolle. Ich habe nicht die hundertprozentige Kontrolle. Das kann mir keiner sagen, der Motorrad, Ski oder was auch immer fährt, also alle diese Extremsportarten, die auf Geschwindigkeit gehen, du hast nicht die alleinige Kontrolle. Dir kann immer irgendwas dazwischen kommen. Ich sag mal, vielleicht mal abgesehen von der Bobbahn. Ja, weil da ist es schwierig, dass da jemand dich kreuzt, ja. Aber Motorrad und alles, was so irgendwie, wo andere Verkehrsteilnehmer dabei sind, Skipiste und so weiter,
kannst du immer irgendeinen Honk haben, der dir in die Quere kommt. Und da kannst du der Beste sein, wenn dir einer in die Quere kommt. Dann hast du einfach mal verloren an der Stelle. Dann bist du einfach, dann bist du raus aus der Nummer. Und das kann bis zum Tod führen. Du hast die Kontrolle nicht. Und ich habe für mich gesucht nach einem Hobby, was eine absolute Herausforderung ist, aber auch bleibt. Wo ich weiß, das hast du nicht innerhalb von ein paar Wochen auch wieder über, sondern das bleibt länger. Und wo ich permanent 100% für mich alleine verantwortlich bin. Und kein anderer mir da irgendwie in die Quere kommen kann. Und das habe ich im Baumklettern gefunden. Es gibt bestimmt noch mehr Hobbys, wo das der Fall ist. Bei mir ist es Baumklettern. Ich lebe jetzt zum Glück auch in einer Gegend, wo ich hier Bäume habe. Die kriege ich alle in meinem Leben nicht beklettert. Ich habe hier Seen, ich habe hier eine wunderschöne Landschaft mit wahnsinnig hohen Bäumen. Wie gesagt, bis 40 Meter hoch. Ein Kletterparadies sozusagen. Und es zieht mittlerweile auch viele andere Kletterer an, sodass ich auch immer wieder Austausch mit anderen habe. Ich habe dieses Jahr zum vierten Mal auch ein Kletter-Event hier veranstaltet. Da waren 120 Teilnehmer, 120 Leute, die in Bäume klettern. Also soll mir keiner sagen, das ist ein Nischenhobby. Ja, die sind alle gekommen und einen super Austausch gehabt. Viele Anfänger da gehabt, die zum ersten Mal im Baum sind. Viele glückliche Gesichter, wirklich Emotionen ohne Ende. War total toll. Aber jeder ist immer für sich selbst verantwortlich. Und das finde ich so faszinierend an der Geschichte. Ne? Und die absolute Schwierigkeit an dem Baumklettern ist, war es, dass man dann weiter rauskommt am Ast? Oder wo ist dann für dich die Herausforderung, dass du sagst, du kannst es immer schwieriger machen? Wie kannst du das so machen, dass du sagst, oh, das habe ich jetzt nicht alles schon erlebt? Mhm. Naja, also grundsätzlich ist schon mal die unterschiedlichen Bäume. Ne? Also du hast einfach nicht den Baumtyp oder den Baumaufbau. Klar haben sie alle einen Stamm und Äste. aber du hast Totholz im Baum, du hast manchmal Wuchsformen. Also wir haben hier eine Buche stehen, die hat Queräste, die an die 6-7 Meter rausgehen, also waagerecht rausgehen, die so dick sind wie andere Stämme. Also das ist ein Ding, der muss einen Kronendurchmesser von 30, 40 Metern haben. Das ist ein so gewaltiger Baum, du kannst auf den Ästen, kannst du wirklich spazieren gehen. Und dann hast du andere, die sind total dünn und manche wachsen mehr senkrecht, manche total quer. Also es ist immer wieder anders. Und sich da Punkte dann rauszusuchen und sagen, Mensch, da will ich jetzt hin, das ist dann wirklich jedes Mal eine neue Herausforderung. Das ist, selbst wenn du in einem Baum schon mal gewesen bist, wenn du dir in dem Baum einen neuen Punkt suchst, den du erreichen willst, ist das wieder eine neue Herausforderung, obwohl es der gleiche Baum ist. Und der eigentlich schwierige Punkt, also die meisten haben genau an der Stelle das Problem, du hast zwei Aufstiegstechniken. Das eine ist das sogenannte stehende Seil, da hast du einen Ankerpunkt und du gehst mit deiner Aufstiegstechnik bis zu diesem Ankerpunkt und dann lässt du dich wieder runter. Du baust nicht um. Und das ist für die Anfänger immer so das Erste, dass sie überhaupt erstmal Höhe bekommen im Baum und dass sie zu einem bestimmten Punkt kommen, bis zum Ankerpunkt, wieder runter. Das ist mit dem gleichen Gerät möglich. Ich muss nichts umbauen und dann ist gut. Die Herausforderung besteht für die meisten im Umbau, dass du oben dich in ein anderes System einbaust. Und du bist selbst dafür verantwortlich, dass dieses System passt. Du musst dir selbst den Ankerpunkt suchen, du musst es selbst einbauen, du musst dich selbst sichern. Da ist für viele dann so, jetzt wird's dann tricky. So, und wenn du dann noch in bestimmte Bereiche gehst, ja, wo du dann nicht nur ein Seil brauchst, sondern ja, wenn du am Baum rausgehst, dann ist dein Seil ja nicht mehr senkrecht, sondern es wird dann quer. Wenn du abrutschst, schlägst du wieder zurück an den Baum. Das heißt, du musst dich irgendwann dann mit dem zweiten Seil mal sichern, dass du nicht zurückschlägst. Und da gibt's Bautechniken und Bauweisen, das ist unendlich. Das ist echt unendlich. Und auch verschiedenste Techniken. Also ich habe einen Ausbilder hier, einen professionellen Baumpfleger, mit dem ich immer mal wieder, so alle zwei Jahre gehe ich mal in so einen Auffrischungskurs und der kennt dann ja auch meinen Stand und dann zeigt er mir wieder Sachen, die er macht, wo ich dann daneben stehe und denke so, Alter, wie macht er das? Wie ist er denn da jetzt hingekommen? Ne? Also und ich bin jetzt seit 5 Jahren am Baumklettern und habe trotzdem immer wieder solche Situationen, wo ich einfach dastehe und sage, das verstehe ich nicht. Wie hast du das jetzt gemacht? Wie hast du jetzt das Material so eingesetzt, dass das jetzt funktioniert hat? Ne? Also und manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten, kleine Angriffe, wo sich ein Material plötzlich komplett verändert und du plötzlich ganz andere Sachen damit machen kannst. Aber das muss man gesehen haben, das muss man ausprobieren. Und es ist für mich bisher eine never-ending Story. Passiert ist jetzt aber noch nie irgendwie was Schlimmes, dass du gesagt hast, irgendwie verletzt oder sowas. Du kletterst aber auch immer alleine, oder? Ich kletter leider oft auch alleine, weil ich einfach viele Kletterpartner habe, die angestellt sind oder die beruflich sehr stark eingespannt sind. Und es ist immer schwierig, ein Team dann auch immer zeitgemäß spontan zusammenzufinden. Weil ich habe ja keinen 8-to-5-Job, wo ich jetzt einfach sage, ich habe immer um 5 Feierabend.
Ich war gestern zum Beispiel mit einem guten Freund verabredet und der hat auch ein eigenes Unternehmen. Und er hatte dann am Sonntagnachmittag einen Notdiensteinsatz. Ja. Wir waren eigentlich um 3 verabredet und sagt, ja, ich bin gleich da. Und einen Moment später kommt eine SMS, du, ich muss noch mal kurz dahin, aber ich komme in einer halben Stunde. Ja. Der ist dann gar nicht aufgetaucht, weil das Ding war dann einfach länger. Und schon war ich alleine am Klettern, ja, wo ich dann einfach sage, nee, ich will jetzt auch klettern, ich habe da jetzt Bock drauf. Und wenn ich nur klettern würde, wenn auch immer jemand dabei ist, würde ich wahrscheinlich halb so viel klettern. Insofern bin ich tatsächlich oft auch alleine unterwegs, wenn man es eigentlich nicht soll. Aber ich schaue dann immer, dass ich wirklich für mich so immer sicher bin in mir, dass ich sage, okay, das traue ich mir jetzt doch zu. Und sobald ich irgendwo denke, nee, da könnte jetzt was passieren, dann mache ich es auch nicht. Also das, solche Dinge mache ich dann wirklich nur, wenn jemand dabei ist. Passiert ist nie was Schlimmes. Mir bisher nicht, nein. Und ich kenne auch im gesamten Hobbybereich, also im professionellen Baumpflegerbereich durchaus, da gibt es zum Beispiel Materialversagen, aber die setzen ihr Material auch komplett anders ein, logischerweise. Ja. Die haben eine ganz andere Beanspruchung drauf, die setzen das viel öfter ein. Ich sag mal, ich habe jetzt gerade mir nach 4 Jahren ein neues Seil gekauft. Ein professioneller Baumpfleger kauft mindestens einmal im Jahr neue Seile. Ja, und im Industriekletterbereich werden Seile sogar nach einem Einsatz ausgetauscht. Wird ein Einsatz gemacht, wird Seil ausgetauscht. Ja. Also da können ganz andere Sachen passieren. Dann sind die noch mit Sägen oben unterwegs, ja, und mit Baumfällungen. Und dann haben sie schwere Lasten, die sie abseilen müssen. Also da passieren durchaus immer mal wieder Unfälle. Ich habe keine Säge, ich habe keine Kettensäge, gar nichts. Mein Material ist nicht überbeansprucht, sondern im Vergleich relativ selten beansprucht. Also Materialprobleme kann ich gar nicht bekommen. Und insofern ist da, ich habe auch noch nichts im Hobbybereich gehört, dass da jetzt wirklich einer ums Leben gekommen ist, noch gar nicht. Und wenn verunfallt, dann wirklich, wenn man sich das angeguckt hat, was da passiert ist, dann muss man wirklich sagen, Junge, sorry, aber du hattest einfach keine Ahnung von dem, was du da gerade getan hast. Du hast dich einfach komplett überfordert. Ja. Und ja, das sollte man halt in keinem Hobbybereich machen. Man sollte immer zu jeder Zeit wissen, was man tut und sicher sein mit dem, was man tut und nicht Dinge machen, die man noch nie gemacht hat und dann auch noch falsch machen. Ja, stimmt voll, macht Sinn. Hast du irgendeinen speziellen Aberglauben? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber vielleicht passt es auch so dazu, wo du sagst, gerade wenn du irgendwas machst, musst du das zuerst machen. Bei mir ist zum Beispiel immer, wenn ich über meine eigene Gesundheit spreche, muss ich immer auf Holz klopfen. Hast du das auch irgendwie oder kommt das irgendwie dazu oder bist du da komplett rational? Na, da würde ich sagen, bin ich eher der rationale Typ. Also das auf Holz klopfen kenne ich natürlich, logisch. Nicht nur, weil ich gelernter Zimmermann bin, habe ich natürlich noch einen ganz anderen Bezug zu Holz. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt wirklich immer machen muss. Ja? Sondern es ist dann mehr so ein, ich klopfe mal auf Holz. Ne? Aber ich würde mich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn ich es nicht getan hätte. Ja? Also das ist, kein Aberglaube. Ja. Hast du ein Zitat, nach dem du ganz besonders lebst, das dir irgendwie so deine Lebensphilosophie irgendwie so preisgibt? Ja, eins, was mir sofort spontan in den Kopf kommt, ist, alles, was du beachtest, verstärkt sich. Und das kann man in zwei Richtungen sehen. Ein Beispiel, ich habe in meiner Anfangszeit sehr viel Wettbewerbsbeobachtung gemacht und habe mich oft geärgert, weil ich sehr häufig kopiert wurde. Ich habe einfach viele Dinge als Erster entwickelt. Alles, was mit Xing, das erste Xing-Seminar habe ich gegeben, die ersten Veröffentlichungen zu Xing in meinem Blog. Und da wurde sehr viel abgeschrieben. Es wurden teilweise ganze Kapitel von mir kopiert und in Bücher gesetzt, ohne Quellenangabe. Und das habe ich in den ersten Jahren sehr stark beobachtet. Also ich habe, was du beachtest, ich habe es beachtet. Es hat sich entsprechend verstärkt und mich genervt. Und ich habe dann irgendwann diesen Spruch kennengelernt und habe gesagt, okay, ja, hier hast du tatsächlich eine Verstärkung an der Stelle und jetzt hörst du mal für einen Monat auf und guckst dir gar nichts mehr an, was der Wettbewerb macht. Und aus diesem Monat sind Jahre geworden, weil ich mache tatsächlich definitiv keine Wettbewerbsbeobachtung mehr. Es nervt mich einfach. Und ich kann es, wenn ich es beobachte, kann ich es auch nicht verändern. Also ich kann es ja nicht verhindern, es wird trotzdem gemacht. Ja, oder irgendwelche Abmahnungen schreiben oder sowas, das ist mir auch zu lästig und bringt meistens auch nichts. Und insofern kriege ich es einfach nicht mehr mit, es ärgert mich nicht mehr und ich bin auch nicht unerfolgreicher. Also insofern alles gut. Was du beachtest, verstärkt sich. Und das geht natürlich auch im positiven Bereich, logisch, ja, wenn du dich auf deine Ziele fokussierst und deine Ziele beachtest, die du irgendwo hinhängst, die aufschreibst und so weiter, dann verstärken die sich auch. Also was du beachtest, verstärkt sich. Das finde ich so ein geiles Zitat. Das finde ich so cool, dass du das Zitat nimmst, weil ich glaube, das ist wirklich so, du sagst auch ins Positive und ins Negative geht. Also das finde ich super cool. Ja, absolut. Geht in beide Richtungen. Das ist, kann man so und so sehen.
Hast du in den letzten Tagen, Wochen einen Einkauf gehabt? Das sind jetzt also kurze Fragen, so zum Schluss. Ja, klar. Dann stelle ich jedem Gast die gleichen Fragen. Da ist jetzt so eine dieser Fragen davon ist, hast du in den letzten Tagen oder Wochen, kann auch Monate sein, einen Einkauf gehabt unter 100 Euro, es kann ein kleiner Betrag sein, wo du sagst, der hat dein Leben massiv positiv verändert? Boah, massiv positiv ein Einkauf in den letzten Wochen. Nee. Also ich habe in den letzten Wochen eigentlich nur Klettergeraffel gekauft. Kletterzubehör, das hat mein Klettern massiv beeinflusst, aber nicht mein Leben. Also keine Kopfhörer insofern. Oder sonst irgendwas. Also bei mir waren es zum Beispiel mal Kopfhörer. Ja, doch, also ist doch, es gibt eine Sache, aber die ist nicht unter 100. Die ist, ist ein bisschen teurer. Also wenn du noch eine Frage hast unter 300, dann könnte ich den nennen. Dann kein Problem. Also du, ich hab tatsächlich, also das hat wirklich meine Arbeit massiv verändert. Das kann ich wirklich sagen. Ich habe in meinem Büro die Situation, dass ich einen schlechten Handyempfang habe. Ich habe einen Mac, mit dem man auch relativ viel tongesteuert machen kann, sei es jetzt Online-Seminare, Diktieren, sonstiges. Und ich habe eine Voice-over-IP-Telefonie. Ich hatte für mein Handy dann ein Bluetooth-Headset. Sobald ich aber hier dann auch mal in die Küche gegangen bin, wurde die Verbindung schon schlecht. Also mein Handy liegt dann immer auf der Fensterbank. Wenn ich dann Voice-over-IP telefonieren wollte, musste ich das Headset wieder wechseln. Und Diktieren am Mac ging damit irgendwie mit beiden nicht. Und das hat mich ständig genervt. Und ich war dann irgendwann auf einer Messe, da waren dann auch verschiedene Anbieter eben auch von Headsets und so weiter, habe ich zu einem gedacht, oh, ich träume ja von so einem Headset, ja, was ich ans Handy anschließen kann und was mit dem ich diktieren kann und Online-Seminare und auch telefonieren und mit dem eigentlich alles geht, ja, also davon träume ich ja total, aber ich habe irgendwie noch keins gefunden. Sagt er, ja, gibt's doch aber. Und er hat mir dann das Jabra Office Pro 9470 empfohlen. Jabra, wie schreibt man Jabra? Jabra, J-A-B-R-A, Jabra. Jabra Office Pro 9470. Und es ist tatsächlich so, dieses Headset habe ich den ganzen Tag auf dem Kopf. Mit dem sprechen wir auch gerade. Das Headset, wow, also um es ganz ist kurz. Ja, ist ja wirklich, die ist kristallklar, die ist super. Um es gerade zu beschreiben, das Handy bucht sich per Bluetooth an die Feststation dieses Headsets. Also die Verbindung steht einfach, das Handy liegt hier und fertig. Ich muss es den ganzen Tag nicht anfassen. Ja, WhatsApp, etc. läuft alles über den Mac. Also das Handy liegt einfach den ganzen Tag auf der Fensterbank. Das wird gar nicht mehr in die Hand genommen. Durch diese Deck und die Feststation mit dem Headset hat eine Deckt-Verbindung. Ja, also diese Qualität der Telefonqualität, die aber auch eine sehr große Reichweite hat. Das heißt, ich könnte theoretisch sogar zum dem Burgerladen gehen, der hier irgendwie 200 Meter weiter ist von meinem Büro, mit dem Headset auf und könnte immer noch telefonieren. Auf jeden Fall kann ich in meinem gesamten Büro, ich kann draußen, ich kann überall rumlaufen und habe immer eine glasklare Verbindung, sei es jetzt Handy oder Festnetz, respektive Voice-over-IP. Ich kann damit meine Videokonferenzen machen, ich kann damit Skype machen, ich kann am Mac diktieren, einfach alles. Und das werde ich mir anschauen, weil das Ding hat mein Arbeitsleben wirklich massiv verändert, weil es ist einfach mir macht das Telefonieren mit dem Ding seither wieder richtig Spaß, ja, weil ich, wie gesagt, eine einfach immer glasklare Verbindung habe durch diesen Deckt-Standard, ich keinerlei Rauschen oder Bluetooth, ich habe nicht immer mehrere Headsets. Ja, und das Bluetooth, dann war das leer und ich musste es wieder aufladen. Und an meinem Voice-over-IP-Telefon hatte ich nur so ein kabelgebundenes Headset. Das war irgendwie auch nichts. Das musste ich immer mitschleppen. Und Nö, das Ding kommt abends auf die Feststation. Morgens ist es wieder geladen. Das hält auch den ganzen Tag. Und einfach cool. Ein super cooles Gadget. Cool, super. Werde ich mir anschauen, weil das, glaube ich, für jeden auch relevant. Nächste Frage, und zwar, was war denn in deinem Leben so das wichtigste Investment? Und dieses Investment kann jetzt irgendwie Zeit sein, das kann Energie sein, das kann Geld sein. Ich gebe dir mal so ein kurzes Beispiel, dass du vielleicht so einen Anhaltspunkt hast. Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, sagt immer, sein bestes Investment war ein Vortragskurs, ein Redekurs, und der hat ihm im Prinzip diese ganzen Milliarden beschafft. Gibt es da irgendwas bei dir? Also das kann jetzt genauso ein Kurs sein, es kann auch vielleicht irgendwie Geld sein, ganz egal was es ist, aber halt irgendwie ein Investment, was dir die beste Rendite in deinem Leben gebracht hat. Also in meinem Leben, mir fallen zwei Dinge ein, aber nur das eine ist ansatzweise ein Investment, das andere nicht. Also das eine, was mir spontan dazu einfällt, eine der besten Entscheidungen in meinem Arbeitsleben in den letzten Jahren, war der Umstieg auf Mac.
womit wir wieder kurz bei diesem Thema sind, was wir vorhin schon hatten. Ja, also mein ganzes Arbeitsleben, Zeit, es ist einfach alles viel schöner geworden. Also nie wieder weg vom Mac, das war eine der besten Entscheidungen von Technikausstattung in meinem Büro. Oder überhaupt Umstieg. Ja? Ich habe lange dafür gebraucht. Aber das ist ja ein Investment in den Mac. Ja? Muss man ein Stück weit auch investieren, kostet ein bisschen mehr. Ich habe einen vernünftigen Bildschirm, habe ein gutes MacBook und das war sehr wichtig, weil mir das sehr viel Effizienz und so weiter gebracht hat. Und das andere, eine sehr wichtige Entscheidung, ist meine aktuelle Lebenspartnerin, mit der ich jetzt seit über 10 Jahren zusammen bin, weil sie mich immer wieder inspiriert. Also ich kann nur jedem empfehlen, hört auf das Bauchgefühl eurer Frauen. Erfolgreiche Menschen haben immer irgendwie einen starken Partner an der Seite. Das muss nicht stark sein im Sinne von, der ist stark oder hat immer die tollsten Ideen, sondern es sind teilweise einfach nur die Zwischentöne oder einfach nur auch das Dransein. Und meine Frau hat damals zum Beispiel gesagt, 2006, hör mal, wenn du eh jedem erzählst, wie Xing funktioniert, dann kannst du auch Geld dafür nehmen, oder? Und dann hat sie verdammt recht gehabt, weil ohne diese Aussage von ihr wäre ich nie auf die Idee gekommen, ein Xing-Seminar anzubieten, einen Piloten zu machen und mich auch nur ansatzweise damit zu beschäftigen, mit dieser Thematik auf den Markt zu gehen. Ich habe zu der Zeit Kommunikationstechnik verkauft, interaktive Whiteboards, Beamer und so weiter und habe Xing halt genutzt, um darüber Kunden zu bekommen. Aber sie ist im Grunde genommen diejenige, die solche geschäftlichen Entscheidungen immer mit beeinflusst hat. Also bei vielen Dingen, die ich mache, gehe ich auch mal zu ihr und frage sie einfach nur, was sie dazu denkt. Und es ist nicht immer unbedingt so, dass ich mich immer danach richte, was sie dann sagt. Aber ich habe sehr oft von ihr Impulse und sie ist in einem völlig anderen Bereich. Sie arbeitet auch nicht bei mir. Sie ist als kaufmännische Angestellte in der Apotheke. Es ist also ein komplett anderes Business auch. Aber trotzdem hat sie einfach intuitiv häufig Dinge oder Aussagen, die im Nachgang betrachtet eigentlich immer richtig sind. Und hat nichts mit Investment zu tun, sorry an der Stelle. Das finde ich doch ein perfekt. Also aber die Wahl des richtigen Partners oder überhaupt einen Partner zu haben, der hinter einem steht und da einen inspiriert, ist immens wichtig. Das ist einfach, ja, das ist Gold wert. Also das ist mehr wert als jedes Investment. Weil das bleibt auch. Also wenn ich geschäftlichen Misserfolg habe, der Partner bleibt, wenn das der Richtige ist, durchsteht mit einem so etwas auch und dann baut man halt wieder was Neues zusammen auf. Finde ich. Also ganz eine nette Aussage, ganz lieb und ehrlich, also richtig, richtig cool. Also weil mit mir und meiner Verlobten, mir geht es genauso und also finde ich total nett, ja. Finde ich cool. Du, wenn heute das jemand anhört und vielleicht noch vor der Entscheidung steht, Studium ja oder nein, was ist deine Antwort dazu? Also ich habe nicht studiert, insofern könnte ich jetzt natürlich sagen, braucht man nicht. Ich glaube aber, wenn man die Chance hat zu studieren oder einfach vor der Wahl steht, soll ich es machen oder nicht, ich würde sagen ja. Weil ich denke einfach, dass man im Leben noch mehr Möglichkeiten hat, wenn man studiert hat, wenn man ein Studium gemacht hat. Ja? Nichtsdestotrotz hat man auch jede Menge Möglichkeiten, weil man nur in Anführungsstrichen Zimmermann gelernt hat. Weil letztendlich ist es der Mensch, der entscheidet. Letztendlich ist die eigene Intuition. Ich habe vieles aus dem Bauch heraus gemacht. Und das geht auch. Ja? Auch damit kann man erfolgreich werden. Man muss nicht studiert haben. Aber wenn ich heute nochmal die Entscheidung treffen sollte oder müsste und es völlig in Ordnung wäre und ich mir auch überhaupt keine Gedanken machen müsste, finanziell oder was auch immer, dann würde ich mich auf jeden Fall auch für Studium entscheiden. Was würdest du für ein Studium empfehlen? Gibt es irgendwie so ein Studium, wo du sagst, angenommen, jemand möchte Unternehmer werden oder möchte sein eigenes Unternehmen starten, gibt es irgendwie ein Studium, was du sagst, in die Richtung, das macht viel Sinn, du triffst ja unendlich viele Kontakte, was hörst du denn da so von, oder was hast du denn so mitbekommen? Du bist ehrlich gesagt kein Punkt, über den ich mich mit meinen Kontakten unterhalte. Ich bin ja in einem Alter, wo, und auch bei meinen Kontakten, die ich habe, in der Regel das Studium lange, lange her ist. Und sehr viele Menschen, die ich kenne, machen mittlerweile was vollkommen anderes, wie das, was sie mal irgendwann studiert haben. Ich denke, das ist einfach nur so ein Grundwissen, was man dabei aufbaut, ist häufig auch schon Mitentscheidungsfaktor. Deswegen kann ich jetzt momentan auch nicht sagen, ob jetzt dies oder jenes Studium das total Richtige oder Wichtige wäre. Ich kenne mich auch ehrlich gesagt gar nicht in den aktuellen Studiengängen so weit aus, dass ich jetzt wirklich differenziert unterscheiden könnte. Ja. Also ich weiß,
Vielleicht eins, meine Tochter studiert E-Commerce und ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, weil das einfach ein Zukunftsthema ist, weil das einfach etwas ist, was auf jeden Fall weiterhin gebraucht wird und eher auf dem aufsteigenden Ast ist. Aber das heißt jetzt nicht, jeder sollte E-Commerce studieren. Das liest sie einfach, hat sie Lust zu und ich glaube, es der richtige Weg ist. Aber ich könnte jetzt keine Empfehlung abgeben für das oder das Studium. Okay, ja, macht Sinn. Die Show heißt ja Dominieren statt Kämpfen und die Idee dahinter ist ja, dass Leute, die im Leben dominieren, und das ist ja was sehr Positives, dass die einfach sehr gut sind in dem, was die machen, dass die gewisse Fähigkeiten entwickelt haben, dass sie einfach im Leben so dastehen, wie sie jetzt dastehen. Und da würde mich jetzt interessieren, sind vielleicht so 2 oder 3 Fähigkeiten, die du von dir selber beschreiben kannst, und dann vielleicht noch 1 oder 2, die du bei anderen dominierenden Leuten siehst, wo du sagst, das sind so Fähigkeiten, die dir sehr geholfen haben, im Leben zu dominieren. Und vielleicht 1 oder 2 bei anderen Leuten, wo du sagst, okay, die machen diese Leute so stark. Gibt es da vielleicht irgendwelche Fähigkeiten, die du so rauskristallisieren kannst? Ja, auf jeden Fall. Die Fähigkeit zu reden halte ich für eine immens wichtige Fähigkeit im Geschäftsleben. Und da ist es gar nicht mal so relevant, an welcher Position man ist. Wenn man in der Lage ist, sich vernünftig auszudrücken, vernünftig zu artikulieren, zu kommunizieren, rhetorisch gut drauf ist, dann ist das ein Riesenvorteil im Geschäftsleben aus meiner Sicht. Deswegen, wer da nicht gut ist, dem empfehle ich, solche Dinge zu nutzen wie Toastmasters oder Redeclubs, vielleicht auch Debattierclubs oder ähnliches, wo man wirklich immer wieder gefordert ist, vor Menschen, mit Menschen zu reden, seine Meinung kundzutun, Dinge zu erklären. Ja, überhaupt die Fähigkeit, auch Sachen erklären zu können und nicht unbedingt auf so einer komplizierten Ebene zu sein, halte ich zumindest für mich für eine wichtige Fähigkeit, dass ich in diese Dominanz auch gekommen bin. Wobei bei mir ist sicherlich auch der Punkt ist, dass ich einfach sehr offen bin in allem. Also ich gebe einfach unwahrscheinlich gerne. Ich habe kein Problem damit, mein Wissen rauszugeben. Ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe über 1000 Beiträge geblockt in den Jahren und erkläre immer wieder auch sehr freimütig, gib Dinge weiter, ja, Gadget-Empfehlungen und so weiter. Das ist einfach etwas, was ich immer wieder mache. Und das kommt meines Erachtens bei den Menschen einfach sehr gut an, weil wenn wir uns über das Netzwerken unterhalten, weil auch Netzwerken ist eine Fähigkeit, die man unbedingt haben sollte, dann lernt man da draußen, dass es manchmal auch so Menschen gibt, die sind keine Blutspender, die sind Blutsauger. Ja, die wollen immer nur haben, die wollen immer nur nehmen, sind immer nie bereit, etwas zu geben. Und es ist immer die Frage, wen empfehle ich denn, wenn es drauf ankommt, weiter? Ein Blutsauger oder ein Blutspender? Also jemand, der gerne gibt, der wird doch viel eher von jemandem weiterempfohlen, als jemand, der immer nur gibt, wenn er direkt was dafür bekommt. Und diese Fähigkeit oder diese Freizügigkeit, wirklich mit seinem Wissen auch offen umzugehen, halte ich zumindest bei mir für einen Punkt, warum ich in diese Dominanz gekommen bin. Weil ich halt immer alles direkt raus und preisgegeben habe und dadurch auch eine entsprechende Bekanntheit bekommen habe. Ja, weil wie soll jemand von mir wissen, wenn nichts von mir bekannt ist und wenn mein Wissen nicht in der Welt wäre? Es geht nur, wenn man es rausträgt. Und wenn wir noch was Drittes nennen wollen, das sehe ich bei manchen anderen auch, also auch gerade dieses Reden können. Wenn wir uns Politiker anschauen, die Politiker, die wirklich weit und hoch gekommen sind, das sind in der Regel die, die auch wirklich sich richtig gut artikulieren können. Die also wirklich vor eine Menge sich hinstellen und eine Rede halten und da sitzt wirklich jedes Wort. Und das kann man aber erst erkennen, das kann ich auch jedem nur mal empfehlen, sich hochrangige Politiker live anzuschauen. Weil das, was wir im Fernsehen sehen oder auch so bekanntere Menschen, schaut euch die wirklich live an. Weil im Fernsehen ist immer alles zurechtgeschnitten. Da sind manchmal auch Aussagen verdreht und gekürzt und so weiter. Erst wenn man Menschen live sieht und ich habe einige auch aktuelle Politiker live erleben dürfen in Vorträgen, dann merkt man wirklich erst die Brillanz zum Teil dieser Menschen. Also es ist völlig egal, welcher Partei die angehören. Oder auch Wirtschaftsführer und so weiter. Ich habe auch viele Unternehmer schon reden gehört. Das sind in der Regel wirklich brillante Redner. Und das halte ich für eine ganz große Fähigkeit, für eine ganz große und wichtige Fähigkeit, um in seinem Bereich wirklich auch dominieren zu können. Ich stimme dir voll zu. Richtig, richtig, richtig gute Punkte. Ich muss dafür nicht Redner sein. Also das ist jetzt keine Fähigkeit, die ich auch nur einem Vortragsredner zuschreibe. Ja? Klar muss ein Vortragsredner Vorträge halten können, der muss auf der Bühne Präsenz haben können, der muss sein Publikum einfangen können. Ich bin der Meinung, Reden sollte schon in der Schule ein Schulfach sein. Kommunikation.
Kommunikation würde ich mir als Schulfach wünschen. Sowohl mündliche als auch schriftliche Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit anderen Menschen? Was ist dann eigentlich das Sender- und Empfängerprinzip und diese ganzen Dinge, die in den normalen Schulen, sage ich jetzt mal, das lernst du dann vielleicht irgendwann im Studium, einen bestimmten Gang vielleicht auch. Aber in der Grundschule lernst du doch sowas noch nicht. Mittelschule, solche Fächer gibt es da nicht. Also jedenfalls wüsste ich das nicht. Vielleicht haben sie es mittlerweile weiterentwickelt, aber haben sie es noch nicht mitgekriegt. Ja, leider. Ah, vollkommen richtig. Wenn, was sind noch in deinem Leben so für Ziele, wo du sagst, die würdest du gerne noch erreichen? Oder hast du da überhaupt noch Ziele? Was ist denn so für dich noch, vielleicht Fähigkeiten, die du erlernen willst oder Sachen, die du erreichen möchtest? Oder was würde dich denn total erfüllen? Fangen wir mal so. Ich habe mir gerade wieder ein berufliches Ziel gesteckt, weil ich natürlich auch bei mir immer wieder sehe, wo geht es die Reise als nächstes hin? Und ich bin derzeit, ich bleibe in meinem Thema Networking, aber ich bin derzeit gerade dabei, eine App zu entwickeln für das Networking, mit der es möglich sein wird, dass sich übers Jahr mehrere 10.000 Menschen auf Events zusammenfinden. Ich will jetzt noch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Das Ganze wird jetzt zurzeit gerade jetzt noch ist in der Konzeptionsphase und die ersten Angebotsphasen für die App laufen. Aber ich denke, dass ich in diesem Jahr noch damit an den Markt gehen werde. Und da habe ich tatsächlich das Ziel, dass diese App innerhalb der nächsten 3 Jahre im deutschsprachigen Raum einen Bekanntheitsgrad hat und in allen Städten größer 100.000 Einwohnern genutzt wird. Das ist so das aktuelle Ziel, was ich habe. Und das sieht auch ganz gut aus, weil ich trete mit der App niemanden auf die Füße, ich gehe mit niemandem in Wettbewerb. Das ist eine ganz neue Form. In der Form des Networkings gibt es das noch nicht. Und deswegen rechne ich mir auch ganz gute Chancen aus, dass das passieren wird. Aber ich will erst noch einen wirklich guten Stand haben. Also Investoren und so weiter sind gefunden. Ich werde jetzt auch irgendwann eine Crowdfunding-Phase dann starten. Und dann spätestens muss ich mit dem Projekt auch in die Öffentlichkeit. Aber im Moment halte ich mich noch ein bisschen bedeckt. Im Moment rede ich darüber zumindest nur so viel, dass ich es interessant mache. Und man so ein bisschen sagt, hey, ich komme da, muss ich dranbleiben. Aber ich gehe noch nicht in die Tiefe. Das finde ich voll cool. Da melde ich mich auf jeden Fall, geschäftlicher, da helfe ich dir gerne, geschäftliches Ziel, das weiter rauszubringen. Also sehr cool. Und privates Ziel ist irgendwann nochmal einen Mammutbaum zu besteigen in Chile oder an der amerikanischen Küste. Da stehen Mammutbäume, die zum Teil über 100 Meter hoch sind. Und ich weiß, in Chile wird es zum Beispiel angeboten, dass du in solchen Mammutbäumen auch wirklich im Zelt, in so einem Baumzelt übernachten kannst. Das hängt dann frei mit Blick aufs Meer. Also das ist nochmal so ein privates Ziel, wo ich sage, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf. Geil, das finde ich cool. Ja, und das ist auch nichts, was du dir so in einem Katalog einfach mal bestellen kannst, weil das ist keine Standard 0815 Urlauberreise, weil da kommt einfach auch nicht jeder hoch. Du kannst dich ja nicht mit dem Hubschrauber da hochfliegen lassen. Also da musst du schon wissen, wie du hinkommst und wie du da reinkommst. Deswegen ist das schon eine sehr spezielle Geschichte. Aber das ist so ein Bild, das hätte ich gerne, an diesem Zelt sitzen. Und die ist mit meiner Frau, aber die hat noch so ein bisschen Höhenangstprobleme. Wir arbeiten dran. Ja. Sie hat zumindest die Bereitschaft signalisiert, sich jetzt doch auch mit dieser Thematik ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil sie einfach merkt, dass ich davon nicht loskomme. Und wenn sie mehr Zeit mit mir verbringen will, dann muss sie mit in den Baum. Ja, und als sie dieses Bild von diesem frei hängenden Zelt in weiß ich nicht wie viel Metern Höhe mit Blick auf das Meer gesehen hat, hat sie gesagt, das sehe ich schon reizvoll. Ja. Ohne Frage. Cool. Wenn du das Wort Erfolg hörst, an wen denkst du dann? Boah. Oder erfolgreich? Kommt mir jetzt nicht sofort spontan jemand in den Kopf. Also Sportler, Politiker, da gibt's diverse, aber es kommt mir nicht jetzt die Person in den Kopf, wo ich sage, so der, das ist für mich das Synonym für erfolgreich. Was wären so ein oder zwei Leute, wo du sagst, wow, die haben wirklich deiner Meinung nach einfach was erreicht? Schumacher. Der Fußballtorwart, der war jetzt gerade wieder sehr präsent. Früher mal so böse geguckt hat, Bayern München. Finde ich den Weg, den der gerade nimmt, finde ich total klasse. Ich komme noch nicht auf den Namen gerade. Also ich sehe es, ich finde die Sportler erfolgreich und da finde ich es toll, die zum einen eine sportlich tolle Karriere gehabt haben oder haben, ja, respektive eigentlich erst die diese Karriere gehabt haben und danach dann auch erfolgreich sind, also erfolgreich bleiben, weil sie irgendwie was weiter bewegen, ja, weil sie nicht einfach nur auf ihrer Kohle sitzen oder arm werden und das einfach nur verprassen, sondern wirklich es schaffen, aus diesem sportlichen Erfolg heraus
auch noch in den Erfolg nach der Sportzeit zu gehen. Das finde ich richtig cool. Ja, wobei das in der Regel auch Menschen sind, die wirklich gelernt haben, durch richtig fiese Zeiten zu gehen. Weil um so erfolgreich im Sport zu werden, musst du richtig, richtig viel ackern. Und das übernehmen sie natürlich auch im Berufsbereich. Ne? Warum komme ich denn jetzt auf den Namen von diesem Fußballtorwart nicht? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, Meier. Ich kenne mich nicht, ich muss schandhaft zugestehen, ich bin nicht der Fußballfan, von dem her kann ich dir leider da nicht helfen. Sepp Meier ist es nicht. Nee, das war der danach, glaube ich. Also, vielleicht, wenn wir jetzt über irgendwas anderes reden, kommt er mal wieder in den Kopf. Ja. Aber da sage ich schon, das finde ich, sowas finde ich cool. Finde ich interessanter Ansatz, ja. Du, wenn du jetzt heute angenommen, du hast jetzt dann Beispiel, sagen wir einen 20-Jährigen oder eine 20-Jährige und du wärst in deren Erfolg mit 25% komplett investiert. Das heißt, egal was diese Person bekommt, du kriegst 25% davon. Welche drei Bücher neben deinem eigenen, welche drei Bücher würdest du dieser Person sofort sagen, dass sie diese drei Bücher lesen soll? Also mein eigenes würde ich ihr nicht als eine der drei Bücher empfehlen. Ja, wirklich nicht, warum? Nö, weil das erklärt eine Plattform. Ja? Das erklärt eine Plattform und eine Funktionsweise von einer Plattform. Und es ist letztendlich nur ein Werkzeug. Ich muss aber erstmal verstanden haben, warum nutze ich dieses Werkzeug überhaupt? Und das Werkzeug Xing kann morgen auch Ding oder Dong heißen. Also es ist austauschbar. Aber das Wissen darum und die Motivation, das überhaupt zu tun, also zu netzwerken, die lerne ich nicht aus dem Buch. Welche Bücher würde ich empfehlen? Also ich habe hier meine wichtigsten Lebensbücher im Grunde genommen wirklich in einem Regal. Also es gibt Bücher, die vernichte ich oder verschenke ich dann irgendwann, aber es gibt so ein paar Bücher, die bewahre ich eigentlich auch über länger auf, aber das sind mehr als drei. Insofern muss ich jetzt wirklich so ein bisschen gucken, was sind so die Bücher, die mich wirklich so richtig über Jahre oder die mich auch aus meiner Jugend, ne? Es ja gerade geht ja um die Jugend. Ich glaube, ein Buch, was schon uralt ist, was man aber auf jeden Fall gelesen haben sollte, ist Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch in den Bestsellerlisten steht, aber man sollte es, ich meine, man kann es noch kaufen. Das war für mich damals wirklich eine Offenbarung. Das habe ich als 20, in den 20ern, also als 20-Jähriger irgendwann gelesen. Und viele Dinge von dem, die da drin stehen, habe ich wirklich in meinem Leben komplett übernommen. Also, Sorge dich nicht lebe, Dale Carnegie ist super. Sorge dich lebe, ja. Mhm. Ja. Das ist ein respektive Schrägstrich, wie man Freunde gewinnt. Ne? Also das sind so die beiden Titel von Dale Carnegie. Wenn man den mal, vielleicht können wir es auf drei Autoren einigen. Kannst du gerne machen, ja. Das ist so der Autor, wo ich sage, die beiden Bücher sollte man von dem auf jeden Fall gelesen haben. Finde ich zwei ganz, ganz wichtige Bücher. An zweiter Stelle. Also, wen ich als Autor und von seinen Aussagen und Inhalten auch sehr gut finde, ist Alfred R. Stielau-Pallas. Ich glaube, der ist jetzt aber auch nicht mehr so aktuell. Der hat ein Buch geschrieben, die Macht der Dankbarkeit. Mhm. Die Macht der Dankbarkeit von Stielau-Pallas. Finde ich auch ein sehr, sehr inspirierendes und lebensbejahendes und auf längere Zeit vom Inhalt kann man das wirklich mitnehmen. Das dritte, ja, an dritter Stelle könnte ich jetzt tatsächlich auch wieder mehrere, aber nehmen wir vielleicht an dritter Stelle das Buch, was letztendlich auch die Grundidee für Xing war, von Malcolm Gladwell, Tipping Point. Wie kleine Dinge Großes bewirken können. Ja. Das ist, denke ich, gerade für junge Menschen kann es auch eine Offenbarung sein, dass egal wie klein man ist, egal wie unwichtig man sich fühlt, man kann trotzdem auch als ganz kleiner, ganz große Dinge in die Welt bringen. Das zeigt dieses Buch auf. Finde ich drei wirklich klasse Bücher. Also ich kenne, die Macht der Dankbarkeit kenne ich nicht, das werde ich mir aber auf jeden Fall jetzt kaufen. Aber die anderen Bücher kenne ich und kann ich nur unterschreiben. Richtig, richtig gute Bücher, ja. Ja, also es gibt also wir können in loser Folge noch zwei, drei nennen, einfach die mich auch viel bewegt haben. Cialdini, die Psychologie des Überzeugens, ein Hammerbuch. Ja, unglaublich gut, ja. Super, ein Hammerbuch. Oder von Williams, das Prinzip Gewinnen. Das ist ein uraltes Buch von einem Amerikaner, der irgendwie ganz klein angefangen hat mit Versicherungsverkäufen und so weiter. Ja, aber da steckt auch ganz, ganz viel drin. Oder Frank Bettger, Lebe begeistert und gewinne. Das ist für mich auch eine Bibel. René Igli, das Lola-Prinzip. Also das sind wirklich Bücher, die haben teilweise wirklich mein Leben beeinflusst und verändert. Das kann man wirklich sagen. Also all die genannten gerade, da habe ich viel, viel für mein Leben rausgezogen. Ja,
Ich hau das bei uns alles in die Shownotes unten rein, dann können die Leser direkt, die Zuhörer direkt draufklicken. Richtig cool. Du, was würdest du deinem 25-jährigen Ich, jüngeren Ich, was würdest du dem denn als Tipp fürs Leben mitgeben oder was würdest du dem sagen? Und vielleicht könntest du uns da nochmal in die Situation bringen, wo dein 25-jähriges jüngeres Ich war, dass der Zuhörer auch weiß, von was redest du jetzt gerade. Was würdest du dem mitgeben? Würdest du ihm sagen, mach nur weiter so, es wird alles richtig sein? Oder würdest du dem noch vielleicht eine Verbesserung geben? Oder irgendwie, was würdest du dem mitgeben? Ja, dem 25-Jährigen würde ich mitgeben, setz dir größere Ziele. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele gerade in der Jugendzeit machen, dass sie sich zu kleine Ziele setzen. Es ist zwar richtig, dass Ziele erreichbar sein müssen und so weiter, aber ich habe vor kurzem was sehr Schönes gelesen zum Thema Zielsetzung. Ein Ziel ist ein Wunsch mit einem Ablaufdatum. Fand ich total geil. Ja, also dieses Ganze, es muss erreichbar sein, es muss messbar sein und so, das kennen wir ja smart und was es alles bei Zielsetzung gibt. Aber diese einfache Definition, ein Ziel ist ein Wunsch mit einem Ablaufdatum, finde ich ein Hammer. Ich habe ein Beispiel in meinem Freundeskreis, der hat sich als ganz junger Mensch vorgenommen, er hat das Ziel gehabt, ich höre mit 45 auf zu arbeiten, gehe auf Weltreise und habe so viel Geld bis dahin zusammen, dass ich nie wieder arbeiten muss. Das hat er schon mit 15 oder so, war das schon in seinem Kopf. Und dieser Mensch ist 45 und er ist auf Weltreise. Er muss nicht mehr arbeiten. Wie geil. Ja. Und das waren, also für einen 15-Jährigen, ja, wenn der das damals irgendjemandem so im Umfeld erzählt hat, also der hat also irgendwo um die 20 hat er seine jetzige Frau kennengelernt. Ja, mit Mitte 20 vielleicht. Mit Mitte 20 hat er seine jetzige Frau kennengelernt. Und der hat ja damals erzählt, du, hör mal zu, mit 45 höre ich auf zu arbeiten, dann gehe ich auf Weltreise. Und hat die gesagt, ja, tolles Ziel, super, gefällt mir. Und dann sind die zusammengekommen. Das Problem war, seine Frau hat es nicht geglaubt. Ja. Und heute steht sie an dem Punkt, wo sie sagt, verdammt, der zieht's durch. Was mache ich denn jetzt? Ja, also das ist auch noch so ein Punkt, wenn ich mir in dem Alter dann einen Partner suche und ich habe so ein Ziel, dann sollte das mit dem Partner wirklich auch zusammenpassen, weil sonst kriege ich irgendwann ein Problem. Und das beobachte ich bei den beiden ein bisschen, weil ihre Lebensplanung läuft ein bisschen anders. Die hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich so durchzieht. Der tut's aber. Ja. Also der hat das immer verfolgt und immer straight auf dieses Ziel hingearbeitet und hat es erreicht. Und das würde ich meinem 25-jährigen Ich auch mitgeben. Schau wirklich langfristig. Ja. Mach dir nicht nur die nächsten 3, die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10, sondern geh auch wirklich ganz nach hinten und guck mal, wo willst du da stehen, was willst du da erreichen? Weil das habe ich auch mal bei so einer Zielsetzungsgeschichte gelernt. Je größer dein Ziel ist, desto weniger können dich kleine Dinge davon abbringen. Je kleiner dein Ziel ist, desto schneller wirst du davon auch wieder lassen. Ja, sobald ein kleines Problem kommt bei einem kleinen Ziel, sagst du, ach, dann nicht. Ja, ist egal. Aber bei so einem ganz großen Ding, dann habe ich halt mal ein Jahr lang, ne, das nicht oder kann mich nicht drum kümmern, aber in 2 Jahren, da setze ich wieder an. Das finde ich echt große Ziele. Das war so spannend. Ich war mal mit einer Gruppe von Milliardären in Kenia auf einer Reise und dann habe ich die gefragt, warum glaubt ihr, dass ihr Milliardäre geworden seid und so viele andere, unter Anführungszeichen nur, jetzt wirklich, das ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt extrem in die Skalierung rein, nur doppelstellige Millionäre. Und dann haben sich die angestellt und gesagt, Julian, du wirst es nicht glauben, es liegt einfach, dass wir von Anfang an viel größer gedacht haben, weil, ganz ehrlich, wer braucht denn eine Milliarde? Kein Mensch. Das heißt, wenn wir nur, unter Anführungszeichen, 20 Millionen hätten haben wollen, dann hätten wir auch schon uns fast alles leisten können. Der einzige Grund, warum wir weitergegangen sind, war, weil wir von Anfang an größer gedacht haben. Und das hat mich jetzt so daran erinnert, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, ja. Ja, es hängt leider, was heißt leider, es hängt natürlich auch immer mit dem Umfeld zusammen. Ne? Wenn du in einem Umfeld bist, wo alle irgendwie angestellt sind, 3.000 Euro verdienen und du kommst dann und sagst, naja, mein Ziel ist, dass ich irgendwann 3 Millionen im Monat verdiene, dann sagen alle, du spinnst. Ja? Und machen dich wieder klein und das kann alles auch gar nicht sein. Wenn du natürlich in einem anderen Umfeld aufwächst oder einfach diese Stärke hast und dieses Ziel setzt und einfach sagst, mir ist völlig egal, was die anderen denken, dann hast du auch eine Chance, das zu erreichen. Aber solange du das nicht vornimmst und nicht die Schritte auch dahin gehst, deswegen ist Zielsetzung auch beim Networking so wichtig. Ja? Solange du nicht wirklich sagst, okay, wo will ich hin? Und danach dann auch immer wieder dich austarierst und sagst, okay, passt das in mein Ziel? Und ist das wirklich, ne, passt das in meine Richtung? Und ist der Kontakt für mich richtig oder nicht? Wenn du kein Ziel hast, weißt du nicht, wo du hinfährst. Ein Schiff ohne Ziel kommt halt irgendwo an. Aber nicht da, wo es dann hin soll. Das soll ja nirgends hin, das ist ja wurscht. Wenn der Wind sich dreht, segel ich halt woanders hin, das ist ja wurscht.
Ah, so cool. Du, gibt es eine Sache, von der du zu 100% überzeugt bist und die aber wahrscheinlich der Großteil der Menschen komplett widersprechen würde? Also ich gebe dir mal so ein ganz kleines Beispiel. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass wir das erleben werden, dass die Menschheit fast unendlich lang lebt, weil der technologische und medizinische Fortschritt so schnell sein wird, dass wir mit jedem Lebensjahr ein neues Jahr an Leben dazugewinnen werden durch diesen ganzen Fortschritt. Und wenn ich das heute jemandem erzähle, dann sagt jeder, das ist so ein Blödsinn, also die widersprechen mir da, oder? Gibt's dafür, muss ja jetzt nicht sowas sein, aber gibt es irgendwas in dem Bereich, wo du sagst, ja, da, du hast auch etwas, da widersprechen dir im Prinzip 99% der Leute. Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich den Glauben habe, weil das Ding ist ziemlich groß, aber das ist eine Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann Weltfrieden haben. Ja, dass wir, dass Kriege und so weiter, dass das wirklich alles weg ist, weil der Mensch irgendwann merkt, dass das alles, also alle Menschen wirklich merken, dass es wirklich für keinen gut ist, was da passiert. Und dass wirklich irgendwann auf der Welt komplett Frieden herrscht. Das ist eine Hoffnung, die ich habe. Glaube, ja. Ja, ich würd gerne auch zu 100% dran glauben. Aber die momentanen Entwicklungen lassen es bei mir leider in meinem Kopf nicht zu. Ja, deswegen ist es ist eine Hoffnung und ein Wunsch, ein Traum. Das hätte ich gerne. Ja, hoffen wir, weil das wäre, ich glaube, für alle das Schönste, ja. Ja, weil deine Geschichte ist, wenn wir uns vorstellen, stell dir einfach einen Moment vor, wir hätten das jetzt schon. Dann müsste es ja irgendwann ein Gesetz geben, dass keiner mehr dazukommen darf. Weil, wo soll es hinführen? Wenn keiner mehr geht. Und alle bleiben. Ja. Also das ist so eine Vision. Ich kann das verstehen. Also ich bin da bei dir. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das irgendwann ist. Weil wenn wir uns den medizinischen Fortschritt anschauen, also Hammer. Ja. Gar keine Frage. Aber wenn ich mir das vorstelle, dass es so ist, den Moment, und dann... Ja, ich bin ja jetzt gerade in Las Vegas und ich habe gestern hier einen Sprecher gehört, der ist Peter Diamandis und der ist so der absolute Visionär und das war interessant, das war auch eine Podiumsdiskussion und er hat das dann auch, also das war eine Frage, die ich ihm dann auch nochmal gestellt habe und er sagt, also er ist davon auch zu 100% überzeugt. Er sagt halt, und das kann natürlich leicht sein, dass er nicht glaubt, dass das in dieser biologischen Form sein wird, wie wir das jetzt sind, sondern dass das halt irgendwie eher eben auf Computer ausweichen muss, dass unter Anführungszeichen unser Gehirn auf einer Festplatte abläuft, weil das uns vom ganzen Platzbedarf, so wie du das ja auch jetzt beschreibst, und Energiebedarf gar nicht mehr geht. Aber also, das weiß ich jetzt nicht, aber für mich ist das schon etwas, also klar, das ist jetzt natürlich total Zukunftsvision und wahrscheinlich gibt es jetzt Leute, die jetzt auf Stopp drücken und sagen, das ist so ein Schwachsinn. Aber, naja, ich meine, nehmen wir es mal so hin, wie es möglicherweise kommen wird, dass die Technologie da sein wird. Dass sie aber nur wenigen zugänglich sein wird. Und das haben wir ja heute im Prinzip schon. Ich meine, wir haben heute schon die Zweiklassengesellschaft in der Medizin. Das merkst du, sobald du Privatpatient bist. Letzte Woche, CT-Termin, 2 Stunden. 2 Stunden, überleg dir das mal. Ich war morgens beim Arzt und der sagt, sie brauchen CT. Ich sage, ja, kein Problem, wir kümmern uns drum. Dann ruft er eine halbe Stunde später an, seien Sie bitte um 10 vor 10 da und da, damit ein CT gemacht. 2 Stunden. Ich weiß von Leuten, die warten 2 Monate. Ja, die kriegen einfach gar keinen Termin. Und das haben wir doch heute schon. Und das wird aus meiner Sicht leider so weiterlaufen. Diese Schere geht weiter auseinander. Und wenn die Technologien da sind, werden sie irgendwann nicht mehr für jeden zugänglich sein. Also gar nicht mehr zugänglich sein. Ja. Und das ist leider heute zum Teil auch schon so. Ich meine, guck dir das im Herzbereich an. Es werden bei Privatpatienten werden andere Herzoperationen gemacht wie bei Kassenpatienten. Da werden dann bewusst immer noch Sachen eingebaut, die nach 10 Jahren kaputt sind. Mal gucken, ob er noch da ist. Wenn ja, machen wir es halt nochmal. Bei Privatpatienten wird gleich was anderes gemacht. Also das ist so eine Diskussion, beziehungsweise so eine Thematik, boah, da können wir jetzt schon, da sind wir jetzt schon in der Richtung unterwegs. Und von daher, ich glaube ja, dass wir irgendwann diese lebenslange Geschichte haben. Wenn sie nicht vielleicht sogar schon irgendwo existiert, ja, einfrieren und sonstiges, wissen wir es. Aber das Problem, was ich davor beschrieben habe, was ist dann, wenn es geht und wir das alle haben, glaube ich, dass das kommen wird. Oder wir haben vorher so einen Riesenschlag irgendwie auf der Erde, ja, Meteoriteneinschlag oder was auch immer. Das ist die Weltbevölkerung um was weiß ich.
haben und dann sind wir wieder in einer neuen Situation. Aber so wie es momentan aussieht, guck dir mal China zum Teil an. Ich meine, du hast Hongkong stehen. Die Wohnverhältnisse und so weiter, ist doch irre. Ja, definitiv. Ist, na klar, stimme ich dir voll. Wie viele Menschen das da gibt, ja. Boah. Ja. Naja. Ja. Du, eine also Werden wir mal nicht zu melancholisch zum Schluss. Drei Fragen. Eine noch, die ist melancholisch. Und zwar, du hast kurz angesprochen, stell dir vor, wir hätten wirklich einen Meteoriteneinschlag. Und du hättest noch, keine Ahnung, 6 Stunden zu leben. Was würdest du in diesen letzten 6 Stunden noch machen? Ich würde zusehen, dass ich so viel wie möglich Menschen zusammenkriege, die mir wichtig sind, Frau, Kinder, Freunde. Würde mir einen Kamin oder ein Lagerfeuer anzünden und würde mit diesen Menschen, die mir wichtig sind, versuchen, die letzten Stunden bei einem guten Glas Wein oder wie auch immer zu sitzen und über das Leben zu philosophieren. Machst du das auch so regelmäßig? Ich habe einen Außenkamin und sehe schon zu, den öfter mal anzumachen, weil ich finde es einfach irre, wenn du ins Feuer guckst, das ist so, weiß ich auch nicht. Ich bin dann immer so ganz entrückt irgendwie, also nicht komplett weg, ja, aber ich könnte stundenlang ins Feuer gucken. Und es entsteht einfach so eine Atmosphäre, du bist von nichts abgelenkt, es läuft nicht nebenbei noch Radio oder Fernseher und Handys sind dann sowieso aus. Es ist einfach eine schöne Gesprächssituation. Kann ich mich voll reinversetzen. Das finde ich voll nett, ja. Ja, ist cool. Ja, wobei auch Spaziergänge oder sonstiges, ja, wunderbar. Aber ich würde in den letzten 6 Stunden meines Lebens nicht mehr spazieren gehen, weil im Spazierengehen kannst du nicht mit vielen Leuten dann kommunizieren. Das ist für ein Zweiergespräch, ist ein Spaziergang durch den Wald optimal. Ja, also wunderbar, Coaching-Gespräche, was auch immer, kann ich nur empfehlen. Noch auf den Baum klettern zum Schluss? Nee, dann wäre ich ja alleine. Ich möchte in den letzten Stunden nicht alleine sein. Und ich möchte auch die Menschen, die mich lieben und die, denen ich nahestehe, möchte ich nicht alleine lassen. Wenn ich auf den Baum steige, dann haben die ja nichts mehr von mir und ich auch nichts von denen. Also nee, das wäre nicht die Wahl der Stunde. Mhm. Super. Mhm. Zum Schluss ziehen wir das Ganze nochmal richtig motivierend drauf. Wie sieht denn bei dir ein guter Tag aus? Wie fängt denn der an? Möglichst früh. Tatsächlich möglichst früh, wobei das jetzt nicht heißt 5 oder 6 Uhr, aber schon mit dem Hellwerden irgendwie hochkommen. Im Sommer nicht, ne? Also nicht morgens um 4 oder so. Aber ich merke immer, je später ich irgendwie in Gange komme und je später ich auch im Büro bin oder so, desto weniger komme ich über den ganzen Tag in Gange. Also möglichst früh starten und am liebsten dann über den Tag die Dinge machen, zu denen ich auch gerade Lust habe, was mir zum Glück sehr häufig gelingt. Also ich habe meine To-Do-Liste nicht unbedingt nach Wichtigkeit ab, sondern immer nach, wonach ist mir gerade. Ja, also nach Wichtigkeit 1-2 Stunden vielleicht maximal am Tag, aber ansonsten schaue ich immer, ist mir jetzt gerade wirklich danach, will ich das jetzt gerade machen oder nicht? Weil wenn man das entgegen macht oder wenn ich das entgegen mache dem, dann ist da nicht die richtige Energie drin und dann wird das meistens auch nicht gut. Also wenn ich keine Lust habe, einen Artikel zu schreiben, dann mache ich das auch nicht. Insofern besteht ein guter Tag da drin, dass ich den ganzen Tag die Dinge machen kann, zu denen ich dann gerade auch Lust habe. Das finde ich so spannend, weil ich sag zum Beispiel immer, die Schwierigkeit, die Angestellte haben, ist, dass sie oft genau dann die Sachen machen müssen, wenn sie nicht wollen und dadurch ihre Energie unnötig verbrauchen. Und ja. Das ist genau interessant, weil du es ja jetzt genau ansprichst. Ja, ist ja so. Also insofern ist ein Unternehmen, wo die Mitarbeiter mehr Freiheiten kriegen, auf jeden Fall produktiver. Ja, als wenn man immer nur nach Arbeitsplan vorgeht. Und klar gibt es immer Dinge, die man einfach machen muss, aber bestenfalls läuft es so, dass man eben meistens oder überwiegend die Dinge macht, zu denen man gerade wirklich Lust hat. Super, ja. Kaffee in der Früh oder Tee oder wie trinkst du denn? Kaffee. Kaffee schwarz, wenn er gut ist, schwarz, sonst mit Milch. Mhm, also zu Hause schwarz. Ja, macht Sinn. Du, wenn du eine Möglichkeit hättest, jeden Tag in der Früh den Leuten automatisch auf ihr Smartphone eine kleine Push-Message zu schicken, mit der sie in den Tag reinstarten, welche kurze Nachricht würdest du der Welt schicken jeden Morgen? Lächle und die Welt lächelt zurück. Lächle und die Welt lächelt zurück. So, so nett. Das ist unglaublich gut. Danke, Joachim. Du, Joachim, du hast den Leuten so viel Wert gegeben in diesen, unglaublich, 2,5 Stunden. Danke dir. Was können die Leute dir zurückgeben? Gibt es irgendwie zum Schluss so einen Call for Action, irgendwie so einen Aufruf? Also natürlich, sie sollen auf deine Webseite schauen, unbedingt dein Buch lesen. Gibt es sonst irgendwas außerdem, wo du sagst, das lege dir total am Herzen, dass dir die Leute zurückgeben?
Ja, Empfehlung jeglicher Form im Sinne von Xing-Nutzung, Vernetzung. Wenn es irgendwo eine Konferenz gibt, wo mal ein Vortragsredner mit ein bisschen anderen Thema gefragt ist, wenn es Verbände gibt oder sonstiges, wo das Thema Kommunikation, Miteinander, Vernetzung und so weiter gefragt ist, dann bin ich dort ein gern auftretender Vortragsredner. Und ansonsten natürlich jedes Unternehmen, was irgendwo sagt, Mensch, wir müssen unser Netzwerk ein bisschen voranbringen. Wir müssen sehen, dass unsere Mitarbeiter besser netzwerken. Dann bin ich dort sicherlich eine mögliche Option für so ein Unternehmen und freue mich über jede Empfehlung. Das hoffentlich machen meine Zuhörer und die sind auch sehr, sehr gut, was diese Dinge angeht. Also Joachim, ich sage auch von meiner Seite her tausend Dank. Ich sage immer, man ist der Durchschnitt der Menschen, mit denen man, der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und ich und meine Zuhörer durften mit dir gerade 2,5 Stunden verbringen. Ich bin dir so, so dankbar dafür. Ja, du, ich kann mich bei dir auch nur bedanken für die Fragen und für das Gespräch. Also, dass es jetzt 2,5 Stunden waren, war mir gar nicht bewusst. Ich habe nur jetzt eben zwischendurch so auf die Uhr geguckt und gedacht so, Alter, 2,5? Was? Wie? Wie ist das schon 2,5? Also insofern, die Zeit ist verflogen in unserem Gespräch und hat mir viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch schön, dass wir von dieser technischen und wie nutzt man Xing und so weiter, darüber rede ich ja fast jeden Tag und schreibe darüber. Insofern ist es schön, dass es nach hinten raus auch so ein bisschen, ja, einfach frei von der Leber weg in alle möglichen Themen geht. Hat mir gut gefallen, hat man sehr selten natürlich. Und insofern ist es ein schönes Format, hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Wenn dir diese Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen positiven Review im iTunes Store. Du erkennst, wie wichtig die richtigen 5 Menschen um dich herum sind? Du möchtest dein Leben genauso dominieren, anstatt immer nur zu kämpfen? Doch, wie geht das? Genau dafür hat Dr. Julian Hosp die Dominieren statt Kämpfen Mastermind-Gruppe gegründet, in der du exklusiven Zugriff auf Insiderwissen zu Gesundheit, Beziehungen, Netzwerken, Business, Finanzen und vieles mehr bekommst. Tausche dich zudem mit hochmotivierten Menschen aus und erweitere dein Netzwerk automatisch, ganz bequem von zu Hause aus. Schau gleich auf www.julianhosp.com/mastermind und buche deine kostenlose Intro-Stunde. Dominiere, anstatt nur zu kämpfen. Für noch mehr großartige Gespräche, vergiss nicht, nächste Woche wieder reinzuhören.